Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend am letzten Tag im März, der 31. März 2019, pünktlich 20 Uhr. Und ich freue mich, dass wir heute Abend Roland Hofer wieder bei uns haben. Roland Hofer macht neue Wissenschaft und er hat ein Thema mit in sein Gepäck hereingebracht. Und da geht es heute um die Aliens. Bevor wir den Roland begrüßen, möchte ich bekannt geben, unsere Telefon-Hotline-Nummer, das Festnetztelefon aus Österreich, Landesvorwahl 0043 für Österreich, 720-518-19. Und die 7 findet ihr auch auf okitalk.com. Und auch der Chat ist bei uns wieder absolut in Ordnung. Da könnt ihr jetzt auch wieder einsteigen. Wir hatten da ein paar technische Probleme, die wir heute beseitigt haben bei dem schönen Wetter hier. Und ja, heute heißt es bei Roland Hofer Neue Wissenschaft, die Aliens. Diesmal will ich mich mit euch über einige Kontaktpersonen uns was anschauen, die uns ja immer wieder erzählen, dass sie Kontakte zu Außerirdischem haben. Es ist mir wohl nicht möglich, einen umfassenden Überblick zu geben. Ich habe ein paar jedoch ausgewählt. Billy Meyer, der seit über 70 Jahren Kontakte zu den Plejaden hat und eine echte Summa Ufologia geschrieben hat von ca. 6000 Seiten. Dann gibt es Orfeo Angelussi, der uns etwas über das Wesen des Menschen verrät. Und Buck Nelson, der die Venus besucht hat und von dort aus 12 Gebote mitgebracht hat. Ein Vertreter, den ich immer gerne habe, ist David Wilcock. Wir werden sehen, wie weit wir deine Arbeit heute einfließen lassen. Ja, ich denke immer, wenn ich an Aliens denke, als erstes erstmal ja der Entstehung der Geschichte der Menschheit, und da fällt mir immer wieder ein die Sumerer oder die Anunnakis. Ich begrüße jetzt mal hier in dieser Runde und ich freue mich, dass er bei uns ist. Roland Hofer, einen wunderschönen guten Abend. Ich glaube, heute aus Innsbruck, ist das richtig? Ja, servus zusammen. Ja, heute aus Innsbruck wieder mal zu Hause. Ich sitze wieder auf meinem Computer. Heute über Mac. Ich hoffe, die Qualität passt. Die Linux, ja, da habe ich auch einen Schlamassel gehabt. Aber wir haben es hingekriegt. Ja, wie du schon gesagt hast, ich will euch ein bisschen über meine Arbeit die letzten Jahre. Das ist eher das sind jüngere Projekte jetzt. Bis jetzt habe ich eher theologische Sachen gemacht. Das mache ich seit vielen Jahren. Und ja, ist vielleicht eh. Wo fängt man da an? Wenn man sich über außerirdische Gedanken macht, ist zunächst einmal der Einstieg. Ja, wie kommt man auf das Thema überhaupt? Ich meine, es ist ja nicht unbedingt das, was einem beim Café so einfällt. Ne? Ich lasse euch jetzt meine Geschichte weg, weil das ist viel zu langwierig. Aber es gibt zwei Methoden, sich da anzunähern, so als Einleitung, bevor ich jetzt so Kontakt rankomme. Das eine wäre die lange, aber wir werden versuchen, ein bisschen auf das einzugehen während den Kontaktlern. Das ist die Geschichte der Menschheit. Da versuche ich dann immer wieder so ein bisschen was dazu zu bringen, weil uns die besten Berichte da meistens über solche Kontaktpersonen kommen. Und das andere ist halt die Frage, ja, wenn es das alles gibt, ja, warum weiß denn das keiner? Ne? Da will ich ein bisschen am Anfang darauf eingehen, weil das sind diese sogenannten Verschwörungstheorien und ich bin kein Fan davon. Ich habe lieber die Lichtseite. Aber man muss ein bisschen verstehen, dass es das scheinbar gibt, dass man da uns diese Nachrichten scheinbar nicht gibt. Weil es gibt so, wenn man nämlich anfängt, merkt man zunächst einmal, es gibt immens viel. Das Material ist, ich sage immer gerne, die Theologische Bibliothek, da brauchst du 10 Jahre und für die UFO-Bibliothek brauchst du 20 Jahre. Aber das musst du mal finden. Die erste Problematik ist immer das Finden von den Ganzen. Quellen, auf die man gehen kann, wenn man gar keine Ahnung hat, ich weiß es nicht, ich habe schon gemerkt, es ist hier ein gewisses gewildertes Publikum, jetzt weiß ich nicht, wie weit soll ich anfangen, aber Quellen, die man suchen kann, sind zum Beispiel Carrie Cassidy, so ein YouTube-Kanal, die bringt seit 20 Jahren
CIA-Angestellte, NSA-Angestellte, jede Menge, ich glaube über 500 Personen, die dort aussagen, ja, ich habe in dieser geheimen Szene gearbeitet, ja, ich habe dort mit Aliens zu tun gehabt, ich habe die Leichen bewacht, ich habe mit ihnen Verträge gemacht. Wir haben von denen, so die Klassiker sind immer so die Computerentwicklung, ne? Die Mikrochips, das Glasfaserkabel und noch was, das kommt aus dem sogenannten Roswell-UFO, das 47 in New Mexico, das ist immer so der Aufhänger Nummer 1 meistens. Solche Sachen kann man bei der Carrie Cassidy schön hören. Ja. Wenn man dann wissen will, und da gibt es noch ganz andere, da gibt es Geschichten von Zeitreisen, wir haben Stationen auf dem Mond und auf dem Mars, und also bei der Carrie Cassidy findet man alles. Da gibt's, am Ende ist jeder Planet belebt, und auch die, die angeblich gar nicht bewohnt werden können, na, dann ist eben die NASA, die uns die Lügen erzählt. Ne. Ich kann euch nicht sagen, was es da im Detail stimmt und was nicht. Man muss, wenn man sich da hineinbegibt, zunächst einmal mit einem gewissen offenen Augen und offenen Ohren hingehen und einmal einfach einmal zuhören. Wenn man sofort zumacht und sofort sagt, das kann alles nicht stimmen, weil das bringen die Nachrichten nicht. Aber ich glaube, das Problem haben wir da herinnen eh nicht. Ich glaube, das ist nicht das Publikum, das sofort zumacht. Ein anderer, den ich zur Einleitung erwähnen möchte, ist noch Stephen Greer. Es gibt einen Haufen so Leute, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, das öffentlich zu machen. Stephen Greer ist auch so ein Ami, hat ein bisschen den Background, dass er lustigerweise Kontakte zu allen möglichen CIA-Typen hat. Der braucht sie nicht suchen, der fährt nicht in der Gegend rum wie die Carrie, sondern zu dem kommen sie hin. Der hat immer so die gleichen Gruppen, immer so auch so 300, 400 Leute. Die Geschichten sind ähnlich, nur dass du das hast du dann ein Level höher. Ne? Kennedy hat man umgebracht, weil er die UFO-Geschichten offenlegen wollte. Die Marilyn Monroe gehört da dazu und der Bruder von Kennedy. Also das ist so der Präsidenten-Level. Mit Stephen Greer kommt man also ziemlich tief in die Politik hinein. Darf ich? Bleibt darf auch ich? Dort. Natürlich, ja klar. Mikrofon? Super, danke dir. Immer noch offen. So, jetzt aber. Ja, mir fällt dazu ein, die UFO-Akte in Deutschland will ja auch keiner aufdecken oder bearbeiten. Es sind ja auch da viele am Arbeiten dran, die sagen, warum decken man nicht die UFO-Akten auf? Ist ja auch so ein Fragezeichen dahinter, warum das nicht geschieht, oder? Ja, es gibt dazu einen Fall, kenne ich, wo der Robert Fleischmann in Deutschland, die letzten Jahre, das ist ganz gut dokumentiert, das ist auch von einem YouTube-Kanal Exopolitik. Da hat's ein Arbeitsloser hat da bis in die dritte Instanz den obersten Gerichtshof in Deutschland bemüht und nach dem Informationsgesetz die Offenlegung von gewissen Akten gefordert, wo es eben um solche UFOs geht, und er hat sich durchgesetzt. Also nach dem Informationsgesetz in Deutschland kann jetzt jemand an die deutsche, an diese Bundesregierung für den, ich glaube der BND ist es, Bundesdeutscher Nachrichtendienst, glaube ich, heißt es. Sonst beim Robert Fleischmann nachschauen, Exopolitik auf YouTube, da gibt's das. Da ist das genauer dokumentiert, diese Gerichtsverhandlungen. Und die muss, also da muss man Anfragen stellen. Von selber machen die das nicht. Die generelle Geschichte ist nicht nur in Deutschland. Also wer die Nachrichten aktuell verfolgen will, ich empfehle immer diesen Benjamin Fulford. Der bringt wöchentlich Nachrichten raus auf dem Gebiet. Und bei dem ist halt alles sehr negativ. Ne? Also ich will da nicht zu viel, aber dem ist die Merkel ja quasi verwandt mit dem Hitler und Israel, der Satansstaat. Und also da wird es sehr, ich will nicht zu viel von diesen Dingen machen, aber es ist klar, es muss etwas, der Trump ist dort übrigens in dieser Nachrichtenwelt, ist der Trump der Heilige hoch 25 und der Putin ist der Retter der Welt. Ne? Also die zwei sind die Guten und im Prinzip die Restlichen sind die Bösen. Klar ist aber, egal, was man jetzt von diesen persönlichen Wertungen hält, irgendwo muss es in allen Nationen der Welt solche Menschen geben, die da irgendwas davon wissen. Ich schätze mal so pro Land auf der Welt so 10 Leute, ne? In irgendwelchen Positionen, die sich da informiert sind. Weil anders ist es, es gibt Geschichten, dass sich der, was war das, Gorbatschow und Reagan und wer immer damals noch auf europäischer Seite, treffen sich in Liechtenstein wegen der Wende 89 zur Vorbereitung, weil das dann nicht mehr abwendbar war und so, und wie man das macht. Und da wollten sie auch die UFOs offenlegen und wieder ging es nicht aus irgendeinem Grund. Also da gibt es Geschichten über Geschichten. Ich habe jetzt über die aktuellen Deutschen, da muss man Robert Fleischmann fragen, der ist, vielleicht kannst du den mal einladen auf die Sendung, es wäre sicher interessant, der ist Journalist vom Beruf, wenn ich weiß nicht, ob du den kennst. Den kann ich sehr empfehlen, ich habe ihn mal getroffen in Wien, bei der ersten MUFON-Konferenz in Wien.
vor 2 Jahren oder was das war. Der ist sehr offen für solche Sachen, der macht da sehr viel. Und der Robert Fleischmann hat auch den Vorteil, dass er sich die Akten wirklich anschaut. Der fährt nach England, wo die MI6, glaube ich, war es, ihre UFO-Akten offengelegt hat. Und auch die NASA hat kürzlich, nicht NASA, wie heißt die, die CIA hat in Amerika kürzlich die UFO-Akten offengelegt. Auch da, also der Fleischmann ist einer, der sich diese Akten wirklich anschaut. Das mache ich persönlich jetzt nicht. Mir ist das zu viel Akten. Also, okay, dann habe ich halt zum 725. Mal festgestellt, es wurde ein UFO gesehen. Mein Interesse war, wie ich entdeckt habe oder begonnen habe zu merken, das muss irgendwas muss da dran sein. Ich habe mich weniger für die Maschinen interessiert, sondern mehr für die Personen, die da drin sitzen. Ne? Okay, wenn es jetzt also UFOs gibt und man uns das aus was für Gründen immer verheimlicht, wer sind die? Warum sind die da? Was soll das Theater? Ne? Wenn ich jetzt es gibt auch 2 gute Filme dazu, wenn wir schon dabei sind, von Stephen Greer, den Unacknowledged von 2017 und von David Wilcock, den Above Majestic von 2018. Und jetzt neuerdings, wer Lust hat, am 24. April nach Manchester zu fliegen oder zu fahren, David Icke bekommt einen eigenen Film, der wird jetzt in Manchester am 24. April hat der Premiere. Da kann man sogar mit David Icke reden, wer Lust hat, habe ich schon überlegt, ob er da hinfahren soll. Also das ist eine Szene, die in Bewegung ist, wo manche Leute Zugang haben, andere nicht. Die Zugang haben, werden oft verfolgt, verlieren ihren Job. Da gibt es auch viel archäologische Sachen. Ich kenne mich ja in der Archäologie als Theologe ein bisschen aus. Und da merkst du auch, da gibt es Riesenknochen, prolongated skulls, wie heißt das auf Deutsch? Also verlängerte Hinterköpfe, von den Pharaonen angefangen bis Stämmen in Afrika heute und Crystal Skulls, die dann auch so ähnlich ausschauen, wo du da denkst, Mensch, Meier, wo kommt dieses ganze Zeug her? Scheinbar haben wir hier auch wieder irgendwelche Rassen, die eben diesen verlängerten Hinterkopf haben. Da kommen wir dann auf die Sirius B-Geschichte. Das führt dann in die alte Geschichte. Das ist dann die sogenannte Anunnaki-Story. Wer Anunnaki im Internet eingibt, wird auch nicht mehr fertig vor lauter Videos, weil das sind dann die angeblich mehr oder weniger Bibel geschrieben haben. Ne? Die haben dann Adam und Eva in einem Genlabor gezüchtet. Und dort ist dann quasi die Sklavenrasse entstanden. Ne? Also Gott kann es da gleich vergessen, das hat damit nichts zu tun. Also wenn in der Bibel steht, Gott hat die Welt geschaffen, dann heißt es in der UFO-Variante, ne, das waren halt irgendwelche Aliens und die kommen halt vom Sirius B. Und die haben dann auch sehr viel zu tun mit den Pharaonen, da kommen die Prolongated Skulls her. Also das ist alleine eine eigene Geschichte, die ewig lang ist. Wir können da, also wenn es wollt, ich kann da noch mehrere Sendungen machen, wo ich vielleicht mehr auf das eingehe. Was ich mir noch überlegt habe, ist, wie in den letzten 60, 70 Jahren, da wollte ich ein bisschen was dazu sagen, da gibt es nämlich eine sehr berühmte Gruppe, das sind die sogenannten MJ-12. Und die haben schon, die sind da zusammengestellt worden in den 50er, 60er Jahren, wo man versucht hat, das irgendwie zu kontrollieren, wo diese UFO-Sichtungen mehr geworden sind in den 50er Jahren. Wir werden jetzt dann später beim Video Angelucci hören, dass die Menschheit... Kannst du ans Mikrofon wiederkommen? Ah, okay. So besser? Na, irgendwie hörst du was davor. Nö, davor ist nichts, aber ja, es ist... War es vorhin besser zu hören? Vorhin besser zu hören. Das kann ich jetzt auch nicht machen. Da kann ich jetzt machen. Ich sitze jetzt da am Mac, ich hänge da an diesem Ding. Mehr kann ich nicht machen. Hast du das Mikrofon an die Seite gelegt? Weil es ist komisch. Das ist der Computer. Ich habe nur diesen Computer jetzt. Jetzt wird es besser. Jetzt wird es besser. Okay. Ich kann da gar nichts tun. So ist gut. So ist gut. Ja, aber da bin ich echt heute ein bisschen aufgeschmissen. Alles gut. Ja. Also wir haben eh schon gehabt, der Anfang ist meistens Roswell, aber vielleicht brauchen wir das. Gehen wir mal ein bisschen auf dieses Project Aquarius ein. Man hat dann Project Blue Book gemacht in Amerika. Viel läuft da über Amerika. Das Project Blue Book hat einmal in den 60er Jahren untersucht, ob es diese Aliens wirklich gibt. Und dann hat man eben versucht, also eigentlich angefangen hat es noch früher. Angefangen hat es 1947 eben bei Roswell. Davor hat schon jemand UFOs in Washington gesehen, in Wendon Air Force Base. Ne? Der Chef war beunruhigt und hat dann angerufen. Da hat man dann angefangen, das offiziell von Amerika aus zu untersuchen. Kurz darauf war dann eben das Roswell, das erste UFO, das sie geborgen haben. 1949 ist interessant. 1949 stürzt ein UFO ab, auch in New Mexico, in der Gegend. Wo war das genau?
Da war jedenfalls ein Überlebender dabei. Ja, der nannte sich Ibi. Ja. Der hat bis 1952 gelebt, ist laut Zeugnissen am 18. Juni 1952 gestorben und ist eben, mit dem hat man reden können. Ja. Das war, also, da haben wir haben schon seit 1947 Kontakte mit den Leuten vom All. Ne. Der war aus seiner 40 Lichtjahre entfernten Sternensystem vom Zeta Reticuli ist er gekommen, ja, dieser Ibi. Und hat unser Klima nicht vertragen und ist dann gestorben. Aus all diesen Dingen ist eben dieses Project Blue Book entstanden. Zuerst als Reg Carlson, dann Signed, dann Project Blue Book. Und je mehr das in Anspruch genommen worden ist, der Eisenhower hat dann da Bedrohung gesehen. Und ein bisschen von dem Problem, dass wir das heute nicht wissen, ist dieser Eisenhower. Der hat eine Bedrohung gesehen in dem Ganzen und hat dann das Project Blue Book 66 in Aquarius umbenannt. Und von da an war das dann alles sehr heimlich. Das wurde nicht mehr öffentlich. Also diese ganzen Berichte, die es damals gegeben hat und Nachrichten zum Teil auch schon, wurden eingestellt und mit Project Aquarius wird es dann wirklich eine Geheimsache. Von da an, von 1966 an, verschwinden Nachrichten komplett. Also Science Fiction wurde dann schon erfunden, aber sonst nichts. Das hat sich dann eben verwandelt. Ne? Von Nachrichten wurde dann Science Fiction. Deswegen wird heute in dieser Szene auch viel mit Science-Fiction-Filmen gearbeitet. Ja? Das ist von Star Trek bis Transformers. Da könnte man auch eigene Dinge machen, was man da findet. Ich habe gestern zufällig bei Merlin ein Alien gesehen in der Staffel 5, wo sie sich in der Höhle versteckt haben. War plötzlich ein Alien drin, also so ein Prolongated Skull-Typ. Ne? Was tut denn der bei Merlin? Das ist eine Geschichte aus dem Mittelalter. Ja? Aber immer mehr so Fern das ist mir jetzt nur so eingefallen zwischendurch. Aber immer mehr so Fernsehstories bauen das ein, ja. Weil das Aufwachen einfach immer mehr weitergeht. Ja, und dann ist eben ist über dieser Aquarius das Ganze geheim geworden und man hat über diese MJ-12-Gruppe, die hat das eben kontrolliert. Ja. Und sie hat auch beschlossen, dass diese Air Force die Untersuchungen der UFOs beendet. Die Begründung war, dass man irgendwie festgestellt hat, die sind nicht aggressiv, das ist auch für uns wichtig, die sind scheinbar friedlich. Ja. Also es war kein Threat of the National Security, wie die Amis mal so gern sagen. Und man hat eben Angst gehabt, weil die Menschen begonnen haben, diese Geschichten ernst zu nehmen. Von daher kommen auch viele von diesen Quellen, die wir jetzt haben. Also, was ich bei Quellenstudio machen will, da empfehle ich immer gerne die UFO-Nachrichten. Dieser Verlag in Obergünzingen in Deutschland, der bringt die besten Bücher raus. Ich habe heute auch dieser Buck Nelson und der Orfeo, die sind aus diesem UFO-Verlag. Philipp Meyer ist eine eigene Geschichte. Aber zu denen kommen wir noch. Kannst du noch mal schauen Richtung Mikrofon? Oje, naja, das sind aber die lieber mit Ihnen. Vielleicht deaktivierst du mal kurz dein Mikrofon und aktivierst noch mal. Geht's jetzt besser? Ich weiß Ja. nicht mal, wo das Mikrofon ist. Ich drücke halt einfach. Ja, es geht besser. Vielleicht musst du zwischendurch mal Pause machen und dann erholt sich das Mikrofon und dann bist du wieder gut zu hören. Okay, ja, es tut mir leid heute. Es ist halt mit der Technik heute ein Problem. Deswegen arbeite ich lieber mit Linux eigentlich. Okay. Eines war noch interessant aus diesem Bereich. Ich habe dann noch beim Bill Cooper ein bisschen nachgeschaut. Also wir sind immer noch bei den Researchern. Der Bill Cooper ist auch einer von denen, die halt Zeugnis ablegen und der arbeitet bei der Navy. Und da ist auch sehr interessant, viel läuft. Über die Air Force haben wir viele Zeugnisse. Ja, über viele von diesen sogenannten Whistleblowern kommen von der Air Force. Lustigerweise ist fast niemand von der Navy dabei. Der mich schon oft fragt, warum eigentlich? Und da ist interessant, dass der Bill Cooper zum Beispiel weiß, zu sagen, dass die meisten, also jeder eigentlich, er sagt zumindest, jeder Navy-Offizier, den Cooper kennt, ist ein 33 Grad hoher Freimaurer. Ich kann das nicht beweisen. Das ist auch ein Zeugnis von Bill Cooper. Aber es würde erklären, warum da keiner redet. Das ist scheinbar eine viel verschworenere Gemeinschaft, viel mehr eine von diesen. Getragen wird das Ganze nicht nur von MG12, sondern auch von den Freimaurern und Bilderbergern. Also wenn man da nachfragt, dann da ist eben auch der Billy Cooper ganz nett. Zum Beispiel, so war das da, der Tod von Kennedy geht auch auf die Bilderberger Gruppe zurück und wurde ausgeführt von der FBI Division 5 und CIA und den Navy in Dallas. Sogar der Vater von Kennedy war da anscheinend involviert. Solche Sachen kann man von Bill Cooper hören. Der hat eine Giftnadel auf Kennedy geschossen, laut Bill Cooper. Also das sind so die Geschichten, das ist immer noch dieses Geschichtel, warum wir nichts davon hören. Ja? Ich mache jetzt da mal einen Strich. Wir könnten alleine da,
ja, vielleicht noch die Weltregierung. Eines der Probleme, mit dem wir heute noch kämpfen, ist jetzt die Neuorganisation der Welt. Da haben wir letztes Mal ein bisschen geredet, also da war ich nur bei der Sendung drin, dass Russland wichtig wäre für Europa. Dass wir versuchen, eine Europäische Union zu gründen mit Russland. Und das ist genau das, wogegen jetzt die offiziellen Medien sehr stark kämpfen. Aber das wären eigene Themen, da müsst ihr mir auch wieder bereiten. Das streue ich mir immer wieder mal ganz gerne ein. Ich wechsle jetzt ein bisschen und gehe jetzt von diesen, warum wir nichts davon wissen, zu den Leuten, die eben sagen, dass sie diese Kontakte haben. Es gibt eben diese Kontaktpersonen, die wollen wir heute ein bisschen näher anschauen. Hört ihr mich noch? Ich hoffe, das geht. Ja. Ja. Gut. Der Orfeo Angelucci, mit dem fange ich an. Ich habe mir zuerst überlegt, Billy May machen wir später. Ich fange mit Orfeo an, ein bisschen wegen den Widersprüchen zum Billy. Ich weise euch ein bisschen darauf hin, weil, also nur als Überblick, ich kann, wie gesagt, nicht alles machen. Aber die meisten dieser Kontaktler schreiben ein Buch und das war's. Ja? Auch der Debbie Lücker hat 3 Bücher geschrieben, das ist auch schon viel. Billy Meyer schreibt 21.000 Seiten. Deswegen ist das ein bisschen, deswegen bin ich ein bisschen überfordert gewesen bei der Vorbereitung. Aber das machen wir ein bisschen später. Ich beziehe mich ab und zu drauf. Okay, zunächst mal erzähle ich euch jetzt die Orfeo-Geschichte. Die ist nämlich ganz nett. Die gefällt mir persönlich, ist mir die sehr sympathisch. Das ist ein ganz einfacher Italiener, Orfeo Angelucci, heiratet 1936 eine Frau, die heißt Mabel Borghini, ist interessanterweise, wenn man sich fragt, wer wird Kontaktperson und wer nicht, diese Borgianini heißt sie, ist eine Nachfahrin der Borgias. Wer die Geschichte der Aliens ein bisschen ankennt, der hat vielleicht schon gehört, dass Päpste ja auch als Aliens gelten. Nicht nur Royals, also die spanischen Könige und die englischen Könige, da kommen die David Icke, Repto-Geschichten hinein, das sollen ja alles Aliens sein. Auch die Päpste stehen auf dieser Liste. Und die Borgias sind generell nicht die Besten. Nicht nur als Päpste, da haben sie auch ziemlich verkackt, sondern auch als Aliens scheinen die nicht so die Nettesten zu sein. Dafür kann die Mabel sicher nichts. Das ist ein Nachfall, ist ganz sicherlich eine ganz nette Frau. Wenn du auf ihr sagst, glaube ich ihm das. Es sind ja nicht immer alle eingeweiht. Aber hier kommt auch etwas, was in dieser Szene begegnet. Blutlinien werden hier extrem wichtig, ja. Nicht zuletzt wissen wir, also naja, dazu gehört eben auch, dass im Zweiten Weltkrieg, das ist ja mit sehr, wenn wir mit Blutlinien denken, fällt uns meistens der Zweite Weltkrieg ein. Ne? Da waren die Deutschen gut und die Juden schlecht. Ne? Und diese Blutliniengeschichte, das kommt immer wieder. Ja? Die DNA scheint die wichtigste Wissenschaft in diesen Altgeschichten zu sein. Ja? Auch etwas, was mich eigentlich nicht so interessiert. Jedenfalls, wie ich gelesen habe, Borgia nachfragen und gesagt, okay, es könnte sein, dass der Orfeo deswegen da drinnen ist, weil er halt mit der verheiratet ist. Dafür kann er nichts, aber naja. Wichtig ist auch noch, dass dieser Mensch krank war. Also er hat von Geburt an, wird das genannt, die Gefäßneurose kommt später, aber eine konstitutionelle Unzulänglichkeit. Ich sage zumindest, was das heißt, das steht halt da drin. Das hat ein Dr. Walter Alvarez konstituiert. Das ist aber ganz interessant. Er hat ja sehr gute, also die, was er getroffen hat, waren ja sehr nett. Da kommen wir gleich drauf. Und die sagen ihm, ohne seine körperliche Schwäche hätte er sie nie kennengelernt. Also wie wir sehen, wir sind ja auch konfrontiert. Was jetzt auch passiert, ist die Frequenzerhöhung. Da kommt ja auch das 2012 hinein, das neue Zeitalter, dass wir befreit werden von diesen ganzen Kabale und Deep State und Geheimgeschichten und dass wir in einen freien Planeten gehen. Das hören wir alle viel lieber. Und 1946, war die Frequenz der Erde noch viel, viel niedriger. Erst mit 2012 ist diese Frequenz gestiegen. Das heißt, 1942 war es überhaupt schwieriger, jemanden zu finden, der diese Wahrnehmung überhaupt hat. Orfeo Angelucci scheint deswegen dazu zu gehören, weil er in seinen Genen, in seiner Geburtskonstitution irgendwas hat, was ihn von uns aus gesehen schwächer macht. Diese Schwäche ist aber genau die Grundlage dafür, so die Kontakte dann, dass er die überhaupt hören und sehen kann. Also hier ist auch etwas, was uns immer wieder begegnet, auch dass das irgendwie mit der Person zu tun hat. Auch von Corey Good hört man solche Geschichten immer wieder. Wer mit Corey Good spazieren geht, sieht 5 UFOs. Ne? Könntest du mal mit mir spazieren gehen, da seht ihr keine UFOs. Ich habe das bis heute noch nicht gesehen. Oh ja, einmal schon, doch, stimmt nicht. Das ist eine andere Geschichte. Aber... Also mit Corey Good besteht ihm das scheinbar jeden Tag.
Der war aber auch 20 Jahre zu Projekten. Der hat selber auch körperliche, also das sind immer wieder medizinische Experimente drin, auch in den Geheimprojekten dieser Regierungen, ob es die Amis sind oder die Russen oder die Chinesen. Geheimprojekte mit Medizin sind irgendwo immer dabei. Also es läuft sehr viel auf Biologie und geistig und Spiritualität hinaus. Wie immer, ich will das nicht werten. Ich sage nur, dass das, also diese zwei Linien sind einmal beim Orfeo Angelucci auffällig. Er ist zunächst einmal verheiratet mit einer Borgia und er hat eine körperliche Schwäche, die offensichtlich wichtig ist, dass man das überhaupt machen kann. Ja, und das erklärt auch ein bisschen, warum nicht jeder alles überall sehen kann. Ja. Wir kommen gleich zu den geistigen Gesetzen. Ich schweife immer ein bisschen ab. Okay, dieser Orfeo arbeitet jetzt also jetzt zufällig bei Lockheed Martin. Das ist auch noch eine Geschichte. Wer das kennt, Warnung, das ist jetzt keine, also Lockheed Martin ist ja bekannt dafür, dass sie die amerikanischen UFOs bauen. Das ist aber noch zu früh. Wir sind da jetzt 1952, diese Geschichten, die ja der Stephen Graham erzählt, mit diesem, dass Lockheed Martin die UFOs baut, das kommt wahrscheinlich später. Das ist so um die Mondlandung herum, 60er Jahre, das ist noch zu früh. Ja, in dieser Zeit dürften, also die einzigen, die in dieser Zeit UFOs gebaut haben, waren die Deutschen und wahrscheinlich in der Antarktis unten und vielleicht noch andere, die ich halt nicht kenne, ich weiß auch nicht alles. Aber das dürfte für Lockheed Martin, oder wenn, dann ist es jedenfalls nicht Teil dieser Story. Also keine UFO-Geschichten, die bei Lockheed Martin gebaut werden. Das kommt aber später beim Stephen Greer auch recht interessant. Bei dem Typen kommt lustigerweise mehreres zusammen. Ne? Verheiratet mit einer Borgia, selber körperliche Schwäche und arbeitet bei Lockheed Martin, die in 20 Jahren spätestens dann nach dieser Zeit UFOs am Fließband bauen. Natürlich geheim. Ne? Und das anscheinend bis heute ganz fleißig. Also bei diesem Orfeo kommen ein paar Sachen zusammen. Und der arbeitet jetzt eben bei dieser, also er ist Ingenieur, er hat Ingenieur studiert, ist Flugzeugbauer, ne? Also eigentlich also normale Flugzeuge, ne? War früher Pilzforscher, da hat er die ersten Connector, sie haben ihn schon beobachtet, die Aliens, wo er, das kommt später. Gehen wir mal in die konkrete Geschichte, er fährt nach der Spätschicht um eins in der Früh nach Hause. Ne? Durch seine körperliche Konstitution kann er normalerweise spüren, wenn er Gewitter kommt, da wird ihm immer schlecht und er hat dann mit Blutdruckprobleme. So ist es auch heute in der Firma. Er schaut aber auf den Himmel und ja, es ist dann blöderweise klare Nacht. Normalerweise kommt dann immer Gewitter. Es ist auch gewitterfühlig. Wir kennen viele Bauerngeschichten, wo Menschen wetterfühlig sind. Die müssten eigentlich auch leichter UFOs sehen können irgendwie. Dafür habe ich keine Zeugnisse. Das ist nur eine Idee von mir. Aber es müsste eigentlich klappen. Also wenn ihr wetterfühlig seid, schaut mal, ob es dann ein UFO seht. Es müsste eigentlich gehen. Da war aber nichts. Kein Gewitter. Und jetzt fährt er eben um eins in der Früh heim, dann ist er auf diesem, er ist in Los Angeles, wir sind da in Los Angeles, die Straße, und fährt da zur Kreuzung von der Forest Lawn Drive, eins in der Früh, und sieht über dieser Kreuzung, Hauptstraße Los Angeles, ist kein Name geschrieben gewesen, zum Forest Lawn Drive, und sieht dieses rote große Objekt. Das muss jetzt sehr groß sein, weil nachher die Kleinen sind dann zu kleiner, und das schwebt da über der Kreuzung drüber. Und da wird ihm natürlich ein bisschen anders. Dieser Mensch hat sich bis zu diesem Zeitpunkt nie für UFOs interessiert. Null. Er war mit seiner Familie beschäftigt und mit seiner Arbeit und mit seiner Krankheit und UFOs, naja. Also fährt er ihnen hinterher. Die fahren, die fliegen über diesen Land Drive drüber und 1,5 Kilometer weit und dann bleiben sie stehen in der Luft. Ne? Und dann kommen aus diesem roten Objekt zwei grüne Objekte raus, mit jeweils vom Durchmesser 1 Meter ungefähr geschätzt, jetzt vom Auto aus gesehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, das rote Ding muss groß sein. Da hat er keine Maß, hat er nicht gesagt, wie groß das war. Und also diese grünen Objekte sind 1 Meter groß und die fangen jetzt an, mit ihm zu reden. Also jetzt haben wir zum ersten Mal wirklich, und das habe ich euch ein bisschen rausgesucht, weil ich das finde ich, das sind sehr schöne Sachen. Ne? Die stellen sich als Freunde vor. Ja? Sie erzählen ihm eben, dass sie ihn schon seit 6 Jahren beobachten, seit 1946, seit er eben Pilzforscher war. Dort haben sie ihn schon gesehen. Er hat damals beim Experiment über Ballone verloren und das haben sie irgendwie gesehen. Und sie kennen seine persönlichen Schwächen. Sie beamen, also da steht jetzt nicht beamen drin, das gibt es 1958, ist das Buch erschienen, das wird erst mit Star Trek erfunden. Ich habe es beamen genannt. Er beschreibt da recht umständlich, wie ein Becher neben ihm auf dem Autositz erscheint, wo sie ihm Flüssigkeit reingetan haben, die er trinken soll, damit es ihm besser geht. Ne? Ich würde sagen, ich beamen ihm das Zeug da runter, ne? Und er trinkt es und es geht ihm wieder gut. Und er fühlt sich wohl. Ne?
Und dann beginnt dieser Raum zwischen diesen beiden grünen Kugeln zu glühen und es taucht ein Bildschirm auf. Er sieht dann einen sehr hübschen Mann und eine sehr hübsche Frau. Nahezu nicht nur hübsch, sondern nahezu perfekt wird geschildert. Die sind richtig die perfekten Menschen. Ne? Ich finde es nett, dass er nicht sagt, ob sie jetzt braun, schwarz, weiß, blond, blau oder braunäugig sind oder was. Er sagt einfach, sie sind schön. Ist auch gut. Gefällt mir. Und sie stellen sich eben vor, sie sagen ihm, dass die Menschen jetzt schon seit Jahrhunderten unter Beobachtung waren und jetzt seit kurzem wieder unter Beobachtung stehen. Da kann ich jetzt auch wieder kurz einhaken. Wenn wir seit kurzem wieder unter Beobachtung stehen, jetzt rekurriere ich ein bisschen auf den Film von Majestic 12, da geht es ja immer um die Atombombe. Warum interessieren sich die für uns? Warum sie sich für uns als Menschen interessieren, dazu kommen wir heute noch öfters. Aber ein Grund, warum das jetzt wieder so aktuell ist, ist die Atombombe. Wir haben die scheinbar, ich weiß gar nicht, also das habe ich jetzt nicht rausgesucht, es war in dieser Zeit viele da gibt es, dieser Film Majestic 12 sagt dir ganz klar, Oppenheimer gibt da schöne Kommentare dazu ab. Und Robert Fleischmann, den wir heute auch schon hatten, der hat herausgefunden, dass die UFO-Sichtungen von den Air Force-Leuten fast immer bei Atombunkern sind. Also die meisten Zeugnisse, die wir haben, so die große Menge, sind von irgendwelchen Soldaten, die bei irgendwelchen Atombunkern Dienst machen, die dann irgendwelche UFOs sehen. Ja, davor haben die Angst. Und Leute aus dem All haben Angst vor diesen Atombomben, weil wenn wir einen Blödsinn bauen auf unserem Planeten, dann affected das, Entschuldigung, Englisch, affected, dann beeinflusst das das ganze Universum. Diese Interconnectedness ist auch sehr wichtig. Das steckt auch in dem drinnen, was sie dann erzählen. Ne? Sie sprechen von einer tiefen Verbundenheit. Jetzt bin ich wieder bei der Orfeo-Geschichte. Diese Leute, die sich da mit ihm unterhalten über den Bildschirm, sagen ihm, sie sind tief verbunden mit der Menschheit. Ja? Schon seit eh und je, sie sind sogar unsere älteren Brüder. Ihr eigener Planet oder ihr eigen, ist es dann ihre alte Welt, sagen sie, war auch einmal auf so einem Status wie wir. Ja? Ist aber jetzt ganz woanders. Sie sprechen also von einer Entwicklung, die scheinbar jeder Planet durchmacht. Das ist dieses Erwachen, dieses ja, aufgenommen werden in die intergalaktische Gemeinschaft. Darum geht es größtenteils. Das ist ein Prozess, der jeder Planet selber durchmachen muss. Und das ist etwas, was mir sehr gefällt. Und das erklärt auch, warum die nicht einfach, weil auch in den 50er Jahren war schon sehr viel die Rede von, na, warum landen die nicht einfach? Ja, na kommt, hopp, zack, bumm, ist doch leicht. Landet da, stellt euch vor, dann wissen wir, dass es euch gibt. Aus. Jeder, der Star Trek schon mal gesehen hat, weiß von dieser Oberstdirektive. Und das kann ich mindestens sagen, ist definitiv keine Erfindung. Das haben wir jetzt in dieser Geschichte auch. In diesem Kontakt sagen sie ganz klar, dass es, jetzt habe ich die Zeile verpasst, wo ist es der Tag? Ich habe immer ein bisschen, ich hab immer ein bisschen mitgeschrieben, dass ich weiß, was ich da sage. Sie reden von diesen kosmischen Gesetzen, die es eben gibt, die man nicht einfach so durchbrechen kann. Ja? Wir alle leben in einem Kosmos, in einer großen Familie und da sind diese Gesetze jetzt nicht unumstößlich, aber wenn du die verletzt, dann tust du dir selber was Schlechtes. Ja? Das sind geistige Gesetze. Meine Theologie, meine Wissenschaft hat sich mehr in diese Richtung verwandelt, dass ich jetzt eigentlich diese geistigen Gesetze suche. Ich habe ehrlich gesagt bis jetzt herausgefunden, scheinbar das oberste Gesetz ist die Liebe. Das ganze Universum steht unter dem Vorzeichen der Liebe und das zweite scheint die Wahrheit zu sein. Oder die Gerechtigkeit, aber ich tendiere jetzt zurzeit eher zur Wahrheit. Und dann ist schon aus, ne? Schon nur der freie Wille ist allein schon nur unserem Planeten zugetan anscheinend. Das ist Stand der Dinge. Vielleicht ist es morgen schon wieder anders, obwohl heute werde ich nicht mehr viel machen, außer Radiosendung. Also glaube ich nicht, dass ich bis morgen etwas Neues finde. Also ich glaube, die Freiheit wird bis morgen dem Planet Erde zugetan sein. Und so diese geistigen Gesetze verhindern es, dass die einfach landen. Das können Sie machen, Sie reden ja mit Morfeo auch, aber der bringt, wie gesagt, einige Voraussetzungen mit. Aber einfach so, sich der Menschheit zu präsentieren, das geht scheinbar nicht. Ja, das verbieten diese Gesetze. Das ist auch etwas sehr, sehr Wichtiges, um das Ganze ein bisschen zu kapieren. Ja, die Wachstumsschmerzen. Jede Rasse, die irgendwie Raum, also alle Rassen, sie, wie sage ich das jetzt am besten? Alle Intelligenzen steht da, die durch den Raum fahren können, haben auch telepathische Fähigkeiten. Ja? Man darf sich in die Entwicklung eines Planeten nicht einmischen. Man darf das erst, wenn diese Menschen diese Fähigkeit selber haben.
sie leben, diese Gäste leben in einer anderen Dimension. Ja? Diese Dimensionen kennen wir nicht. Ja? Und weil sie aber in diesen anderen Dimensionen leben, bewerten sie auch die Dinge anders als wir. Also für die ist das gar nicht so schlimm. Wir sind in einem Entwicklungsprozess. Ja? Das ist einer der wichtigsten Gründe, warum ich diese Verschwörungstheorien nicht so gern mag. Wir hören immer so, alles wird uns verschwiegen und so. Wenn man Zeugnisse hat, dann hört man auch, das kann man bei Stephen Greer sehr schön hören, dass diese Leute eigentlich sich Sorgen um die Menschheit machen. Dahinter steckt manchmal auch durchaus ein positiver Aspekt. Man will uns beschützen. Und dann kommen wieder die anderen daher und sagen, Blödsinn, die Menschen sind ja zu blöd, sagt ihnen die Wahrheit. Das war der Colonel Cross, hat mir sehr gefallen. Aber das ist eben der Prozess, in dem wir sind, warum ich auch viel darüber rede. Wir müssen uns bemühen, das Wissen zu wollen, das zu lernen, das kennenzulernen, wie das wahrscheinlich die Leute hier eh sehr gern machen. Also das ist deswegen der Grund, warum ich da jetzt ganz gern bin. Weil ich merke, hier sind Menschen, die solche Sachen interessiert. Das ist wichtig. Weil nur mit unserem Interesse können wir das Bewusstsein dahin heben, dass diese Offenlegung tatsächlich irgendwann mal kommt. Irgendwann wird sie kommen. Aber wir können das beschleunigen. Wir haben das in der Hand mit unserem Geist. Es ist letztlich eine geistige, eine telepathische Fähigkeit, die wir alle in die Welt strahlen. Du kannst zu Hause sitzen und beten und genauso viel oder mehr tun für die Offenlegung, als wenn du in den Straßen rumrennst und dich über irgendwas beschwerst oder irgendwas demonstrierst. Es ist eine geistige Sache, die wir mit unserem Geist machen. Darauf weisen die eben auch hin. Sehr interessant auch, dass wir aus der Sicht der anderen scheinbar, sowas sind wie Kinder in dieser Welt. Ja. Also die anderen sind meistens weiter als wir. Wir sind, und zu diesem Fall, warum wir so weit hinten sind, das waren wir nicht immer. Und da mache ich jetzt erst einen kleinen Schwung. Denn, da gibt es jetzt noch ein paar Geschichten, wo sie sich dann immer wieder begegnen. Orfeo, das ist die erste Begegnung. Da verabschieden sie sich, dann fahren sie. Das ist so das, was sie so erzählen, ja? Dass sie eben aus einer feinstofflicheren Welt kommen, einer höheren Dimension, die wir nicht kennen, und sie werden sich wieder begegnen. Es wird eine weitere Begegnung geben. Ich will jetzt nicht jede Begegnung erzählen. Wer Lust hat, das jede Begegnung anzuschauen, das Buch heißt, Hilfe, mal raufscrollen. Das Buch heißt, da oben ist es, Das Geheimnis der Untertassen, und ist eben im schon erwähnten Verlag UFO-Nachrichten erschienen 1983, also nicht mehr das Neueste. Da kann man das dann nachlesen, die Einzelnen, die treffen sich noch zwei, dreimal. Einmal ist noch interessant, habe ich im Kopf, ist diese Begegnung, wo der Neptun heißt, einer von den beiden, also er nennt ihn Neptun, der auf der Straße begegnet, ja, und er ihm anbietet, ihn anzugreifen. Und er aber auch schon sagt, das ist eigentlich gegen die Gesetze. Aber er tut's, weil er irgendwie mit ihm Kontakt haben will und ihm das zeigen will, dass das so real ist. Und Orfeo verzichtet auf die Berührung, weil er weiß, dass er damit den Gesetzesbruch vom Neptun verstärken würde. Und Neptun ist irrsinnig dankbar dafür und geht dann wieder. Etwas Auffälliges ist auch, dass in dieser Begegnung von Mensch zu Mensch, wenn sowohl von Mensch zu Alien, aber das kommt aufs Gleiche raus, der Neptun halb durchsichtig ist. Dadurch, dass er von einer höheren Dimension kommt, ist das Materialisieren ein eigener Punkt. Ja? Auch die Schiffe müssen sich materialisieren. Sie erzählen auch, dass sie eigentlich keine Raumschiffe brauchen würden, sondern sie auch so reisen könnten. Da kommt man jetzt dann wieder zum Stephen Greer, der von mehreren Reisevarianten erzählt, über den Hyperraum, durch den Raum mit Überlichtgeschwindigkeit. Da gibt es verschiedene Methoden. Also da bin ich auch immer wieder am Staunen, was man da alles machen kann. Stargates gibt es auch, wer die Serie Stargate kennt. Es gibt ja alles Mögliche, Star Trek, Stargate, Star Wars. Stargates gibt es auch. Wir haben auf der Erde 12 davon. 12 natürliche und dann die 50 künstlichen, die dann wieder in Geheimprojekten entstanden sind. Also man braucht keine Raumschiffe zum Raumfahren, ja, anscheinend. Und hier auch wieder diese Dimensionssprünge. Ich will jetzt noch etwas herausgreifen, um erfahren, dass das eigentliche Zentrum, was ich jetzt, ein bisschen längere Geschichte ist, versuche ich ein bisschen frei zu erzählen. Und da muss ich jetzt vorsichtig sein wegen Billy Meyer, weil diese bis jetzt sind die Kontakte so erzählt, dass sie ja 1:1 so stattgefunden haben. Dann ist da ein Loch. Darf ich kurz? Mal kurz super, mit Mikrofon loslassen, nochmal sprechen. Geht's jetzt wieder? Wunderbar. Wunderbar.
Aha, also man muss das Mikrofon gelegentlich loslassen. Wieder was gelernt. Und wo bin ich stehen geblieben? Ach ja, die Maldeck-Geschichte. Eines Tages erinnert sich Orfeo, er liegt auf irgendeinem Sofa, dass er eine Woche lang nicht da war. Und ich glaube, das ist der Grund, warum dann Billy Meier später sagt, das ist eine Erfindung, weil lustigerweise Billy Meier diese Kontakte anerkennt, aber die Geschichte jetzt nicht. Ich glaube, Meier liegt falsch, aber gut, müsste ich ihn mal fragen. Er erinnert sich also, was jetzt kommt, ist also keine direkte Begegnung, sondern er erinnert sich daran, dass er eine Woche weg war. Wobei keiner in seiner Umgebung weiß das niemand. In seiner Umgebung ist niemandem was aufgefallen. Was per se kein Problem ist, weil eigentlich auch Corey Good erzählt solche Geschichten, der war sogar 20 Jahre weg und niemand hat es gemerkt. Also nur die Tatsache, dass niemand in seiner Umgebung von dieser Woche, die er da weg war, nichts gemerkt hat, heißt nicht, dass sie nicht stattgefunden hat. Alle Geschichten, ich gehe immer von einer Summe von Geschichten, wenn ich eine Summe von Geschichten habe, ist für mich etwas plausibler, auch wenn ich sie im Detail nicht nachvollziehen kann. Und es gibt eine Summe von Geschichten, wo die Menschen erzählen, sie waren weg. Beim Jesus auf dem Mars, gut war es wo, jedenfalls in einer anderen Zeit. Im 13. Jahrhundert, Billy Meier ist ins 13. Jahrhundert gefahren zwischendurch mal. Und dann kommen sie zurück und es ist keine Zeit vergangen. Ja? Also das scheint zu gehen. Man kann nicht nur durch den Raum reisen, was nach unserer Physik nicht möglich ist, man kann auch durch die Zeit reisen. Hier ist die Lichtgeschwindigkeit wichtig. Eine Lichtgeschwindigkeit ist Geschwindigkeit der Wahrheit, sagen die Kontakte vom Orfeo. Das ist auch eine interessante Aussage. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Lichtgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit der Wahrheit. Okay. Ich weiß nur, dass unsere Akasha-Chroniken im Licht gespeichert werden. Vielleicht hat es was damit zu tun. Das ist eine meiner Spekulationen. Wenn ich mehr dazu habe, melde ich mich. Aber bis jetzt ist es eine Spekulation. Aber die Akasha-Chronik ist eine Lichtchronik, so viel ist auch klar. Also alles, was wir tun, alles, was wir denken, wird gespeichert. Es gibt keine Geheimnisse in Wirklichkeit. Alles, was jeder Mensch im Universum tut, das Licht sieht alles, mehr oder weniger. Und das Licht ist der eigentliche Speicher, also eigene Geschichte. Das heißt, Orfeo erinnert sich an eine Zeit, die es in seiner Umgebung nicht gegeben hat. Diese Woche existiert nicht. Der war eigentlich nie weg. Trotzdem hat er das massive Gefühl, er war eine Woche weg. Hier gibt es keine Erklärung, er hat sie selber nicht. So, und was ist jetzt in dieser Woche passiert? Wieder seine Freunde sind gekommen, wir haben ja schon die Kontakte vorhin gehabt, die sehr massiv waren, und haben ihn mitgenommen auf den Planet, auf, naja, Maldek ist das ein Planet. Er liegt also auf einem Sofa in einem quasi römischen Stil, wunderschöne Umgebung, wunderschöne Natur, fühlt sich viel freier, viel perfekter als Mensch, vollkommen gesund, merkt auch, sieht auch in Natura seine zwei Besucher da, den Mann und die Frau wieder, die mit ihm dort sind auf diesem Maldeck. Er merkt aber auch, der Horizont ist ein bisschen zu nah, der sollte weiter weg sein, wenn das ein Planet ist, wo ist er da? Die erste Erklärung, die ihm die zwei geben, ist, der Ort, an dem er sich befindet, ist jetzt ein Überrest vom Planeten Maldeck, der ist aber in die Luft geflogen, vor vielen Millionen Jahren. Ja, und das sind jetzt eigentlich Asteroidengürtel, sie sind in der Nähe des Saturn. Ich habe daraus geschlossen, dass das die Ringe um den Saturn sein müssten. Das ist jetzt wieder eine Schlussfolgerung von mir. Aber wo soll das, also wahrscheinlich liegt dieser Planet, ist einmal gelegen zwischen Saturn und Jupiter. Sie sind also auf einem Asteroiden unterwegs. Es passt aber mit der Zeit eben auch nicht so, weil wenn das jetzt ist, Orfeo kann dazu nicht viel sagen. Er ist zwar Ingenieur, versucht zwar technisch, aber er sagt nicht viel über die Zeit. Das war dann eine Schlussfolgerung von mir. Das ganze Ambiente, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das dort jetzt immer noch so ausschaut wie vor Millionen Jahren. Also da ist ein Zeitproblem drinnen. Wie dem auch sei, sie erzählen ihm dann, dass dieser Prophet, also dass dieser Planet Maldeck, und das ist für mich der Grund, warum ich mit dir angefangen habe. Achtung! Maldek war einmal die Heimat der Menschheit. Wir, die wir auf der Erde heute wohnen, sollen, so diese Geschichte, alle vielleicht nicht, das waren vielleicht weniger, jedenfalls die damals Anwesenden, waren offensichtlich mal Bewohner vom Planeten Maldek. Und das ist aus mehreren Gründen interessant, da brauchen wir jetzt ein bisschen. Maldek war scheinbar der Planet von Seelen, sage ich jetzt mal, im Körper natürlich, auf der 11. Dimension. Kurz mit loslassen. Lassen. Geht's wieder? Ja. Sehr gut. Das mit loslassen ist ein cooler Schmäh.
Und Maldek ist also die Heimat ursprünglich von 11-dimensionalen Wesen. Das heißt, da hat man schon Schöpferkraft. Da kannst du dir einen Apfel vorstellen und kriegst ihn in die Hand. Da brauchst du kein Auto mehr, du wünschst dich irgendwo hin. Das ist eine hohe Dimension. Ich kann gar nicht genau beschreiben, wie hoch, weil das, die Beschreibung ist nicht auch so. Sie sind nicht, er sagt zwar, sie gehen dort spazieren und sie sind da unterwegs, aber viel erzählen, wie das eigentlich ist. Er hört nur diese Geschichte, diese alte, die erzählt er. Und das ist die, jetzt kommt der Name, den wir wahrscheinlich alle kennen, ein Bewohner vom Planeten Maldek namens Lucifer hat eines Tages beschlossen, es ist ihm langweilig. Er fängt jetzt an Krieg an. Also nun muss ich vorstellen, der ist auf 11. Dimension, hat alles, was er braucht. Natürlich gibt es da keine Arbeit und kein Geld mehr. Da hast du alles, was du brauchst. Du lebst in Harmonie und Frieden mit den Menschen, mit denen du halt gern unterwegs bist. Ja? Hast du eigentlich nicht viel zum Tun mehr. Kümmerst dich eher noch um andere, niedere Wesen, so wie wir. Das wäre eher noch die Aufgabe, das habe ich anderswo gehört. Dem ist langweilig. Mit dem Krieg ist er erst erfolgreich, nach einer Zeit dann nicht mehr so. Und schließlich beschließt er sich natürlich, wie könnte es anders sein, gegen Gott zu erheben und verliert. Und dann wird mit Maldek in die Luft geschossen. Und alle Anhänger von Lucifer müssen jetzt auf einen niederen Planeten inkarnieren, um sich dort wieder dorthin zu entwickeln, wo sie schon mal waren. Naja, und warum habe ich es erwähnt? Na, der Planet ist die Erde. Ne? So, und wer kennt die Geschichte jetzt? Die Geschichte könnte bekannt sein, die ist nicht neu. Mikrofon, danke. Okay. Das ist Fallen Engel. Die Geschichte, jetzt hätte ich gerne, jetzt würde ich gerne eine Diskussion, wenn da jemand einfach. Kennt jemand die Genesis-Apokryphe? Wenn du sagst, du möchtest Diskussion haben, Mikrofon. Mach mal stumm. Danke. Wenn du sagst, du möchtest die Diskussion haben, dann werden wir unsere Zuhörer mal in den Sprechmodus mit reinnehmen. Was sagst du dazu? Einverstanden. Das ist nur, wenn es um theologische... Mich würde mich nur interessieren, ob das jemand kennt. Die Geschichte vom gefallenen Engel Lucifer. Kennt das jemand? Gehen wir doch einfach mal rein. Ich hole mal den Alexander rauf, dann den Franz Reutinger. Das ist der Frank, der Franz Leopold Hinterndorfer. Dann haben wir Seven da. Ja, guten Abend. Gibt's da schon was zu sagen? Kennt jemand die Geschichte? Ja, Alexander, glaube ich, war das. Oder Frank? Wer war das? Jetzt habe ich es nicht gehört. Alexander, guten Abend. Ja, hallo. Schönen guten Abend an alle und auch an dich hier, lieber Roland. Also ich bin da jetzt nicht so genau drin, aber angeblich soll es ja so sein, dass dieser Lucifer, ich glaube, sagtest du gerade, ein gefallener Engel sein soll, der sich mit Gott angelegt hat. Meine persönliche Meinung und nach allem, was ich jetzt gelesen habe, auch aus gechannelten Büchern, und was sich für mich richtig anfühlt, ist, dass es gibt keine gefallenen Engel, sogenannten Engel oder gefallene Seelen oder wie auch immer man das nennen will. Es gibt den freien Willen und jede Seele, die im Universum oder in den feinstofflichen Bereichen eine Entscheidung trifft, muss natürlich auch den Weg dieser Entscheidung gehen. Und ich bin der festen Überzeugung, weil ich habe das mal gehört und auch, meine ich, gelesen, dass der Engel Lucifer sich bereit erklärt hat, die Quelle selbst, das, was wir Gott nennen, hat das Projekt Mensch ins Leben gerufen und brauchte, weil wir hier ja die Dualität haben, ne, es gibt, wir leben ja hier in dem Reich der Gegensätze, da braucht es natürlich für die Bewusstseinsentwicklung des und auch für die Entwicklung des Egos, braucht es natürlich immer die Gegensätze. Das heißt, wo es gut gibt, muss es auch böse geben. Siehe auch die sieben hermetischen Gesetze. Okay, na, ich kann das schon, willst du noch, aber sonst mache ich was. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Lucifer in Wirklichkeit ein hohes geistiges Wesen ist, das sich bereit erklärt hat, aus Liebe diesen Part des Bösen hier auf der Erde zu übernehmen, damit wir die Möglichkeit haben, uns selbst zu erkennen. Okay. Also du hast schon ein paar Sachen angesprochen, die ich eben auch wichtig finde. Ich wollte eben nur wissen, wie viel ich davon erzählen soll. Also schriftlich gesehen ist es original eine Genesis-Apokryphe. Also aus der Bibel, im Buch Genesis,
wir haben ja mehr Schriften außerhalb der Bibel, die in derselben Zeit entstanden sind wie die Schriften in der Bibel. Wir haben ja nur 73 Bücher in der Bibel. In Wirklichkeit gibt es Hunderte, wenn nicht Tausende von diesen alten Schriften. Das sind ja alles nur Schriften, die uns eben ihre Version der Geschichte erzählen. Und die sind nicht alle kanonisiert worden. Das, was wir Bibel nennen, ist ja nur die kanonisierte wahre Sammlung von Schriften, die es halt gibt. Und wie du schon gesagt hast, Alexander, der gefallene Engel gilt eben als der, der Mikrofon. Quelle gestellt. Aha, geht's jetzt? Ja. Mir ist doch Linux lieber. Gegen die Quelle gestellt hat, ob er sich freiwillig dafür, das ist dann eben etwas, wir hören immer wieder, ich finde, was ich jetzt interessant finde, ist immer, die alten Mythen, finde ich, sind einfach nur Versuche der Erklärung. Wenn du sagst gut und böse, dann ist das genau das, was wir auf der Erde erleben. Und ich glaube auch, dass die höheren Dimensionen, von denen diese Freunde vom Orphea kommen, genau diese Unterscheidung haben. Die unterscheiden nicht mehr so zwischen, was ist jetzt schlecht und das ist gut, sondern wo kann ich was lernen? Das, was wir böse nennen, ist oft etwas, wo wir was lernen müssen, uns dagegen zu stellen, es zu überwinden oder sonst irgendwas. Aus der Sicht gebe ich dir recht. Die Orfeo-Variante dieser Lucifer-Geschichte bietet uns etwas an. Sie bietet uns an, dass, das finde ich so interessant, der Feind nicht außen ist. Weil wenn ihr jetzt aufgepasst habt, Lucifer muss und seine Freunde müssen inkarnieren auf der Erde. Das heißt, das sind wir. Das ist nicht irgendwer anders, das sind wir. Wir Menschen sind die gefallenen Engel. Das ist das, was bei der Orfeo-Geschichte eigentlich rauskommt. Und deswegen habe ich die an den Anfang gestellt, weil das eine Wahnsinnsaussage, das dreht unsere Kulturidentität läuft andersrum. Wir sind es gewohnt, und das ist jetzt wurscht, Juden, Christen, Moslems, das Böse ist immer ein anderer. Das ist immer außen. Das ist unsere Religionsgeschichte. Und das ist das, was die Orfeo-Geschichte umdreht. Ja? Er hat die Freiheit auch auf Maldek gehabt, er kannte sich dagegen stellen und er hat es genutzt. Und dann kommt er auf die, dann scheitert er, weil gegen Gott sollte man sich vielleicht dann doch nicht stellen. Ne? Insofern ist es die gefallene Engel-Geschichte. Aber er kommt dort gar nicht als Engel rüber. Und da bin ich auch beim Alexander, es ist eigentlich kein Engel. Engel ist nur ein Ausdruck für Wesen in einer höheren Dimension. Die sind dann schon ein bisschen anders als wir. Ich meine, wenn wir uns hinstellen und uns einen Apfel wünschen, ja, also wenn das jemand von euch kann, darf gern vorbei. Mikrofon. Ne? Geht's wieder? Eieiei. Ich glaube, der Computer läuft heiß. Ja, ich denke. Okay. Ich kann das heute jetzt nicht mehr ändern. Wenn ich jetzt mit der Technik anfange, bin ich eine Stunde unterwegs. Also der Unterschied ist, was wir Engel nennen, scheint etwas zu sein, was man auch als Aliens nennen könnte. Was man hier sehr schön sehen kann, ist, dass die Identifikation zwischen Engel und Aliens, naja, das ist ziemlich das Gleiche. In einer gewissen Dimension. Und andersrum, Dämonen oder Teufel und Aliens, naja, das ist auch dasselbe. Ne? Und das ist der eigentliche Schmäh, der mich eine Zeit lang beschäftigt hat, dass eigentlich, ich nenne das immer gern die Blume des Lebens. Das ist das, was dahinter steht, wenn ich von der Blume des Lebens spreche. Weil die Blume des Lebens ja eigentlich Räume sind. Kugeln innerhalb des Universums. So jetzt von mir aus der Planet Maldek, wenn wir jetzt da sind, eben ein Raum ist mit einer niederen Materiedichte und eben das Bewusstsein sehr hoch ist. Wenn jetzt das Bewusstsein aus freier Entscheidung sich von dieser hohen Level entfernt, ja, sich gegen Gott stellt, wie man das religiös sagt, dann entsteht eine niedere Materiedichte oder diese Seele muss in eine niedere Materiedichte. Ja. Und das ist diese Interview mit dem Lactans, dieses Reptil vom Erdinneren, da gibt es das Interview im Internet, das habe ich vergessen, das habe ich halt nicht drinnen, das ist mir jetzt gerade eingefallen, die sagt das auch. Das Universum hat schaumartige Strukturen, wir haben sie noch nicht entdeckt. Woraus besteht Badeschaum? Naja, aus kleinen Seifenblasen. Und das ist anscheinend, das sind diese Lebensblumenkugeln. Da ist eine Kugel in einem anderen. In einer Kugel ist ein Planet drinnen, im nächsten der Kugel ist ein ganzes Universum drinnen. Das habe ich natürlich noch nicht ganz raus. Aber das scheint die Struktur des Universums zu sein. Es sind ein Haufen Kugeln mit unterschiedlichen Materiedichten. Da resultiert auch, dass wir gewisse Sterne, das Licht von gewissen Sternen sehen können am Himmel. Aber wenn wir da hinfahren würden, können wir gar nicht landen.
Weil der Planet selber, also naja, wenn wir einen Planeten in der Nähe der Sonne finden, dessen Licht finden, weil das Licht, das wir sehen, ist ja nur die Sonne, nicht der Planet, Entschuldigung, dann ist aber dieses Sonnensystem in einer Materiedichte, die wir nicht erreichen, da würden wir durchfallen. Das ist so, wenn wir versuchen, auf Wasser zu gehen, du sinkst auch ab. Ne? Ich weiß nicht, was passiert, wenn du einen Planeten einsinkst, dann erstickt man dann, im Wasser kann man ertrinken, kann man, ich weiß es nicht, ich war da noch nie oben. Aber das ist diese unterschiedliche Materiedichte. Und Lucifer und die Seinen scheinen auf diesem Planeten Maldek in unserem Sonnensystem, das vermute ich, also das muss irgendwo bei Jupiter und Saturn gewesen sein, auf einer sehr, sehr hohen Level. Und das war aber auch nach diesen Zeugnisaussagen mindestens sehr, sehr lange her. Das könnte Millionen Jahre her gewesen sein. Und warum finde ich das überhaupt plausibel? Warum kann das überhaupt stimmen? Ich habe mal, was mir sofort eingefallen ist, ist wahrscheinlich, vielleicht haben einige schon von diesen UFO-Entführungen gehört. Ich habe ja auf meinem YouTube-Kanal, ist zwar nicht mehr viel los in letzter Zeit, aber ich werde wieder mal was machen. Moment, bereite ich mir Radiosendungen vor. Da habe ich eine Frau interviewt, die ja seit 20 Jahren von Aliens entführt wird. Die, Moment, im Internet heißt sie Maria, hat solche Erfahrungen gemacht. Die ist da bei uns aus Tirol und die erzählt das ja auch. Und solche Entführungsgeschichten gibt es ja auch Hunderttausende. Gibt es auch Bücher drüber und kann man auch eine eigene Schiene, gibt es auch einen Film drüber. The Fourth Kind, die Begegnung der vierten Art, mit der Mila Jovovich übrigens, recht eine hübsche Frau. Die Psychologin spielt in Alaska 2000 bis 2003, wo mehrere solche Leute entführt sind und das FBI und CIA 500 Mal freikommen. Ich meine, was tut das FBI 500 Mal in Alaska und die CIA in so einem kleinen Nest? Ne? Nichts oben los. Aber da werden eben Leute entführt von UFOs. Ne? Auch die Geschichten, die es dazu gibt. Die Frage ist jetzt, warum? Wir hören ständig, wir sind so ein niedriges Volk. Wir sind die Kinder im Universum. Wir verstehen nichts. Wir sind am Anfang der Entwicklung. Aber wir hören auch, Menschen werden entführt, weil man ihre Seele untersucht, weil die unsere Seele nicht verstehen. Also hier geht es speziell um die Emotionen, die der Mensch hat. Der Mensch ist ein extrem emotionales Wesen im Vergleich zu anderen außerirdischen Rassen scheinbar. Ich hätte eben an der Stelle gern Rassenvergleiche gemacht, Lyraner, Ceteridicoli. Ich muss sagen, da arbeite ich selber noch dran. Wenn ich heute einen Rassenvergleich bringe, was sind die Lyraner, diese Katzenmenschen und was sind die Ceteridicoli-Leute, dieser Ibi. Ich habe zu wenig Material, um da ernsthaft drüber zu reden. Vielleicht kommt dieser Tag irgendwann einmal noch, ich sammle noch. Und die Plejaden werden wir heute noch einiges hören, das ist der Billy Meyer dann. Aber zunächst einmal noch immer beim Orfeo die Frage, wieso die Entführungen? Und wenn jetzt die Geschichte stimmt, die der Orfeo erzählt, was ich ja nicht weiß, aber macht Sinn. Wenn die menschlichen Seelen so alt sind, dass sie einst auf der 11. Dimension waren, dort eben in Herrlichkeit gelebt haben und irgendwie gefallen sind und jetzt auf der Erde inkarnieren, auf einem niederen Planeten, dann ist zunächst einmal Folgendes. Sie sind erreichbar. Wir können in die höheren Dimensionen der Lebensblume nicht hinein, aber sie können zu uns. Alle diese Rassen sollen uns überlegen sein, angeblich. Und sie entführen uns, übrigens mit amerikanischer Erlaubnis, da sind eigene Verträge gemacht worden, wir haben dafür Technik kassiert und wir machen da so gewissen Menschenhandel mit. Ist nicht gerade die schönste der Geschichten, aber gibt es scheinbar auch. Da sitzt immer irgendein Offizier drinnen bei so einem Entführungs-UFO. Manche haben sogar Nazi-Westen an, also die Nazis sind auch nicht ganz so. Da kommen wir wieder ziemlich tief ins Schwarze hinein. Aber zunächst einmal, warum das Interesse an der menschlichen Seele? Und das ist mindestens, es ist mindestens die erste Antwort, die ich gebe, wie ist die Anzüge, die ich habe. Wenn der Mensch der gefallene Engel ist, wenn wir diese von Natur aus alten Seelen sind, dann kann ich zwei Dinge erklären. Unsere starke Emotionalität, die eben in den höheren Dimensionen, wo die Liebe weiterentwickelt ist, ganz normal ist, die gehört eben zum irdischen Menschen dazu. Wir waren sehr weit entwickelt. Und das Interesse an den menschlichen Entführungen, die eben nur dann Sinn machen, wenn unsere Seele irgendwas zu bieten hat, was die anderen nicht kennen. Das heißt, das Paradoxon, warum die Erde so interessant ist, ist eben das, wir sind innen sehr alt und außen ein sehr unterentwickelter Planet. Und weil wir auf einer niedrigen Frequenz sind, können die anderen bei uns eindringen und uns entführen und untersuchen. Wären wir auf der 11. Dimension geblieben vor
keine Ahnung, 20, 30 Millionen, Milliarden Jahren, was auch immer, wann immer diese Maldeck-Geschichte war, ich habe da keine Zeitangabe, aber es muss mehr als 20 Millionen Jahre her sein, weil da beginnt ungefähr die Geschichte der Erde bei uns. Also es muss lang her sein. Wir haben Fotos von, das ist auch sehr schwer zu, lassen wir das weg. Also das ist eine der Ursprungsgeschichten. Unter der Perspektive habe ich jetzt begonnen, versuchsweise die Geschichte der Menschheit zu betrachten. Weil das erklärt auch, warum man eine Sklavenrasse züchtet. Ja, du kannst sozusagen eine Rasse, die von der Seele her höher ist, dir unterwerfen. Es macht die Erde irrsinnig interessant. Und das war der Grund, damit komme ich langsam zum Ende vom Orfeo. Das war der Grund, warum ich ihn vorangestellt habe. Weil es bis jetzt, wenn jemand eine bessere Erklärung hat, ich bin offen für alles, aber es war bis jetzt die beste Erklärung, warum der Mensch so interessant ist für Entführungen und warum unsere Seele, obwohl sie doch so hoch ist, so tief unten ist. Wenn man sich einmal gegen Gott stellt, je höher der Aufstieg, desto tiefer der Fall. Das ist auch einer unserer Volksmunde. So, damit wäre ich eigentlich mit dem Orfeo soweit fertig. Fragen wir doch mal in der Runde. Gibt es da zu dem Kapitel Fragen, Anregungen? Mal kurz flackern mit dem Mikrofon. Nein, gibt's nicht. Ja, dann setzen wir fort. Nein, wir machen Musik eine Stunde. Haha. Okay, mach Musik. Das machen wir jetzt. Player frei. Und auf dem Plattenteller hast du mitgebracht, was ist das? Rush Universal Music. Katze. Ich glaube, der erste ist der Nikolai Baskov, weil ich ein bisschen ein Russen-Fan bin. Die russische Seele. Ich habe ja viele Radiosendungen über die russische Theologie gemacht bei euch mit Energie und so. Okay, das war ein Anruf, den er reinbekommen hat. Wir machen mal Musik. Passt ja genau, gut getimt, sag ich mal. Und wir sind in 5 Minuten, knapp 6 Minuten wieder zurück. Bis gleich. Ja, und zurück sind wir in der Sendung mit Roland Hofer, Neue Wissenschaft, heute die Aliens, das Thema. Ja, wenn Roland, vielleicht magst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, grob, was jetzt gesprochen worden ist, mit deinen Worten. Also, ja, ich könnte natürlich jetzt auch schon was sagen. Es ist ein spannender Abend erstmal. Das mit Lucifer fand ich sehr spannend, diese Geschichte. Ja, ich bin einfach am Aufsaugen. Aber ich gebe dir das Mikrofon und lassen wir doch die Zuhörer nicht so lange warten. Ihr dürft anrufen nochmal, 0043 Österreich Festnetztelefon, 720-518-19 und die 7. Und Roland, das Mikrofon für euch. Und wer mitreden möchte hier im Sprechraum, einfach mal zwischendurch flackern mit dem Mikrofon, wenn ihr da euch mit einbringen wollt. Und aus dem Chat-Bereich braucht ihr nur schreiben und dann werden wir das auch weiterleiten. Roland, wäre noch schön, wenn du die Quellen abspeicherst, dass du mir noch zusenden kannst, wenn du welche da hast. Danke. Danke. Okay, natürlich, Quellen. Also ich schicke dir die Bücher. Ich habe heute so, also die Billy Meyer Bücher sind ein bisschen viel, aber Orfeo, also wir hatten bis jetzt den Orfeo Angelucci. Und was ich sonst, also als Kontaktperson in den 50er Jahren, wir bleiben dann ein bisschen beim Orfeo, beim zweiten, etwas kürzeren Durchlauf. Und wir hatten einen Überblick über die, was kann ich euch da als Quelle anbieten, die Filme, die kann ich euch als Quelle anbieten, den Unacknowledged von Stephen Greer und den Above Majestic von David Wilcock. Weiß ich das? Also diese drei Quellen kann ich bis jetzt anbieten, das sind die Quellen, die wir bis jetzt so hatten. Ich kann jetzt nicht für jeden Satz, den ich von mir gebe, die Quelle nennen, weil ich das schon ein paar Jahre mache und alles habe ich jetzt nicht mit Zitaten auf der Hand. Aber die Quellen werdet ihr kriegen, das mache ich dann nach der Sendung, ja? Wunderbar. In diesen Wunderbar. Chatraum wieder rein, ja? Okay. Zusammenfassung jetzt vom ersten Teil, boah, das ist gar nicht so. Also eigentlich habe ich den Orfeo nur deswegen genommen, weil eben diese Leute sind von einer höheren Dimension, haben scheinbar auch einen Planeten, auf dem sie wohnen und sind uns überlegen und sind das aber freundlich gesinnt. Was mir so wichtig ist, ist, dass die Kontakte, die ich da bringe und so lang auslege, dass die positiv sind. Es gibt so viele Verschwörungstheorien und die muss man auch kennen, sonst versteht man das Hintergrundwissen nicht, warum wir das alles nicht wissen. Aber wichtig ist es, dass wir uns im Geiste auf das Positive konzentrieren. Vielleicht machen wir das mit Zusammenfassung eher nur am Schluss, weil also ich habe jetzt noch den Buck Nelson und den Billy Meyer eigentlich auf Lager. Der Buck Nelson wird ein bisschen kürzer sein, Billy Meyer dann wieder ein bisschen länger. Wenn es recht ist, mache ich da mal weiter. Ja, ist das okay?
Bitte. Gut, die zweite Einheit wird etwas kürzer werden. Der Buck Nelson ist ein ganz einfacher Bauer und er schreibt auch nicht so viel. Das ganze Buch hat nicht so viele Seiten. Wir waren jetzt 1952 zunächst in der letzten Geschichte. Jetzt gehen wir eigentlich nur 2 Jahre weiter, 1954. Und wir bleiben auch in Amerika. Nur jetzt sind wir ein bisschen auf einer Farm, so in Texas, glaube ich. Und dieser erste Kontakt von Buck Nelson ist jetzt auch bei ihm zu Hause eigentlich in Rutherford. Er geht an die Küchentür, ne? Und direkt über seinem Kopf, aus der Küchentür geht er ins Freie hinaus natürlich, ne? Hängt ein Gegenstand hoch am Himmel, ein scheibenförmiger Gegenstand. Er rennt hinein, um die Kamera zu holen und aber eigentlich fragen sie ihn, wenn er wieder rauskommt, wollen sie dann mit ihm eigentlich reden eigentlich nur und fragen ihn dann, ob er mitkommen will. Also sie unterhalten sich, da ist nicht viel, wie gesagt, beim Buck Nelson ist etwas schwierig, das schön zu erzählen, weil die ganze Erzählung etwas, er ist ein Bauer, man merkt es. Machen wir es so, er trifft sich mit ihnen 1955, zweimal. Immer wieder machen sie kurze Reisen nach Ägypten, überall um die Erde herum. Sehr schnell, diese UFOs sind extrem schnell, das ist etwas, was man beim Buck Nelson recht schnell, die sagen so und dann sind sie in Ägypten. Dann sind sie in Afrika, das ist da kein Problem. Sie tanken auf, übrigens bei der Pyramide von Gizeh, das ist dort die Tankstelle, die verwenden die als zum Auftanken, da kommt der Energiestrahl scheinbar raus. Und warum ich jetzt Buck Nelson genommen habe, ist, weil die Kontakte, die er hat, die sind nicht aus einer höheren Dimension, die sind von uns. Die sind jetzt von der Venus. Und das bitte, wenn wir aus dem Fenster schauen, die sehen wir sogar, da können wir auch hinfahren. Bei der Venus ist jetzt im Background einiges interessant, weil natürlich offiziell nach den NASA-Berichten, da kann nichts wohnen. Nach dem, was wir astrologisch wissen, was uns zumindest... geht's wieder? Ja. Tut mir leid, dass wieder Technik ist heute blöd. Aber danke für die Hinweise, das mache ich. Die Venus ist nach unseren offiziellen Astrologie-Geschichten, unbewohnbar. 800 Grad, also 800 Bar Druck, 60 Grad Celsius, das ist unbewohnbar, wie Vulkane und heiß ohne Ende, das erzählt uns die NASA. Und ich habe aber auf meinem Kanal, gar nicht so lange her jetzt noch, ein Video hochgeladen, wo einer von diesen NASA-Mitarbeitern, wer Englisch kann, kann sich das gerne anschauen, ich glaube, was man uns von UFOs nicht erzählt hat, das Video, glaube ich, das ist eigentlich nur Zusammenschnitte, die ich nur gefunden habe, der erzählt dort, das ist alles frei erfunden. Also ein erster, um jetzt Buck Nelson ein Backup zu geben, ist die Sache, dass es von der NASA Mitarbeiter gibt, von den eingangs erwähnten Zeugen ist einer zumindest da, der sagt, die Venus-Geschichten sind gelogen. Das ist kein Beweis, aber derselbe Mitarbeiter sagt auch, dass sie auch Kontakte mit der Venus hatten und dass diese Leute sogar sehr oft kommen und uns sehr nahe stehen. Und, jetzt wieder ein Unterschied zum Orfeo, die Orfeo-Leute sind ja weit weg, höhere Dimension. Die Venus-Leute, die schauen nicht nur gleich aus wie wir, die sind scheinbar auch auf einer ähnlichen Stufe wie wir. Allerdings doch schon so viel weiter, dass sie immerhin Raumreisen haben, dass sie da, also Raumschiffe haben und auch höhere Technik, freie Energie, Antigravitation, diese Dinge sind dort scheinbar kein Problem. Ja, wir werden über den Buck Nelson nicht so viel machen. Was ich mir rausgesucht habe, sind die 12 Gebote. Was auf der Venus, er besucht dann eben Venus, Mars und Mond. Darauf gehen wir jetzt noch kurz ein, diese 3 Besuche, die er da hat. Und als erstes besucht er auf diesem Weltraumtrip die Venus. Wir sind also im Jahr 1955 jetzt, am 24. April 1955 zunächst. Und der schreibt das eben sehr, sehr unspektakulär, ne? Sie wurden mir am 24. April 1955 durch Männer von der Venus gegeben. Die Gesetze werden dort getreulich befolgt. Ja. Es sind 3 Grundgesetze. Liebe, Ehre und Gehorsam. Liebe deinen Schöpfer, liebe deinen Gott und gehorche Gottes Gesetz. Das sind die 3 Grundgesetze von der Venus. Und dann hat er noch 12 Gebote. Ja. Liebe dein. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt, soll ich die vorlesen oder lieber nicht? Ich glaube, das braucht man jetzt nicht unbedingt. Die sind sehr ähnlich wie die 10 Gebote, die wir aus der Bibel kennen. Nur hat er die Selbstliebe dabei, ja. Und dass man eben sein Licht vor anderen leuchten soll, die guten Werke. In der Kirche wird uns immer beigebracht, Bescheidenheit, da darf man die guten Werke
also ich sag's schnell, die 12 Gebote sind: Liebe deinen Schöpfer, du sollst nicht töten, liebe deinen Nächsten, das dritte, lass dein Licht vor den Leuten leuchten, lass dein Licht vor den Leuten leuchten und alle werden deine guten Werke sehen und es wird eine Ehre für dich und deinen Schöpfer sein. Dann das Übliche, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst so handeln, wie du wünschst, dass andere an dir handeln. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, nenne den Namen Gottes unnütz, ehre deinen Vater und deine Mutter. Dein Leib, das ist die Selbstliebe, die bei uns überhaupt nicht existiert, also nicht im Alten Testament. Dein Leib ist Gottes, missbrauche ihn in keiner Weise, trinke oder iss nicht, was nicht Nahrung ist. Also wir würden sagen, keine Seife schlucken. Gebrauche nicht, deinem Leib schaden könnte, weder innerlich noch äußerlich. Trage nichts an deinem Leib, was ihm schadet oder nutzlos ist. Und dann schließlich das Letzte: Gott schuf den Himmel und die Erde und wir sollen ihm Dank sagen für das, was er uns gibt. Schöpfungsdankbarkeit. Gibt es bei uns auch nicht so wirklich. Das sind die 12 Gebote von der Venus. Ihr merkt es, meine Theologie kommt einfach überall durch, auch wenn ich mit UFOs arbeite. Und wieder, die sind, das ist nicht, das, ich habe es nicht aus der Bibel vorgelesen, das ist die Venus. Was jetzt wieder auffällig ist, ist, dass diese Methode, dass man auf Planeten landet und Gebote vorliest, die sich vermutlich aus den physikalischen Gesetzen, wir hatten schon Liebe als höchstes Gesetz, die Balance und die Gerechtigkeit oder die Wahrheit als zweites größtes Gesetz, ich sage immer am liebsten die Wahrheit, und scheinbar die Freiheit als Planetengesetz für uns, das sind so geistige Gesetze. Und wenn man die richtig versteht, das mögen, der Alex hat vorhin die hermetischen Gesetze erwähnt, kommen wir auch immer wieder unter, es gibt mehrere so Gesetzessammlungen, Archetypen, alles mögliche, da schaue ich selber immer wieder mal um. Ich weiß nicht, die Reiki-Leute haben andere Gesetze, aber das sind scheinbar die Grundlagen, aus denen dann Leute aus höheren Dimensionen eben solche Gebote ableiten, die dann gewissen Planeten gegeben werden. Nur die wissen, dass das jetzt wirklich, also die haben, das nennt sich Ishvish, werden wir beim Willi Meyer auch noch hören, das sind Boten Gottes. Die, bei uns kommt man auf die Idee, das könnte Gott selbst gewesen sein. Bei uns begegnet Moses Gott, dort nicht. Also das ist eine Begegnung zwischen Mensch und höheren Dimensionen. Das ist ein anderer Level. Ja, das war mir wichtig zu sagen, dass es da auch Gebote gibt. Was ich ganz nett finde, auf der Venus hat der Tag 17 Stunden. Ja, er geht da nicht näher drauf ein. Mit Magneten sind wir bald fertig, da kann ich nicht viel, weil er sagt nicht viel, er ist relativ, ja, der ist wirklich ein Bauer, das merkt man. Aber er ist ein netter, sympathischer Mensch. Er hält auch ähnlich wie auch Fee, das habe ich gar nicht so erzählt. Diese Menschen sind deswegen bekannt geworden, weil sie auch Kongresse veranstaltet haben. Der einfache Bauer hat Leute auf seine Farm eingeladen und ihnen die Geschichten erzählt. Auch die CIA hat ihn besucht und ihm gesagt, er soll das lassen. Dann ist es immer ganz interessant, wenn die CIA und FBI irgendwo auftaucht und sagt, bitte lass das. Das sind immer die guten Geschichten, da muss man dranbleiben. Das war auch etwas, was mich auf den Buck Nelson gebracht hat. Das muss stimmen, sonst taucht die CIA da nicht auf. Ja, auch der Orfeo hat im Hotel Hollywood Kongresse gemacht. Also das ist etwas, was diese Leute aus den 50er Jahren auszeichnet. Sie haben damit angefangen, dass es diese Kongresse überhaupt gibt. Wir können heute auf UFO-Kongresse und sowas fahren, weil die das in den 50er Jahren begonnen haben. Ja, Buck Nelson fährt auch noch auf den Mars. Da ist aber nicht viel zu sagen, außer dass er dort ja, Leute getroffen hat. Es gibt dort eine Stadt. Ja, die Leute auf den Mars. Okay, ich hoffe, es geht wieder. Bei ihm ist der Mars sehr farbenprächtig. Es gibt dort eine Stadt mit mehreren tausend Einwohnern. Die verwenden Sonnenenergie und haben elektrisches Licht auch und hohe Technik. Viel mehr sagt uns Buck Nelson nicht. Sie sind auf dem Mars gelandet, er ist dort spazieren gegangen. Ja. Haben drei Schiffe gesehen, Pferde und Vieh und Felder hat er gesehen. Also ein Bauer interessiert sich natürlich für diese Dinge. Ja. Er hat dann zu essen bekommen dort. Die ganze Mannschaft hat dort gegessen und Papiere ausgetauscht. Auf dem Mars bitte, das ist jetzt Marsgeschichte. Ja. Sonst steht da nicht viel. Das ist eine Doppelseite, Seite 42 beim Buck Nelson. Das Buch heißt jetzt Eine Reise zum Mars, zum Mond und zur Venus. Das ist vom Buck Nelson im Wendler Verlag jetzt. Recht eine dünne Sache. Und ja, also ein Orfeo oder Billy oder andere Lügen würden da wahrscheinlich 1000 Seiten drüber schreiben. Der macht das relativ knapp hier. Und dann fahren sie noch auf den Mond. Über den Mond gibt es jetzt auch allgemeine Geschichten, die ohne Ende sind. Ich habe Bücher da stehen drinnen, dass jemand, der Astralreisen gemacht hat, auf dem Mond ist, also das ist die Quantiga Goa in dem Fall,
die kann dort nicht bleiben, sie hält die negative Energie nicht aus. Von Nazis gibt es Geschichten, dass sie im Zweiten Weltkrieg nicht in die Arktis geflohen sind und nach Argentinien und ja, der Hitler ist 98 gestorben, sondern sie sind auch noch auf dem Mond gelandet und haben sich dort eingekauft, indem sie wieder mal Menschen verkauft haben, das machen die irgendwie ganz gern, und haben sich dort am Platz einen auf dem Mond erkauft, ein paar Hektar mit Menschenhandel. Ne? Das zeigt uns schon, dass die Leute, die den Mond bewohnen, wenn sie sich auf sowas einlassen, ja, wohl nicht die Nettesten sind. Also ich habe vom Mond noch nicht wirklich gute Zeugnisse gehört. Die sind alle ein bisschen dunkel. Der Mond scheint nicht der netteste Ort zu sein. Aber man kann dort wohnen, man kann dort auch sein. Sie haben dort, also sie haben sich dort auch mit jemandem getroffen. Sie haben anscheinend den Präsidenten des Mondes getroffen. Bitte keine Ahnung, wer das ist, aber den kann man scheinbar treffen. Das geht. Der Wohnsitz war auf einem Krater eingebaut, der Herrscher war in der Wohnung, es gab dort Fernrohre, Glasscheiben, auch Tische mit Proben von Gestein. Ne? Auf der vorderen Seite, wo die Erde zu sehen ist, war nichts zu sehen, das Wasser in den Wohnungen kam vom Schnee auf den Bergen. Also hier ist impliziert, dass der Mond Schnee und Berge hat. Die Wohnungen standen dicht gedrängt um richtiges Hangargras für Raumschiffe. Der Mond dient als Stützpunkt für interplanetarische Reisen. Und das ist jetzt auch etwas, wo sich Buck Nelson mit vielen Zeugnissen trifft, die wir eben über den Mond haben, auch NASA-Zeugnisse, dass da immer wieder Leute, also das ist sogar schon unseren eigenen NASA-Leuten eingefallen, dass wenn du auf dem Mond landest, dass du von dort aus leichter auf den Mars kommst. Diese Idee ist auch nicht neu, das sind in den 70er Jahren schon die NASA-Raumschiffe. Und das ist aber nie verfolgt worden. Ein NASA-Mitarbeiter hat seine Karriere damit gemacht, dass er sich im Internet darüber beschwert hat, warum die NASA das nicht umsetzt. Es wäre nicht schwer, auf den Mars zu gehen. Man fliegt zuerst auf den Mond und von dort auf den Mars. Eigene Geschichte. Wenn man dann wieder zu Stephen Greer geht, ist das tatsächlich gemacht worden. Diese Idee wurde umgesetzt und dann hat man entdeckt, dass der Mond eigentlich auch schon lange bewohnt ist. Ne? Die Musikgruppe U2, glaube ich, hat das lang schon, oder? If you believe, they put a man on the moon. Das ist allerdings der. Ja, man kann viel über das philosophieren. Es gibt auch einen alten Film dazu, den kann ich auch reintun, aus den 50er Jahren wieder. Der beschreibt, das kommt auch immer wieder, eine Maschine, ein Planet. Da wird nicht explizit gesagt, dass es der Mond ist, aber laut David Wilcock soll das eine Beschreibung des Mondes sein. Wo eine ewige Maschine seit Millionen Jahren schon läuft und diesen Mond in Bewegung hält. Es gibt auch Berechnungen, dass die Sonnenfinsternis nicht gegangen hat, wenn das nicht ganz genau dahin platziert wäre. Also da, der Mond ist in dieser Theorie eine Maschine, ja. Aber offensichtlich, mindestens wenn Buck Nelson recht hat, mit Schnee und Bergen und Wasser. Also ich weiß nicht, ich will da nicht zu lang, Buck Nelson habe ich nur eingebaut, weil er der Einzige ist, den ich gefunden habe, der in unserem Sonnensystem Besuche macht. Der ist in unserem Sonnensystem herumgereist und gibt es nicht viel. Wir haben jede Menge Zeugnisse für Außerirdische, dass die da sind und Verschwörungstheorien. Und man hört gelegentlich, dass alle Planeten in unserem Sonnensystem belebt sind. Ja? Aber Buck Nelson ist der Einzige, den ich gefunden habe, der wirklich was darüber erzählt. Mindestens behauptet, dass er dort war. Darum habe ich den dazu genommen. Und weil er auch ein schönes Beispiel dafür ist, wir kommen dann langsam zum Billy Meyer, bei dem werde ich ein bisschen länger brauchen, weil er Billy Meyer, das ist eher ein netter Übergang, behauptet, dass er der einzige Kontaktmensch ist auf der Welt. Auf Video. Ja, das ist eine der Widersprüche zwischen Billy Meyer, soll ich jetzt schon den Wechsel machen? Ja, vielleicht machen wir den Wechsel. Kann sein, dass ich mal ab und zu zum Buck Nelson zurückkomme. Aber Billy Meyer behauptet einmal, dass er der einzige Kontaktler ist auf Video in YouTube. Aber in seinen Kontaktschriften, ich habe viel Mühe investiert in der Universität Wien, dort die Kontaktschriften mir anzuschauen. Ich bin nicht fertig geworden damit. Ich habe von den 21.000 Seiten vielleicht 3 überhaupt einmal angeschaut, also 3.000 Seiten. Und das ist weit weg von Überblick. Ich kann euch da nicht wirklich sagen, was da alles drinsteht. Aber ich habe Listen gefunden. Listen von Kontaktpersonen, die auch mit Aliens Kontakt haben. Also da war zum Beispiel der Orfeo Angelucci drauf, ne? Der Buck Nelson nicht. Aber in den Büchern schreibt Billy Meyer selber, dass es andere Kontaktler gibt und auf Video leugnet er das. Da sagt er, er ist der Einzige.
eine meiner Schwierigkeiten, die ich mit Billy Meier habe, und da muss man gar nicht einmal, also ich sage ja, okay, ich gehe jetzt mal auf den Billy Meier über, ich glaube ihm, ich finde seine Geschichte toll, ja. Er hat mit den Plejaden Kontakt. Die Billy Meier Story ist eine plejadische Geschichte. Wir gehen auf das gleich dann näher ein. Wenn ich jetzt wirklich mit Billy Meier anfange, gehe ich wieder auf die, ich habe da wieder das kleine Skriptum vorbereitet, wie immer. Mache ich dann gleich. Aber so allgemein noch gesagt, er ist toll. Er hat, Billy Meier hat über 70 Jahre Kontakt. Das ist auch, fängt auch in dieser Zeit an, ja, in den 40er Jahren. Ja. 1942, ja, ist der erste Kontakt. Er wird öffentlich, geht Billy Meier 1975 aber erst. Und das ist auch so eine Sache. Er sagt, Billy Meier sagt gern, die anderen haben von ihm kopiert. Da ist Alexander Collins immer, wird da immer so an den Kieger genommen, der soll alles kopiert haben. Auch, der hat Kontakte mit dem Rat von den Plejadiern. Das sind die Andromeda-Leute, die sind jetzt wieder die Ratgeber, die Ishwish von den Plejaden. Das Ganze ist ein bisschen verzwickt da im All. Aber der wird öffentlich 1975. Und die wir jetzt gehabt haben, Buck Nelson und der Orfeo Angelucci, diese Bücher sind aus den 50er Jahren. Also wie sollen die von Billy Meier abgeschrieben haben, wenn der in den 70er Jahren rauskommt mit dem Ganzen. Die Figur, das wird alles 75, 76 gegründet dann. Okay, machen wir den Schritt zum Billy Meier, lassen wir den Buck Nelson. Er ist, wie gesagt, ich empfehle ihn jeden. Ich mag wirklich, also wer ein bisschen Geld ausgeben will, es sind dann schon noch was, der Untergang von Atlantis ist noch drinnen. Und Radionachrichten aus dem Weltraum, also Atlantis, wir haben ja hier, das wäre eigene Sendung vielleicht mal, wir haben ja diese Zeiten, Mu, Pangaea und Atlantis und noch eine, die Zeit, die ich noch nicht so ganz rausgefunden habe, die vor Adam und Eva waren, die Erde ist viel länger belebt. Wir kommen auf das beim Billy Meier dann auch noch und noch ein paar andere Sachen, die man beim Buck Nelson findet. Und er hat sogar einen Hund mitgebracht, Buck Nelson hat den Hund Bo von der Venus mitgebracht, ist jetzt sein Haus- und Hofhund, wohnt auf der Erde. Mikro, okay. Ich tue jetzt den Buck Nelson weg, weil er ist, wie gesagt, vom Schreiben her etwas schwierig, der Stil ist etwas schwierig zum Lesen. Ich komme jetzt zum Billy Meier. Okay, wir haben schon ein bisschen Einleitung gehabt dazu. Wir waren jetzt zweimal in Amerika, Orfeo Angelucci und Buck Nelson sind Amerikaner. Billy Meier wohnt in der Schweiz, und zwar in Hinterschmidt-Rüti. Das ist da irgendwo zwischen Zürich und Basel. Die Geschichte, was an Billy Meier, worum er so bekannt geworden ist, ist, der hat jetzt nicht so Kongresse veranstaltet wie Orfeo oder Bugs, sondern der hat einfach Fotos und Filme gemacht von diesen UFOs. Und da war er einer der Ersten und davon hat er unglaublich viel. Also dieser Billy hat 8mm Filme, hunderte von Fotos gemacht. Und das ist natürlich auch dann schon untersucht worden. Da gibt es einen eigenen Film, den findet man auf YouTube ganz gut in den 80er Jahren, wo diese Fotos untersucht worden sind und diese Filme. Und sie kommen drauf, sie sind jedenfalls nicht verfälscht. Diese Fotos sind geprüftermaßen echt. Also sind schon mal auch die UFOs echt. Der Test mit Modellen wurde auch gemacht, da irgendwas vor die Kamera zu hängen. Es gibt scheinbar andere Lichtwerte, das beweist, also das sind echt. Auch Modelle kommen an diese Qualität der Fotos nicht ran. Tatsächlich haben wir aber von den Außerirdischen selber nur Malereien und Zeichnereien. Die lassen sich nicht gern fotografieren. Ich habe noch nie ein Foto oder ein Film über einen wirklich mit einem Außerirdischen gesehen, außer ein, zwei Geheimaufnahmen vom KGB, findet man auch bei mir auf dem Kanal, von den Greys in den auch 50er, 60er Jahre. Der KGB hat ein paar Videos gemacht von ein paar Greys, die gibt es auf YouTube. Aber da ist ganz, ganz wenig Material zu finden. Die lassen sich nicht gern filmen oder so. Das ist ganz schwer, irgendwelche Fotos von echten Aliens zu finden. Okay, Billy Meier hat seinen ersten Kontakt so ein bisschen Ort daneben, das habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, im Jahr 1942, zusammen mit seinem Vater, er ist 5 Jahre alt, und die sehen da zusammen, so auf dem Hügel oben, ihr erstes UFO. Ne? Er ist als Kind ein bisschen verunsichert und geht zu einem Pfarrer dort, zu einem Evangelischen, der das schon weiß und eingeweiht ist, dass er diese Kontakte bekommen wird, und er hat schon auf ihn gewartet. Der Billy Meier begegnet uns also auch etwas Ähnliches wie bei Orfeo Angelucci, nämlich diese eigenartige Sache, dass man da irgendwie eine Voraussetzung braucht. Ja. Ich habe bei Billy nichts gefunden. Wie gesagt, es ist bei Meier nicht so einfach. Wenn ich sage, ich habe nichts gefunden, dann heißt das bei Meier nicht, dass das nicht dasteht.
Orfeo kann ich euch sicher sagen, der hat geschrieben, was er gesagt hat, und er sagt am Schluss auch, dieses Buch ist zur Zusammenfassung seiner Erfahrung. Ich habe es einfach nicht geschafft. 21.000 Seiten, I'm sorry, das war einfach zu viel. Also ich weiß nicht, ob er was dazu sagt, aber gefunden habe ich nichts. Ja? Also wo da jetzt die Bedingungen sind, warum er da ausgewählt worden ist. Ja? Ich meine, es gibt Geschichten, dass er die Reinkarnation von Jesus ist oder sonst irgendwas. Da, und auf der anderen Seite steht in den Kontaktberichten, dass er Jesus begegnet ist. Ich weiß nicht, ob man sich selbst eine Zeit begegnen kann, ohne sich zu erkennen. Geht das? Muss wohl gehen. Also mindestens von Billy Meyer gibt es so viele Geschichten, das ist eine eigene Schwierigkeit. Er ist jedenfalls vorbereitet, er ist geplant, er gehört zu den Kontaktpersonen, die auf, weiß nicht, Listen, führen die da Listen? Der erste, der ihm begegnet, ist Fahd. Der Mann ist 1100 Jahre alt, stammt aus einem Sonnensystem, viele Lichtjahre entfernt, sagt da nichts näher dazu, hält sich seit vielen Jahren in der Nähe der Erde auf, um Billy zu helfen und zu unterstützen. Er lernt durch ihn frühere Inkarnationen kennen, in denen er die schöpferischen und natürlichen Gesetze schon gekannt hat und ebenfalls umfangreiche Lehre des Geistes. Er muss also auch wieder lernen, was er schon gewusst hat. Da gibt es dann so Geschichten, wie Sfat erzählt, dass er ihm sein Leben gerettet hat, schon mit 6 Monaten im Bauch der Mutter. Ne? Und die Mutter bestätigt die Geschichte von einer spontanen Heilung. Ja? Von Sfat bekommt Billy auch Sanskrit-Schriften in Santipata, die ihn in die Santipatthana-Meditationsmethode einführen. Das ist eine eigene Meditationsmethode, ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Ja, sind halt, es ist eigentlich nur Konzentration auf sich selber. Du kannst da Stunden, Buddhisten sind sehr gut darin, lange zu meditieren. Und Billy Meyer wird hier sozusagen eine Methode gegeben, sich zurückzuziehen und sich zu sammeln. Mehr ist es nicht. Kann man gern probieren. Es gibt Santipatthana-Meditationsvideos auf YouTube. Ist recht angenehm. Man kann damit zur Ruhe kommen. Ist fast wie ein Gebet, ja. Er wird gelehrt, seine Fähigkeiten und Gaben zum Wohl der Menschen einzusetzen und sie nicht für sich selbst zu verwenden. Sonst werden sie blockiert. Auch das ist ein genereller Satz, der uns nicht nur bei den UFO-Geschichten, wieder die Verbindung zur Spiritualität ist allgegenwärtig. Das habe ich gemerkt, je länger ich da drin bin. Ich komme aus der charismatischen Erneuerung. Da lernt man genau das Gleiche. Den Heiligen Geist verwendet man für andere, nicht für sich selber. Das geht auch gar nicht. In der klassischen christlichen oder überhaupt religiösen Sinne geht das gar nicht. Wenn man es für sich macht, geht schon, ist es aber Magie. Ne? Hier begegnet uns also auch die alte Unterscheidung zwischen Magie und das andere nennen wir Religion. In dem Zustand, in dem die Religion nach diesen UFO-Geschichten ist, mag man gar nicht mehr von Religion reden. Von was redet man dann? Geistigen Gesetzen vielleicht oder Bewusstseinsentwicklung. In der Bewusstseinsentwicklung scheint es dazu zu gehören, dass du spirituelle Talente nicht gegen die Schöpfung einsetzt, sonst wirst du irgendwann zum Luzifer. Ne? Scheinbar haben wir das ja eh gemacht. Ja. Also für die neuen Leute, wir haben vorhin in der letzten Geschichte gehabt, dass wir Luzifer sind. Eine Sache, die man öfters wiederholen kann. Und dass wir den Planeten zu Fall gebracht haben, so Maldek. Wenn das stimmt, dann können wir diese geistigen Fähigkeiten, wir haben das scheinbar in uns, diese geistigen Fähigkeiten zu nutzen. Und ich sage es euch, je mehr ihr das lernt, sie für andere zu nutzen, desto leichter entwickeln sich die. Je mehr man sich für sich selber einsetzt, desto mehr blockiert man die auch selber. Das scheint auch so ein geistiges Gesetz zu sein, das im Menschen ruht. Wenn ich immer nur auf mich schaue, blockiere ich meinen Geist und dann senkt sich die Frequenz. Wenn ich mich um andere bemühe, hebt sich die Frequenz. Was aber nicht heißt, dass man sich selbst nicht lieben soll. Die Venus hat ein eigenes Gebot dafür. Ne? Man kann, auf der ich finde es jetzt sehr leicht, Übertreibungen zu finden. Auf der Venus tragen die alle nur Gewänder ohne Gürtel, weiße Stoffe, wallende Stoffe, fast so wie die alten Römer, bei uns in die alten Römerfilme. Und dann denkt man, naja, also gut, schön, aber man kann so, man Gürtel, schadet es dem Körper auch nicht. Also mir kommt vor, diese ganzen Gebotsgeschichten, egal auf welchem Planeten, wenn es zum Gebot wird, dann engt es irgendwie ein. Ne? Man muss wirklich die Physik des Geistes verstehen, um das richtig zu machen. Obwohl ich die Venus-Leute sehr schätze. Ja, Sfat verschwindet relativ bald von der Bildfläche. Eine sehr interessante Sache ist Asket. Die zweite Kontakt, die Billy Meyer-Kontakte laufen immer in einem Rhythmus von 11 Jahren. Er hat 11 Jahre mit Sfat Kontakt, dann 11 Jahre mit Asgard und später dann 11 Jahre mit Semyase. Die Semyase-Geschichte ist die bekannteste, weil da beginnt er eben mit der Figur und mit der Öffentlichkeitsarbeit. Asket ist noch, also während Sfat ein alter Mann ist, der
wie gesagt, 1000 Jahre ist, sogar älter noch, ist Asket eine wunderschöne, hübsche Frau. Ne? Hat man gern Kontakt. Ne? Sie erscheint zuerst telepathisch. Ja? Eigentlich auch schon 1954, aber da ist noch kein längerer Kontakt. Der kommt dann erst später. Sie erzählt ihm, dass es verschiedene Schöpfungsformen gibt. Ja? Asket kommt aus Dahl, aus dem Dahl-Universum. Das ist ein Zwillingsuniversum zu unserem Universum. Also alle Sterne, die wir am Himmel sehen, gibt es im Dahl-Universum auch. Und sie sind doch ein bisschen anders. Ja? Unseres wird das Stern-Universum genannt und das andere eben das Dahl-Universum. Und mit speziellen Techniken kann man die Barrieren zwischen diesen Universen überwinden. So wie das, machen wir es gleich, ja. Ich habe jetzt weiter unten, runterscrollen, diese Geschichte mit, wie man das überwindet, ist nämlich gar nicht so schlecht. Die Plejaden haben scheinbar vor 52.000 Jahren ein Dimensionstor gebaut. Wir sind wieder bei den Stargates, ne? Mit dem man das Dahl-Universum und unser Universum dauerhaft verbinden konnte. Ein gleiches Tor, also ein zweites Tor haben sie gebaut zwischen ihrer Dimension und unserer Dimension. Also diese Geschichte ist ein bisschen verschachtelt. Asket kommt aus einem anderen Universum, das ist also die große Schachtel. Und dann gibt es noch eine kleine Schachtel, nämlich die Plejaden, die da jetzt Kontakt aufnehmen mit Billy Meyer, kommen nicht aus unserem Sternensystem der Plejaden. Wenn wir auf den Himmel schauen, wir haben ja ein Sternsystem, das sich Plejaden nennt. Ja, aber das ist unbewohnbar. Und das ist jetzt auch bei Billy Meyer kein NASA-Schmäh. Da gibt es niemanden, der das behauptet. Das sind junge Sterne, die sind noch unbewohnbar. Da kann niemand wohnen. Wie können jetzt die Typen behaupten, wie geht das jetzt überhaupt logisch? Jetzt mal unabhängig von der Frage, ob es wahr ist. Ich glaube, das war es. Aber wie ist jetzt einmal die logische Erklärung, dass es überhaupt geht? Es ist eine Dimensionsbrücke. In einem anderen Dimension, 80 Lichtjahre übrigens, hinter unseren Plejadensternen, liegen die Plejaden dieses anderen Systems, von denen Svat und Dahl, Svat, Asket und Semyase kommen. Und da ist eben dieses Dimensionstor zunächst einmal wichtig, mit dem diese Plejaden seit 52.000 Jahren, ja, also es ist nicht ganz so alt wie die Orphea-Geschichte, aber es ist auch nicht gerade jung, diesen Kontakt aufgebaut haben zwischen unseren Dimension, muss ich sagen, und der anderen Dimension. Und in ihrer Dimension haben sie dann dieses große Stargate, mit dem sie das Dahl-Universum mit dem Dern-Universum verbinden. Also ich hoffe, das kommt halbwegs rüber. Das ist per se schon ein bisschen komplex. Also wir haben zwei Tore, eines zwischen Plejaden-Dimension und unserer Dimension und eines zwischen Dern-Universum und Dahl-Universum. Aus diesem Dahl-Universum kommt jetzt also Asket, ne, über zwei Tore, ne, zweimal umsteigen sozusagen, einmal vom einen Feld ins andere und dann in unsere Dimension hinein. Ihr Volk stammt aus der Henoch-Linie. Das hat mich persönlich interessiert, da muss ich selber noch nachschauen. Da kommen auch die alten Völker des Lyra-Systems her und die Plejaden. Hier wird uns also erzählt, was mehr oder weniger auch logisch ist, wo ich auch noch mehr Geschichten suche, dass scheinbar das Leben ja schon mal irgendwo entstanden ist. Ja? Wenn man es christlich sagen will, es gibt Adam und Eva, aber nicht auf der Erde. Ja? Das war irgendwo die echte Adam und Eva-Geschichte, wenn man sie dann suchen will, muss irgendwo von diesem Henoch herkommen. Daraus sind scheinbar diese Vega-Leute geworden und dann im Lyra-System. Wir kommen später nochmal ein bisschen darauf hin. Das ist jetzt einmal nur eine kleine Erzählung. Wir machen das noch ein bisschen nachher. Das kommt da weiter unten. Wenn ihr jetzt den Text jetzt sucht, dann verwirre ich mich selber da. Aber das ist so eine Völkerlinie, die man finden kann. Lassen wir es mal damit. Kommen wir zu dem noch. Mit Asket zusammen macht Billy eine Reise nach Ägypten. Die ägyptischen Pyramiden sind ja auch so ein Dauerbrenner, die Pyramiden von Gizeh, da wird ja auch alles Mögliche erzählt, da sind Bibliotheken drunten und Gott weiß was. In dem Fall, Bibliothek haben wir jetzt keine, wir haben eine Halle, eine unterirdische Welt. Asket dringt mit ihm da problemlos ein, geht überall durch. Sie haben so eine Umsicht, eine Tarnkleidung, niemand kann sie sehen. Asket gibt ihm sowas zum Anziehen.
Und der hat da so einen Gürtel mit so einem, was wir auch aus Star Trek kennen, so einen Universalübersetzer haben die, aber die tragen das am Gürtel. So verstehen sie sich auch, so können sie sich unterhalten. Und mit diesem Unsichtbarkeitsding spazieren sie durch die Pyramiden von Gizeh. Ne? Muss ein netter Ausflug gewesen sein. In dieser unterirdischen, also sie gehen da einen Weg hinunter, man kommt in den Pyramiden scheinbar unter die Erde, und zwar 1200 Meter tief unter der Erde, das muss ja ziemlich weit unten, ne? Eine große Halle, 500 Meter hoch, ne? Und laut Asket wurde diese Halle vor 10.000 Jahren gebaut durch eine nicht radioaktive Atombombe. Für unsere Technik interessant, wenn man nicht radioaktive Atom, vielleicht kann man noch Kraftwerke machen, keine Ahnung. Nicht radioaktive Atombombe, naja. Und dort gibt es verglaste Wände und dort steht ein Raumschiff mit 300 Meter Durchmesser, 17 kleine Raumschiffe mit 7 Durchmesser. Diese Raumschiffe können durch die Materie hindurchgehen, brauchen also keinen Hangar, die brauchen da kein Loch, die gehen durch die Materie durch. So kann man mit diesen Dingen starten und landen. Okay, das ist die Höhle unter den Pyramiden von Gizeh. Solche Geschichten sonst noch, also das habe ich noch nie gehört vorher, auf Bibliothek, aber Raumschiff. Okay, das ist auch nicht schlecht, warum nicht? Bei der Begegnung mit dem, dann gibt es noch eine Begegnung mit den, dann verlassen sie Gizeh wieder, was sonst da groß ist, sie hat ihm das gezeigt, und begegnen einem Russen, der liebt, der Yichi heißt. Dort gibt es dann wieder eine Religionsdebatte, und dort hört man dann, dass Jesus eigentlich Emmanuel geheißen hat, ne? Und das ist Schweigen über gewisse Dinge gibt, weil wir Millionen Jahre alte Feinde auf der Erde haben, die aus dem Sirius-System stammen und nicht und das Sol-System eigentlich auslöschen wollen und die Menschheit gleich mit. Ich habe das mal da reingetan, das sind halt auch so, ich finde es immer wichtig zu wissen, dass unsere Freunde aus dem All sehr positiv sind, aber dass wir haben immer wieder diese Stories, das sind nicht die einzigen, die da draußen sind. Da haben wir wieder so einen kleinen Hinweis auf so eine Rasse, die da uns nicht wohlgesonnen ist. Asket bildet ihn jetzt ein bisschen aus mit der Geschichte der Welt. Das ist jetzt das, was ich vorhin schon gleich da. Unsere Schöpfung ist eine sehr alte Lebenslinie, die eben auf das Paralleluniversum zurückgeht und hier eben auf diesen Hancock. Und dort ist etwa vor 12 Milliarden Jahren in dieser Version der Geschichte das erste Volk erschaffen worden. Ja? Wir kommen gleich darauf, das ist jetzt auch nicht unbedingt Gott, deswegen, das ist nur eine Linie, es gibt mehrere Linien. Ja. Die Nachfahren dieser Linie sind eben die Lyraner und die Veganer, also nicht Vegetarier, sondern die hassen so, die hassen Veganer, aus denen sich dann die Syrianer, Plejaden und Maloner entwickelt haben. Das ist der Untergang, das ist jetzt eine Verbindung lustigerweise zwischen Orfeo Angelucci, den wir am Anfang hatten, und Billy Meyer. Denn die Maloner wohnen auf dem Planeten Maldek und das ist der explodierte Planet, von dem wir eigentlich abstammen, in der Orfeo-Angelucci-Geschichte. Also etwas, womit ich immer gern arbeite, sind eben solche Connections. Wenn ich sowas finde, denke ich immer, hoppla, das sagt der andere Typ A. Also wenn er es erfunden hat, hat er gut geforscht. Für mich sind das die Connections, wo ich immer denke, gut, da muss was dran sein. Ja? Ich nehme es ja generell, nehme ich es ernst. Jedes Detail nehme ich nicht ernst und gerade beim Billy Meyer habe ich viel zu kritisieren. Aber generell halte ich die Geschichte für authentisch. Und das ist einer dieser Punkte, wo man verknüpfen kann. Auch Feo, der mir auch gut gefällt, mit hier dieser Planet die Maloner von dem untergegangenen Planeten in unserem Sonnensystem. Dieser untergegangene Planet, sofern ich nicht noch andere untergegangene Planetengeschichten finde, muss das der Planet Maldek sein. Also das ist bis jetzt die einzige Geschichte eines in unserem Sonnensystem untergegangenen Planeten. Ja, von daher kommen auch die Bewohner der Erde. Hier ist jetzt interessant, hier haben wir einen Hinweis, wie die Erde besiedelt worden ist, nämlich aus dem All scheinbar. Aus dieser Henoch-Linie, weil sie eben mit den Plejaden verwandt sind, sind dann die ersten, da wissen Sie eben diese Geschichte, sind die ersten Leute hier aufgekreuzt, vor 22 Millionen Jahren in dieser Version der Geschichte. Allerdings sagen sie auch, und die Ehrlichkeit der Plejade ist manchmal für mich, also sagen wir so, ich glaube ihnen alles, was sie sagen, aber ich glaube, sie sagen uns nicht alles. Also
Jedenfalls, sie sagen, dass sie Fußspuren gefunden haben, die 120 Millionen Jahre alt waren, dass also schon jemand da gewesen sein muss, jetzt auf der Erde, der nicht aus dieser Henoch-Linie stammt. Also das trifft sich jetzt wieder mit David Wilcock und anderen Geschichten, dass die Reptiloiden zum Beispiel, ja, unsere Dauerfeinde in den Verschwörungstheorien, behaupten, sie sind die Ureinwohner der Erde, nicht wir, ne? Wir haben sie dann irgendwann in irgendwelchen Atlantis-Kriegen in die Innererde vertrieben, die Innererden-Geschichte. Sollten wir mal eine Sendung machen, unsere eigene Story. Es wird jedenfalls nicht widerlegt. Wenn sogar die Plejadier behaupten, dass es ältere Bewohner gibt, obwohl sie die Grundlegung der Bewohnung, also der Besiedlung gemacht haben, hat es früher schon welche gegeben. Wir sind jetzt hier in einer Geschichte, die zwischen 120 Millionen Jahre und 22 Millionen Jahre spielt, über die ich noch keine Quellen habe, kann ich nicht viel sagen. Aber diese Reptiloiden-Geschichte steht noch im Raum. Sie könnten recht haben, dass sie wirklich die Ureinwohner sind und dass da diese Feindschaft zwischen Reptiloiden und Menschen herkommt. Das wäre dann wenigstens immerhin verständlich. Wir haben sie scheinbar im letzten Atlantis-Krieg vor 20.000, 30.000 Jahren verärgert. Scheint lange zu halten, der Ärger. Jedenfalls zurück zum Meyer. Vor 22 Millionen Jahren hat dann in einem weit entfernten Sonnensystem innerhalb unseres Raumes, in unserem Dimensionsraum, ein Wanderplanet, ich weiß nicht, ob das dieser Nibiru ist, von dem auch immer geredet wird, möglich, aber ein Wanderplanet hat die Heimat der Nachfahren der Henoch-Linie zerstört. Ja. Sie sind dann dem Wanderplaneten gefolgt nach der Zerstörung und eben bis zum Sol-System, damit ist immer irgendwie unser System gemeint, und eben auf der Erde gelandet. Also durch die Zerstörung ihres Heimatplaneten sind die Nachfahren der Henoch-Linie dem Wanderplaneten gefolgt und auf der Erde gelandet. Die ersten drei Rassen, die hier gelandet sind, nach dieser Variante, waren die Roten, die Braunen und die Weißen. Also die Indianer, die Inder und wir, die Weißen. Ne? Auch das wurde in der kurzen Geschichte, das haben wir die Nazis auch aufgegriffen, die arianische Stammbaum geht über Indien zurück. Kann man auch hin. Also das kommt in allen Varianten daher. Die Indianer sind immer die Benachteiligten. Aber da fehlen natürlich zwei Rassen, die Chinesen, also die Asiaten und die Schwarzen. Also wir haben es mindestens, also diese Rasse sind nicht drinnen. Die Schwarzen und die Chinesen haben eine eigene Ursprungsgeschichte. Das deckt nur Inder, Weiße und Indianer ab oder die Roten. Das heißt, also es gibt verschiedene Linien. Also Henoch ist jetzt also auch nicht in dem Sinn Gott, wie wir immer Gott im religiösen Sinn verstehen. Aber ein Schöpfer, einer, der Leben in die Welt gesetzt hat. Okay. Sehr viel später siedeln sich dann auch auf der Erde an Riesen, Giganten, Titanen und Zwerge. Und dann kommen auch die schwarze Rassen dazu und Naturwesen. Wird nicht näher erklärt, aber wir hätten noch Elfen und Feen zur Verfügung. Die gelten als Naturwesen auf die Erde. Und das war jetzt laut dieser Variante vor 21.000 Jahren. Okay. Dann kommen wieder sehr entfernte Verlandte aus dem Lira-System dazu, die aus derselben Linie stammen, aber aus einem anderen Zeitgefüge. Also sie leben in einer anderen Zeit. Die schließen sich den Neuzugewanderten an. Und dann kommen noch mehr Zwergenvölker. Eine große Schipschaft von Zwergenvölkern ließ sich dann in der Schweiz nieder. Naja, das ist eine Schweizer Geschichte. Die ist natürlich, immer wieder gibt es da Bezüge. Dort haben sich an der Schweiz am Sanurasee Zwerge angesiedelt, die bis zu einem Dammbruch dort gelebt haben. Da wurde die Siedlung zerstört. Ne? Die schwarze Rasse, Nonanet, siedelte sich im heutigen Afrika an. Und die letzten Zuwanderer waren angeblich die Asiaten. Die gelbe Rasse, die kam vor 25.000 Jahren, 25.984 Jahren auf der Erde an. Das ist die Besiedelung der Erde nach Asket von den Plejaden. So, jetzt kommt dann die Geschichte, was sie auch noch erzählt, ist, dass, das habe ich ja schon erklärt, das muss ich jetzt überspringen, das muss in mein eigenes Skript, dass das Dimensionstore kommen ist, dass das vor 52.000 Jahren gemacht worden ist. Dieser Kontakt, der schon 52.000 Jahren besteht, hat eine feste Verankerung der Kulturen bewirkt. Auch weil unsere Vorfahren oder weil die Plejaden-Nachfahren hier wohnen, fühlen sie sich immer schon verantwortlich für Mick.
geht's wieder. Alle heutigen Kulturen sind jünger als diese Verbindung von diesen 52.000 Jahren. Es gibt hier immer wieder Wechsel und Neubesiedelungen. Aber die geistige Verbindung, die hier existiert, die existiert seit 52.000 Jahren. Und so lang sind wir auch in Verbindung mit diesen Plejaden. Also das hört man auch immer wieder, dass die Plejaden eigentlich die Hauptkontaktgruppe seien, mit der wir zu tun haben. Wir haben ja in dieser Szene, wieder mal ein bisschen allgemein gesprochen, mit mehreren solchen Gruppen zu tun. Die Andromedaianer machen von sich reden, eben die Venusleute immer wieder mal. Dann gibt es galaktische Föderationen aller Art, also mehrere hundert solche Föderationen sind darum. Aber die, die immer wieder konstant auftauchen, sind diese Plejadenleute. Und hier haben wir eine Erklärung dafür, die eben darin liegt, dass sie eine der ersten Besiedlungen hier gemacht haben mit gleich drei Linien auf unserer Erde. Kommt mir ein bisschen vor wie eine Rechtfertigung, warum sie sich dauernd um uns kümmern, warum sie hier unser Gewissen und die Weisheit verbreiten. Naja, sie wissen anscheinend sehr viel über unsere Geschichte. Mindestens mit diesem Anspruch treten sie auf. Das wirklich wissen. Dann gibt es noch ein bisschen symbolische Geschichten dazu. Die Verbindung kann man an Zahlen sehen. Ja? Vor 444.000 Jahren gab es eine Sternenexplosion, die zum Krebsnebel geführt hat. Wenn man von der Geburt Jesu zurückrechnet, sind das vor 2000, war das dann, könnte es gut echte 2000 Jahre sein, auf der wir dann die Auswirkung dieser Explosion im Krebsnebel gespürt haben. Ja? Also, das ist ein bisschen zu kompliziert. Es läuft darauf hinaus, dass Explosionen irgendwo im Weltall bei uns Auswirkungen haben, und in dem Fall wäre es im Jahr 1054 gewesen. Also es gibt da verschiedene Explosionen, eine führt zur Geburt Jesu, dann führt wieder zu, also diese Dinge haben, wir haben das vorhin mit der Atombombe gehabt. Prinzipiell ist die Idee die, wenn wir Atombombe explodieren lassen, dann hat das Einfluss auf andere Dimensionen. Aber jetzt umgekehrt, wenn im Krebsnebel irgendwo eine Sternenexplosion stattfindet, 1054, wer die Theologiegeschichte ein bisschen kennt, das war die Spaltung zwischen katholischer Kirche und orthodoxer Kirche. Da haben sich die zwei großen Völker, Russland und Westeuropa, auseinander dividiert. Ja? Endgültig. Ja? Also man merkt hier auf jeden Fall, das Universum ist eine denkende Einheit. Das ist wieder ein bisschen Bewusstseinsphysik auf einer symbolischen Ebene. Und wenn im Krebsnebel irgendwas passiert, irgendeine Explosion, die vor 444.000 Jahren war, dann braucht die eben eine Zeit, bis die bei uns spürbar ist, bis sozusagen die Auswirkungen dieses Erdbebens zu uns kommen. In dem Fall ein paar tausend Jahre. Und dann spalten sich bei uns scheinbar die Kirchen. Ich kann nicht sagen, ob das wirklich, aber so scheint das Universum zu funktionieren. Was ich da interessant gefunden habe, ist, da tut sich was und bei uns tut sich was. Das ist wie so Wellen, das scheinen so Wellen zu sein, die sich durchs Universum ausbreiten. Ist natürlich Spekulation, aber mindestens eine sinnvolle, glaube ich. Der zentrale Kern der Plejaden hat eine Geschwindigkeit von 144.000 Stundenkilometern. Auch das könnte man, wenn man will, symbolisch betrachten. 144.000 ist die Zahl der Geretteten in der Offenbarung der Bibel. Also es scheint auch so zu sein, dass sich die gerne in unsere Offenbarung einbringen. Die mischen sich da ein bisschen ein. Ich weiß nicht, ob ich das immer gut finden soll, ehrlich gesagt. Aber die Verbindung ist sehr offensichtlich. Ja. Die Geschwindigkeit umgerechnet gibt 40 Kilometer in der Sekunde. Und 40 ist in der Bibel die Zahl der Vollendung. Also das sind so mathematische Spielereien. Ich weiß nicht, ob das im Universum liegt oder ob sich die Plejaden hier aufspielen wollen. Netterweise treten sie ja nicht als Gott, sondern als Menschen auf. Aber es gibt eine dieser Geschichten, die kann ich jetzt hier vielleicht auch gleich einbauen. Einer der Lehrer von Bilgeiz habe ich dann in Kontaktberichten gefunden, die ich eben leider noch nicht so aufgearbeitet. Das war einfach zu wenig Zeit. Der sagt aber, er wird zum Ischwisch. Und ein Ischwisch ist jetzt in der Billy Meyer-Variante, so dieser Lehrer, einer, der eben auf Planeten geht und dort eben Gebote verkündet. Also bei uns wäre das Jahwe. Wir hatten heute schon die 10 Gebote. Und einer von diesen Lehrern, von den Plejaden, behauptet, so ein Ischwisch zu sein. Ja? Also wenn wir jetzt 12 Gebote von der Venus haben oder 10 Gebote bei uns, die Quelle ist in der Billy Meyer-Variante ein Ischwisch,
Der bekommt eine Ausbildung dafür, der wird darauf trainiert, muss natürlich schon ein bisschen weiterentwickelt sein und lernt viel, wie führt man ein Volk, also einen ganzen Planeten oder so. Ne? Und die kommen dann irgendwo hin und geben dann diese Weisungen weiter. Das sind Ischwische. Und naja, das ist jetzt eine Spekulation von mir, aber was ist, wenn unser Jahwe vom Planeten, von diesen Plejaden ist? Die Zahlen passen ziemlich gut. Das ist eine Spekulation meinerseits. Die Zahlen sind da. Das Ganze führt uns natürlich auch in den Äther Platons hinein. Ne? Also wenn wir einen Krebsnebel annehmen, der irgendwo Explosionen hat und bei uns dann 1054 sich die Kirchen spalten, dann ist das ganz genau das, was Platon Äther nennt. Also dass alles verbunden ist. Oder was moderne Quantenphysiker, ich habe zwei Sendungen bei euch über die geistige Physik gemacht, da müsste eigentlich Amit Goswami irgendwo drin sein, der eben genau das sagt, die Summe des Universums ist eins. Ne? Und das kann man dann eben so nachvollziehen. Da passiert irgendwas und bei uns spüren wir die Auswirkungen. Der Äther wurde übrigens nachgewiesen. Ich glaube, das habe ich in den anderen Sendungen schon mal gesagt, 1986 von der US Air Force. Kann man im Nature Magazine nachlesen, in der August-Ausgabe. Den Äther gibt es. Es wurde nachgewiesen. Moment aus dem 19. Jahrhundert. Der Äther ist real. Das ist keine Fantasiegeschichte, das wissen wir schon. Mit Asket und mit Semyase zurück zu Billy Meyer, oder wir sind eigentlich die ganze Zeit dort. Billy Meyer macht auch Besuche auf diesem Planeten Erda. Also die nehmen ihn mit, er macht mehrere Reisen, nicht nur nach Ägypten, auch nach Erda. Billy Meyer sagt, er war auf Erda. Ich habe die Stelle in den Kontaktberichten noch nicht gefunden. Ich kann jetzt da nichts zitieren. Ich weiß nur, dass er dort gewesen sein muss. Und es wird auch erzählt, wie es dort ausgeschaut hat. Ich habe da, wie gesagt, ein paar Löcher. Das ist nicht so einfach, ein bisschen viel Material. Wie schaut das Leben auf Erda aus? Also die Plejaden sind ein System. Wir sind jetzt also, wie gesagt, in einer anderen Dimension, nicht auf unseren Plejaden. Sie haben dort alle Menschen sind dort gleich. Es gibt eine Regierung in unserem Sinne, gibt es nicht. Ja? Die einzige Ordnungskraft auf diesem Erda ist der Hohe Rat. Und dieser Hohe Rat ist aber gar nicht von Erda, sondern von Andromeda. Hier muss ich wieder ein bisschen einhaken. Andromeda, das sind die Connections, die der Alexander Collins hat. Den wollte ich heute eigentlich noch einbauen, aber ja, wir sind schon wieder 10 Uhr. Ich weiß gar nicht, ob es so ausgegangen war. Alexander Collins wäre auch noch interessant, weil der hat Connections zu Andromeda. Vielleicht baue ich den hinten nach noch ein bisschen ein. Groß vorbereitet habe ich da heute nicht viel. Soweit bin ich gekommen. Andromeda ist der Hohe Rat für Erda. Da sind Lichtjahre dazwischen. Das ist ein anderes Sonnensystem. Das ist eine andere Galaxie. Aber das ist irgendwie kein Problem. Ne? Also man kann ja mit Hyperraum oder Überlichtgeschwindigkeit oder wie auch immer oder mit Stargates, das keine Ahnung, schubs und du bist dort. Ne? So kann man also leicht denken, dass Erda tatsächlich vom Andromeda-System seine Regeln bekommt. Gesetze gibt es nicht, es sind nur Regeln. Die Andromeda-Leute sind auch so halbdurchsichtige Wesen. Wir haben das besser beschrieben, habe ich das gefunden, weil der Collins sagt dazu nicht viel, gelesen habe ich es schon. Und das findet man beim Orfeo Angelucci besser. Das sind scheinbar so halbdurchsichtige Wesen, die man so halb sehen kann, halb nicht, weil sie eben aus einer höheren Dimension kommen. Das scheint für die Andromeda-Leute auch zu gelten. Das heißt nicht, dass die Leute vom Orfeo jetzt von Andromeda sind. Das steht bei Orfeo nicht. Ich weiß nicht, wo die her sind. Das sagen sie nicht. Bei Orfeo, es wird nicht gesagt, wo sie her sind. Da habe ich keine Quellenangaben. Aber der Hohe Rat von Erda ist von Andromeda. Das steht mindestens da. Und sie wird auch beschrieben als Halbgeist-Lebewesen. Ja? Sie haben ein enormes, mehr steht da eben nicht. Sind wir beim Orfeo mehr. Sie haben ein enormes Wissen, deswegen werden sie von der Föderation, die ein Volumen hat von 127 Milliarden Menschen, gern als Ratgeber genommen. Ja? Diese Ratschläge werden eben dem Volk, wir haben es schon erwähnt, durch Vermittler mitgeteilt, die Ischwische genannt werden. Da kann man eben wieder auf unseren Jahwe gehen oder die 12 Gebote vom Sinai. Ne?
Naja, sagt sogar selber, dass Mose, allerdings ist das ein YouTube-Video und mit den Videos habe ich so meine Probleme, wie gesagt, da widerspricht er sich oft. Aber in einem YouTube-Video sagt er, dass Mose so einem Ischwisch wohl getroffen haben muss. Meier, YouTube. Die Figo hat einen eigenen YouTube-Kanal, wenn man Figo eingibt. Also Figo ist die Gruppe von Billy Meier, die wurde, kommen wir dann noch 75 dazu, bei der Semiase. Das ist, die haben einen eigenen YouTube-Kanal, da gibt es so 5-6 Meier-Videos. 2-3 Stunden geht das, hat man relativ bald durch, ist nicht so lang. Und ist, wie gesagt, im Widerspruch zu dem, was in den Büchern steht. Also Bücher und Video von Billy Meier widersprechen sich teilweise enorm. Das ist das nicht einmal mit Aristoteles. Mit Aristoteles kann man viel machen, das ist nicht Widerspruchsprinzip, man kann um 15 Ecken decken. Aber, also, ja, mein Lieblingsbeispiel ist, entweder Meier ist der einzige Kontaktler oder eben nicht. Das ist, er hat da schon aber Widersprüche drin. Wobei man sich dann wieder probieren kann, er ist ein höherdimensionale Wesen. Deswegen habe ich den Buck Nelson eingebaut. Keine Höhe. Mikrofon? Entschuldigung, ja. Also deswegen habe ich den Buck Nelson eingebaut, weil das sind definitiv keine höherdimensionalen Wesen, sondern das sind unsere Ebene und da sind auch Kontaktberichte vorhanden. Also da widerspricht sich Meier. Ich kann es belegen. Ja. Buck Nelson kommt aber nicht in seiner Kontaktliste vor. Vielleicht kennt er das tatsächlich nicht, obwohl er ziemlich viel weiß. Okay, die Menschen auf Erda haben eine Zentralregierung, ja. Auf jedem Planeten der Föderation gibt es 2800 Geistführer. Ja, sie sind die Zentralregierung eines Planeten und stehen eben mit dem Hohen Rat von Andromeda und anderen Welten in Verbindung. Da gibt es ein sehr intergalaktisches Netzwerk. Die Menschen auf Erde haben scheinbar keine Landfahrzeuge, nur Fluggeräte. Es gibt dort keine Straßen. Das ist ja praktisch. Jeder hat so sein Privat-UFO. Ne? Alles ist allgemeiner Besitz. Sehr kommunistisch. In den Wohngebieten gibt es nur Fußgängerzonen, in den Städten ausgedehnte Parkanlagen. Der Großteil der Bevölkerung von Erra lebt auf dem Land. In runden Einfamilienhäusern mit mindestens 21 Quadratmeter Durchmesser, also die haben keine Ecken. Baustoffe sind Metall und Sand oder aus Sand gewonnene Kunststoffe, ähnlich unserem Silikon. So ein Grundstück hat im Schnitt 1 Hektar ungefähr und die Häuser sind energetisch selbstständig. Ganz nett. Schwiegereltern sollen nicht bei ihren in Partnerschaft lebenden Kindern wohnen und Familien sollten höchstens 3 Kinder haben. Also die Schwiegermutter, die böse, gibt es auf Erde auch. Haben wir überhaupt gedacht, generell Beziehungen und alle, also es ist ja so, diese, du sollst nicht Ehe brechen und so Zeugs, das findet man in Venus und auf Erden und auch hier die Schwiegermütter. Wenn man nicht mehr arbeitet und nicht mehr Geld hat, verdienen muss und sonst, es scheint sich sehr viel auf Beziehungen zu konzentrieren, nämlich auch die Konflikte, über die reden sie nicht so viel, aber das ist so meine stille Vermutung. Wenn man sich nicht mehr ums Geld streitet und nicht mehr um die Wohnung sorgen muss und nicht mehr irgendwie ums Essen oder so, worum streitet man dann? Naja, Beziehungen. Ne? Deswegen sind Religionen bei uns so beziehungsfixiert, weil die kommen ja auch aus dem All. Also irgendwie passt das alles zusammen. Also auch etwas Wichtiges, dass das irgendwie dann Sinn macht. Weil wenn da am Schluss am Unsinn rauskommt, ja, dann schmeiß weg. Ne? Aber das macht Sinn. Ohne Arbeit, ohne Geld, was bleibt über? Beziehungen. Ne? Ja, da loben eben die Schwiegermütter eben nicht bei den Kindern. Ne? Erhöht scheinbar den Frieden. Ne? Die Ernährung ist sowohl pflanzlich als auch tierisch. Allerdings werden keine Tiere getötet. Das, was bei uns von in der Zeit vor 2-3 Jahren groß angepriesen worden ist, der erste Hamburger gezüchtet aus Stammzellen, der hat vor 2 Jahren, glaube ich, 20.000 Euro gekostet. Also ist noch nicht McDonald's-fähig. Aber wir können das schon. Wir können schon Fleisch aus Stammzellen züchten. Das gehört da oben auf Erda schon zum Standard. Ne? Das ist ihre tierische Nahrung kommt aus, ja, also wir würden sagen Stammzellzeugen. Sie sagen Zellkulturen, die werden in Zellkulturen gezüchtet, steht da. Eine rein vegetarische Ernährung, auf die Gefahr hin, jetzt einige vegetarische Zuhörer ein bisschen zu verunglimpfen. Laut der plejadischen Version ist das auf lange Sicht, führt das zu Mangelerscheinungen. Sie brauchen Fleisch. Ne? Sie töten aber dafür keine Tiere. Also eigentlich müssten auch unsere irdischen Vegetarier damit, glaube ich, ganz gut leben können. Ich mache das schon ein bisschen jetzt auch so detailliert, weil ich mir denke, wozu sind Alien-Kontakte gut? Ja? Naja gut, die, von den Reptilien, mit denen müssen wir uns vielleicht versöhnen, umbringen lassen, würde ich mich nicht so gern. Aber die, die uns positiv gesinnt sind, die, die nett sind, von denen können wir ja lernen. Deswegen mache ich das so detailliert, weil ich mir denke, ja, das ist ein nettes Vorbild. Ja. Darauf können wir wenigstens hinstreben.
ansatzweise. Man muss nicht alles übernehmen. Pflanzen gibt es auf Erde, alle Pflanzen, die es auf der Erde gibt. Tatsächlich scheinen die Sachen importiert zu haben von der Erde. Nicht nur Pflanzen. Es gibt auch ein Fahrzeugmuseum auf Erde. Der Museumsinhaber hat alle Arten von irdischen Fahrzeugen auf Erde, hat ein Museum daraus gemacht. Und fährt sogar selber ein Auto, einen Land Rover aus dem Jahre 78. Er hat auf die umweltfreundliche Technologie der Plejaren umgerüstet und macht so gelegentlich Ausflüge mit dem Ding. Ne? Also wir sind auch da interessant. Ich habe auch schon öfters gehört, dass man deutsche Ingenieure und alles Mögliche gerne exportiert ins Weltall, weil wir scheinbar ganz gute Ingenieure sind. Also, ja, hört man so Gerüchte über irdische Leute. Müssen eigentlich Deutsche sein. Sie haben Äpfel so groß wie Kürbisse und Maiskolben mit 2 Meter Länge. Die züchten das in eigenen Gewächshäusern und versorgen damit auch die anderen Planeten mit Essen. Era ist der Zentralplanet, der Verwaltungsplanet für die anderen Planeten. Mal ausgerechnet, wenn ein Planet hat scheinbar so an die 500 Millionen Einwohner, so im Schnitt, ne? 127 Milliarden, ne? Da brauchst du ungefähr 300 Planeten. Ne? Also das wird dann nicht explizit gesagt, aber das hört man immer wieder so. Die 500 Millionen, das heißt, dieses Föderationssystem von Era muss ungefähr 300 Planeten umfassen. Bitte mögen es 200 oder 400 sein, weiß ich nicht. Aber Platz haben sie scheinbar genug. Da gibt es nicht immer, Era versorgt die anderen mit Essen. Also es ist ein soziales System, wirklich ein bisschen kommunistisch. Ja? Man muss auch immer 2 Stunden arbeiten pro Tag, damit das funktioniert. Das macht man aber gern, weil eigentlich jeder da irgendwie sehr friedlich ist. Es gibt nur eine Sprache auf dem ganzen Planeten, die nennt sich Sarat. Die ist in verschiedenen Dialekten zur Verständigung vorhanden. In der Föderation wurde eine Universalsprache geschaffen, mit der sie sich dann auch auf anderen Planeten unterhalten können. Die wird Samte genannt. Die Anzahl der gesprochenen Sprachen in der Föderation beträgt laut Katar 127.603. Da ist ein anderer Kontaktler. Ich habe jetzt nicht, dieser Billy Meyer hat über diese vielen Jahre mit sehr vielen Leuten Kontakt gehabt. In den Kontaktberichten kann man das einzeln mit Datum und so nachschauen. Aber wie gesagt, ich habe das nicht alles durchgeschafft. Also das waren einfach 21.000 Seiten, habe ich nicht hingekriegt. Das Fahrzeugmuseum haben wir schon gehabt. Die Arbeit wird größtenteils von Androiden und Robotern ausgeführt und es gibt auch so irdische Werkzeuge für die seltenen Fälle, in denen die Menschen mal einen Boden umgraben müssen. Ist auch interessant. Ne? Die graben ihren privaten Garten mit einer Gartenhake von der Erde um, ne? Die hochentwickelten Plejadier. Also wir machen schon auch ganz interessante Sachen. Generell, also das haben wir auch, ja genau, generell arbeitet man auf Era 2 Stunden täglich, der Rest ist Freizeit. Ja? Wir auf der Erde haben jetzt aus Ihrer Sicht nicht, ist das nicht möglich bei uns noch, weil wir den Bewusstseinszustand nicht haben. Scheinbar aus Ihrer Sicht kann der Mensch so viel Freizeit nicht verkraften. Eine der Dinge, wo ich ein bisschen dran zweifle, aber kann sein. Für die Arbeit sucht sich jeder aus, was er kann und was er will. So werden auch rund um den Planeten Freundschaften gepflegt. Manche Arbeitsplätze gibt es an einem ganz bestimmten Ort. Mikrofon. Okay. Der Gemeinschaftssinn der Plejadier ist recht ausgeprägt, sodass sich niemand vor den gemeinschaftlichen Arbeiten drückt. Schwere Arbeiten werden von Androiden ausgeführt, aber es gibt Forschungen, die nur von Menschen gemacht werden. Ja? Geld gibt es eben keins, alles gehört allen. Es gibt somit auch keinen Diebstahl. Kunst und Kultur werden aus persönlichem Antrieb heraus betrieben, ohne Karriere oder Geldstreben, aber es gibt Ausstellungen und Konzerte für alle und auch digital übertragene Veranstaltungen. Also so eine Kunst- und Kulturszene haben die sehr wohl, scheinbar sogar recht gut ausgeprägt. Produktionsstätten liegen unter der Erde und finden ohne Umweltschäden statt. Komplexe Geräte wie Raumschiffe, aber auch einfache Lebensmittel werden dupliziert. Ja? So Materiekopierer gibt es in jedem Haushalt und in jedem Raumschiff, auch in großen Produktionshallen. Die Energie dafür kommt von Elektronen, die im Überfluss im Universum vorhanden sind. Da ist jetzt auch wieder interessant, wieder kurz auf die allgemeine Ebene, wo ich immer ein bisschen was, wenn man halt was einfällt, einflecht. Laut Stephen Greer zumindest, ist das dieser Replikator, wieder mal auf Stargate, Star Trek,
Star Trek zurück, da gibt es auch diese Replikatoren. Ne? Da geht der Kirk ist am Hingegangen an Whisky, bitte, ne? Kommt da ein Whisky raus. Das nennt sich da, glaube ich, Replikator. Moment, nein, das ist jetzt falsch. Die Dinger hassen anders, aber ihr wisst schon, was ich meine. So eine Maschine, so ein Kopierer halt, ne? Materie-Kopierer. Replikator sind die großen Feinde in Stargate, ein falscher Film. Aber sowas sollen wir kriegen. Also drei Dinge höre ich immer wieder. Als erstes soll die freie Energie kommen, ja, in diesem großen Wandel mit dem neuen Geld und dem OFS-System und gut, was da alles kommt. Hoffentlich kommt's. Unter anderem sollte auch die freie Energie dabei sein, ja, dass wir endlich vom Erdöl weg sind. Und eben diese Energie, Kopierer, nennen wir es jetzt mal so, Materie-Kopierer, ja, die sollen uns auch geben. Das ist etwas, was der Erde ins Haus steht. Wir alle sollten das anscheinend noch erleben. Möge es stimmen, sage ich immer. Man kann dran denken. Denkt viel dran, dass ihr so einen Materie-Kopierer wollt. Man kann ja anscheinend mit den Gedanken mehr machen als mit den Händen in dieser Welt. Denkt an freie Energie und an Materie-Kopierer, dann können wir das fördern. Ach, und die Antigravitation, viele hätten sie gern, da will der Geheimdienst, will das nicht. Aber so ein Privat-UFO vom Fenster, also mir tat schon gefallen. Ne? Ich hätte nichts dagegen. Ja, das war jetzt ERA. Ein kleiner Ausblick, wie man auf ERA sich so verhaltet und lebt. Die Reisen. Ja, magst du denn mal eine Musik auflegen? Hä? Mach mal wieder Liert. Dann orientiere ich mich wieder mal ein bisschen. Ich habe gedacht, wir machen Musikpause, oder? Gute Idee. Ja, dann mach mal Player frei, weil die Pause hast du ganz sicher verdient. So, Musik, da haben wir als zweiten Song, wenn ich es richtig habe, ist ein, wie heißt das, Miasch? Ich kann die russischen Sachen nicht aussprechen, aber entweder hast du die Alla Pugova oder nochmal den Nikolai Baskov, die habe ich da halt geschickt, die zwar, und die dritte kenne ich ehrlich gesagt selber nicht. Aber es sind halt so alte russische Lieder, also die Alla Pugova ist aus den 60er Jahren, der Nikolai Baskov aus den 90ern und 2000ern. Und die andere, diese junge Blonde, die ist ganz frisch, die kenne ich selber nicht. Aber es ist auch gute Musik. Also es hat jetzt keine große Bedeutung. Russische Musik hat bei mir keine große Bedeutung, ich mag es nur gern. Das ist eigentlich bei der Musik bei mir oft so. Und wieder zurück sind wir hier bei Roland Hofer. Ich möchte gleich mal hier nochmal in Alexander und den Franz und mal fragen, ob es so Zwischenmeldungen kommen, vielleicht von der letzten Stunde oder überhaupt. Mal gucken, ob Alexander oder Franz da ist. Frank, ist der Franz Reutinger? Gucken. Ja, da kommt auch das Mikrofon. Ja, und im Außenchat, wie gesagt, einfach schreiben. Und jetzt guten Abend, Franz Reutinger. Ja, guten Abend. Hört ihr mich gut? Wunderbar. Sehr gut, ja. Okay, Roland, ich gratuliere dir für dein wunderbares Talent, so ein holographisches Bild zu zeichnen mit dem Thema Aliens und den Quellen, die du da studierst. Gratuliere dir dazu, es ist fantastisch. Wie spannend es ist, deine Gedanken- und Erfahrungswelt hier mitzuverfolgen. Ich wollte nur sagen, das Thema Venus, ja. Also ich bin nicht weiter gekommen als Venus. Also ich habe in den 90er Jahren die Autorin Omnek Onek, ich kam von der Venus, ihre Bücher gelesen, Spiritualität von der Venus, ich komme von der Venus und so weiter. Und es war faszinierend auch für mich, ihre Erfahrungen direkt von der Venus geschildert zu bekommen, die sich hecken mit deinen Schilderungen, ganz grob gesagt. Und und sie ist wieder freiwillig auf die Erde gekommen, aber ganz bewusst durch ihren Onkel in einen Raum, also in einen UFO gelandet sind im Himalaya-Gebiet seinerzeit, wo sie einige Monate verbringen musste, um sich an die Materie zu gewöhnen, um sich zu verdichten und dann ihren Lebensweg hier auf Erde weitergehen zu können. Und ihr war bewusst,
woher sie kam, warum sie hier ist und so weiter. Und das ist auch eine faszinierende Geschichte. Und ich habe mich sehr identifizieren können, so, wenn ich mich hineingefühlt habe. Also das ist der Bezug, den ich dazu beitragen kann bis jetzt. Danke. Darf mich kurz bedanken, dass ich kenne die Omnek Oleg ein bisschen. Ich habe zwei von ihren Büchern. Siehst du, die hätte ich auch noch einbauen können. Bei mir ist das schon eine Weile her auch. Ich finde sie sehr nett auch. Ich habe nur so Essenstipps gesehen und Lebensweisheiten. Ich finde, Omnek Oleg ist irgend so eine Frau, von der ich gelernt habe. Bei der kann man lernen, wie man gut leben kann. Ja? Ich habe es jetzt nicht mehr so genau im Kopf. Kannst du vielleicht noch was dazu sagen? Die Frau ist sehr faszinierend. Was mich auch fasziniert, ist eben dieses Ding, die kommt freiwillig auf die Erde. Wer macht denn sowas? Alle wollen hier weg. Wir sind so niedere Entwicklung. Und mein Respekt vor der Omnek Oleg ist gestiegen, wo ich das gehört habe. Sie kommt freiwillig hierher, um uns zu helfen. Da war sie mir gleich sehr sympathisch. Und auch die Menschen. Und sie ist angeblich extrem alt oder was? Die hat das letzte Mal, was sie hier bei der Französischen Revolution oder so irgendwas, wenn ich mich recht erinnern kann. Weißt du das noch? Ja, das ist auch in ihren Geschichten irgendwie behandelt, aber sie ist gekommen irgendwo in den 60er Jahren, Mitte 60er Jahren, glaube ich, hat sie beschrieben, und sie musste unbedingt noch mal hier einen Besuch abstatten als bewusste Seele, weil sie hatte noch eine Rechnung offen. Es ging hier um die bedingungslose Liebe. Und sie hat bewusst hier nochmal den Canossa-Gang auf Erden gesucht, hat sich auch ihren Partner gesucht, der sie nur geschlagen hat, sie wurde viele Male vergewaltigt, sie hat alleine ein Kind geboren in der Einsamkeit, also sie ist in die Beziehungshölle zurückgegangen, immer im Bewusstsein, warum sie hierher gekommen ist, um es zu ertragen und das Liebesthema als Seele sozusagen auch in den schrecklichsten Erfahrungen in der Mitte oder in den göttlichen Ebenen immer verbunden zu sein, ohne sich zu beschweren und all die Qualen, die sie noch abholen musste, ja, hier zu durchleben. Aber alles in Liebe. Das war so ganz grob das, was ich mitbekommen habe. Danke. Ja, ich habe einen Respekt vor der Frau. Da war ich noch sehr jung in der Szene und da habe ich mich selber nicht so genau ausgekannt. Ich habe auch nicht gewusst, was ich von ihr halten soll. Aber wenn jemand sowas auf sich nimmt, und heute würde ich sie sehr ernst nehmen, also ich denke mir schon, dass das... Es ist immer schwierig. Es gibt viele Leute, die da Geschichten erzählen. Bei Billy Meyer gibt es eine Omnek Oleg nicht, ne? Vielleicht, also ich weiß nicht, ob noch jemand was sagen will, dann bin ich nochmal ruhig, aber ansonsten würde ich zur Kritik an Billy Meyer übergehen, weil da habe ich schon noch ein paar Sachen. Ja, ich wollte noch ein bisschen verbessern. Ich habe also den Namen Omnek. Okay, das weiß ich nicht mehr so genau. Omnek, okay. Ich muss mal meine Bücher wieder auf meine digitalen Bücher nochmal nachschauen. Auf jeden Fall sehr schön. Ich schaue vielleicht wieder mal rein. Es ist jetzt ein Ansporn für mich, wieder mal bei der Omnek reinzuschauen, weil ich habe die Bücher dann nicht mehr so. Die habe ich nicht auf Papier. Ich lese Bücher nach wie vor lieber auf Papier, auch wenn es digital alles gibt. Aber die Frau, also, die ist schon diese eigene Nummer. Die ist in Schweden, glaube ich, oben oder Norwegen oder irgendwas, irgendwo da oben ist die. Ich glaube, die hält ja noch Vorträge, oder? Ich glaube, die kann man noch, ist die noch unterwegs? Weißt du, ist sie noch aktiv? Weißt du da was? Na, ich kann das nicht bestätigen jetzt, weil also ich habe mich beschäftigt, wie gesagt, Mitte der 90er Jahre und Anfang der 2000er, und ich glaube irgendwo vor 10 Jahren habe ich mitbekommen, dass sie immer noch Vorträge hält, ja, und wo sie jetzt herum ihre Geschichten erzählt, weiß ich nicht, ich habe keine Information, dass sie nicht mehr hier auf Erde weilen sollte. Die Marion hat aber Informationen, glaube ich. Sie kommt gerade hier hereingeschneit. Hallo, guten Abend, Marion. Ja, hallo, schönen guten Abend. Das Letzte, was ich gehört habe, ist noch nicht allzu lange her, vielleicht 1-2 Jahre. Da war sie so in USA, hat ein junges Mädel, die so Vorträge auch übersetzt, die hatten
ein Projekt am Bodensee vor und sie hatte mindestens einen Schlaganfall. Also sie ist gealtert. Das ist das, was ich so mal mitbekommen habe, als sie mir auch mal irgendwie begegnet ist. Auch so ganz interessant, diese Geschichte, wie sie dann hier quasi im Himalaya sich dann quasi wieder an diesen Körper gewöhnen musste in Form eines jungen Mädchens und dann in eine Familie kam. So habe ich das gesehen in einem Video von ihr, wo das Kind anscheinend irgendwo längere Zeit im Krankenhaus aufenthalte und wurde dann quasi ausgetauscht sozusagen und die Familie hat es gar nicht gemerkt. Das Kind, das andere Kind ist, glaube ich, gestorben. Irgendwie so war die Geschichte. Ganz spannend. Und ja, ich bin leider erst recht spät dazu gestoßen, weil ich gearbeitet habe. Aber ich fand das bis dato schon ziemlich interessant. Ich habe so auch ein paar Sachen gehört, ein bisschen anders vielleicht. Aber was mich interessieren würde, wäre einfach nur noch mal ganz kurz vielleicht, wenn du später die Quellen, wo du gelesen oder so hast, vielleicht noch dem Klaus Dahles, dass er das unter den Artikel einstellen kann. Das wäre ganz lieb, lieber Roland. Natürlich, das haben wir schon gehabt. Ich werde also auf jeden Fall sind es drei, also der Orfeo Angelucci, die Untertassen, dann der Buck Nelson. Der Orfeo Angelucci empfehle ich wirklich jeden. Also generell ist es der UFO Verlag, UFO Nachrichten in Obergünzingen in Deutschland. Die haben irrsinnig, ist es eine meiner Lieblingsquellen geworden. Weil das meiste, was man so auf YouTube findet, ist doch eher amerikanisch. Auch gute Sachen. David Wilcock und so habe ich schon ein paar Mal erzählt. Aber diese Sachen sind eben alt. Das ist so aus dieser Generationszeit, 50er, 60er Jahre, habe ich mir für heute so rausgesucht, weil eben da hört man eben wenig. Die Leute sind eben schon tot und da gibt es eben keine YouTube-Videos. Und man dachte, naja, dann gibt es in einer Stimme im Radio. Ne? Und weil sie eben auch ein bisschen den Meier widerlegen. Ich habe mich heute ein bisschen eigentlich auf den Meier fokussiert. Und dann eben natürlich... Vom Meier habe ich heute, was ich heute verwendet habe, ist eigentlich nicht, das könnte ich auch noch erwähnen nochmal, das ist eigentlich ein Buch vom Silberschnur Verlag, gar nicht vom Meier selber, sondern es ist Die Wahrheit über die Plejaden von Billy Meier im Silberschnur Verlag, wo ich habe schon quer gelesen natürlich, dass ich da, wo auch viele Sachen aus den Kontaktberichten drin sind, weil eben, das ist das Problem, die Kontaktberichte, ja, ich mache gleich weiter, diese Kontaktberichte, das sind 6000 Seiten in 12 Bänden. 2012 ist der letzte erschienen, also das ist alles relativ neu. Und seit 2016 stehen die auf der Uni Wien. Im 5. Stock in der Theologie im Institut für Religionswissenschaft. Da war ich jetzt die letzte Woche in Wien und habe mir das dort angeschaut. Das ist einfach, und der hat noch, also das sind nur die großen Kontaktberichte, die ich als Quelle Nummer 1 bezeichnen würde. Und dann noch tausende von Seiten, laut Meier selber 21.000 im Ganzen, wahrscheinlich mit den Kontaktberichten, über die 10 Gebote, über Depressionen, über was auch immer. Ja. Also der hat tausende Sachen und da habe ich noch gar keine Zeit gehabt, überhaupt reinzuschauen. Das ist eben das, was ich ihm... Und ich schreibe euch sicher nach der Sendung, schreibe ich noch ein paar Sachen in den Chat hinein. Vielleicht ein paar Links dazu, mal schauen. Also vom UFO Verlag gebe ich euch sicher mal einen Link. Da könnt ihr dann nach der Sendung oder morgen oder so reinschauen und kannst der Klaus reinstellen. Das mache ich auf jeden Fall. Soll ich mit Bill Meier weitermachen oder will noch jemand was machen? Ich habe eine kurze Frage noch. Die Schlüssel des Enoch, hast du die auch gelesen? Das wollte ich wissen. Und das andere war, hattest du mal von dem Michael Tellinger wie heißt es schnell, das Buch? So fett ist er auch nicht, aber Die Sklavenrasse der Götter. Da geht es auch letztendlich um die Entstehungsgeschichte der Menschen. Bin so ungefähr da eingestiegen, als von Maldek und Malona hieß das andere Ding, glaube ich, gesprochen hast. Also ab da bin ich ungefähr eingestiegen. Und da ist mir eingefallen, der Michael Tellinger, der in dem Buch Sklavenrasse der Götter, das letzte Kapitel habe ich nur gelesen. Das empfiehlt er auch. Wenn, sollte man auf jeden Fall das letzte Kapitel lesen. Und da geht es um die Entstehungsgeschichte der Menschheit. Und liest sich ja ein bisschen wie ein Science Fiction, wenn man so noch keinen Plan hat, dass da draußen was los ist. Und das angeblich ist das aus so 25.000 Tontafeln, die dann jemand dechiffriert hat von den Sumerern. Also das kommt dem Ganzen so ein bisschen nahe. Also ja, Frage, wie gesagt, hattest du die Schlüssel des Enoch auch gelesen und hast du von dem Ranger auch schon irgendwie was gelesen?
Also gehört habe ich von Michael Tellinger. Ich habe einige Videos gesehen, einige Interviews. Gelesen habe ich es noch nicht. Ich kenne ein bisschen was von der Geschichte der Menschheit über seine Schall. Er hat ja so Schall, also da unten sind so alte Mauern, die ewig alt sind, die mit Schall gebaut worden sind. Die Geschichten kenne ich, ich weiß, als Sammler. Michael Tellinger geht auf Vorträge, da habe ich einige gehört. Die Bücher, die du gesagt hast, kenne ich beide noch nicht. Also auch die, ich kenne zwar die alten Henoch-Geschichten. Henoch ist ein alter Prophet, der jetzt außerhalb der Bibel vielleicht der bekannteste Prophet überhaupt. Es gibt einige, es gibt zwei Henoch-Bücher, ein ägyptisches und ein äthiopisches. Diese Geschichten kenne ich, das sind die klassischen Henoch-Bücher. Henoch ist ja eigentlich dafür berühmt, dass, mindestens in der Variante, die ich bis jetzt kenne, eben Himmelsgeschichten erzählt und von diesen Engeln auch weiß, die eben da auch sehr stark in Begegnung sind. Man kann auch in den klassischen Geschichten leicht UFOs finden, aber bitte, die finde ich halt sowieso schon überall, die finde ich halt sogar schon in der Bibel. Ne? Ich kann in Genesis 32 sagen, Jakob hat mit einem Elohim gekämpft und ihm die Hüften ausgrenkt. Na, wahrscheinlich war das nicht Gott, Elohim heißt ja ein Gott in der Bibel, sondern eigentlich eher so ein Alien. Also man kann in Genesis schon anfangen, dass Elohim eigentlich im Garten Eden spazieren geht. Naja, das wird auch ein Alien gewesen sein. Und ähnliches geht auch beim Henoch, ja, dass man bei Henoch sagt, das, was er Engelgeschichten nennt, sind vermutlich auch andere Alien-Stories. Ne? Aber muss auch sagen, also das kannst du, da kannst du die Quellen reinschreiben. Ich schreibe sie gerne auf die Liste. Quellen werden immer mehr. Ja, die Quellen kenne ich beide noch nicht, die du genannt hast. Die schaue ich mir gerne mal an. Okay, da fällt mir in dem Zusammenhang gerade ein, ich hatte mal so eine ältere Dame kennengelernt, die war, glaube ich, 90, als ich die kennengelernt habe, und die hat mit 50 angefangen zu studieren, nachdem ihre Kinder groß waren, und die war so ganz fasziniert von diesem Sacharin Sitchin, heißt der, glaube ich, und Sacharaya Sitchin, ja, den kenne ich. Ja, den, und da ging es ja irgendwie auch um wie hießen die zwei Jungs da, Elil und Enlil und Enki. Ja, genau. Und einer davon, also die sollten ja eigentlich letztendlich da unsere Schöpfer sein. Auf der anderen Seite habe ich irgendwo gehört, sind die Plejadier die, die uns gesiedet, wie sagt man das auf Deutsch, also die Samen gesetzt haben. Und dass wir letztendlich das dann später, wenn wir in unserer Entwicklung weiter sind, dann auch mit den Nächsten, die jetzt schon, also mit den nächsten Lebewesen, die jetzt schon wieder quasi in der Entstehung sind, so wie die Erde damals irgendwann mal in der Entstehung war, in 5 Anläufen. Also das sind so ein paar Sachen, die ich gehört habe. Ja. Ja, Sacharaya Sitchin kenne ich, der ist ein Klassiker. Das Buch Der 12. Planet, das habe ich sogar da, das ist 1979 erschienen. Das hat sich der David Wilcock immer bezogen, da habe ich es mir irgendwann mal gekauft. Da gibt es wiederum das Problem beim Sitchin, dass ja gesagt wird, jetzt mindestens von Kerry Cassidy, dass das angeblich hat man Sitchin in den Vatikan geholt, dafür hat Cassidy wiederum Zeugen, die den Sitchin in den Vatikan geholt haben, damit er nicht alles schreibt. Auch hier sehr interessant, wenn sich jemand einmischt und dagegen ist, hast immer da ist was dran. Er bezieht sich auch auf die Sumerer, das, was an Sitchin toll ist, er kann die alten Sprachen. Er kann also Sumerisch und Akkadisch, und diese Bücher lesen sich wirklich wie ein sprachwissenschaftliches Ding. Also das ist ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Ich kann zwar ein bisschen Hebräisch und Griechisch und Latein, aber Sumerisch und Akkadisch, da muss ich passen. Ehrlich, das kann ich nicht. Und auch die ägyptischen Hieroglyphen, also das ist immer so ein Level, wo da braucht man schon ganz eigene Leute. Und Sitchin ist, glaube ich, der einzige, mindestens mir bis jetzt Bekannte, der die alten Sprachen recht gut kann und der auch von diesem Zugang herkommt. Deswegen hat sich Sitchin sehr schnell im amerikanischen Raum durchgesetzt. Seine Bücher sind größtenteils auf Deutsch übersetzt. Also es gibt einige Bücher von Sitchin. Eben, die aber auch nicht, ja, es gibt so viel Material und es ist alles ein bisschen, irgendwo fehlt immer irgendwas. Ja. Da hat die Kirchen scheinbar, meine alte Familie, dazwischen gefunkt und ihnen gesagt, er darf nicht alles schreiben. Und scheinbar hat er sich danach gerichtet. Deswegen wurde aber auch veröffentlicht. Also ja, man kann auf Enel, was man natürlich finden kann, ist auch schon ein bisschen bekannter. Also natürlich Enel und Enki sind die Vorläufer des Adam und Eva, der Adam und Eva Geschichte. Es ist im Prinzip relativ ziemlich viele Kopien der sogenannten Genesis. Also unsere klassische Genesis stammt aus diesen sumerischen, später auch babylonischen Mythen, die eben da von diesen Landungen erzählen, wo dann halt wieder eben dieser Streit zwischen den zwei Brüdern war. Ich müsste jetzt im Detail nochmal nachschauen, steht jetzt im Regal, aber das bringt jetzt nichts, wenn ich es jetzt hole.
die dann eben gestritten haben über die Vorherrschaft. Der eine, der wollte uns was Gutes und der andere wollte uns eben versklaven. Blöderweise hat der Falsche gewonnen, ne? Und deswegen sind wir dann versklavt worden. Und das ist eben ein bisschen im Widerspruch zur sogenannten Anunnaki-Story. Zwar sagt Kerry Cassidy die Anunnaki-Story, weil wenn man im Internet eingibt, kommt man mit Anunnakis her, weil findet man ziemlich viel, da habe ich auch viel gemacht. Und da beziehen sich einige darauf, dass die Anunnakis eigentlich Enel und Enki sind. Aber wiederum nicht alle. Es gibt dann wieder Stimmen, die meinen eben, dass die Anunnakis eben vom Sirius B kommen, was uns zu den Plejaden führt. Dass das eben, dann könnten Enel und Enki von den Plejaden sein und mit den Sumerern zusammengehen. Also das kriegt man mit Aristoteles hin. Das sind zwar auf den ersten Blick sich widersprechende Aussagen, aber es ist durchaus möglich, die zu verbinden. Es ist durchaus möglich, dass die Sumerer und Enel und Enki von den Plejaden sind und dass die halt dann Anunnakis heißen. Da muss man nur den Namen austauschen. Ob ich jetzt Sumerer sage oder Anunnaki oder Enel und Enki oder Plejaden, das sind dann eigentlich nur verschiedene Namen für dieselbe Quelle. Mit der Methode kommt man bei der Anunnaki oder Enel und Enki oder Sumerer-Geschichte eigentlich recht weit. Dann kann man den Strang relativ gut auflösen. Ja, man könnte über Sacharei sitzen, aber das ist so mühsam, den mag ich nicht. Ich mag ihn nicht, weil es so mühsam zum Lesen ist. Aber das kann man auflösen. Das geht. Und das ist durchaus möglich, dass hier, das ist Kerry Cassidy, fast astrein eigentlich, das sagt sie in vielen Vorträgen. Bei Kerry Cassidy schaut es wieder ein bisschen anders aus. Das sind 12 Rassen. Also wir haben jetzt, deswegen habe ich jetzt im Billion, man müsste ich fast noch die Carrie, es ist so viel, ich kann nicht mehr. Die Carrie Cassidy müsste man fast noch dazu nehmen, weil sie sagt in einem Vortrag, die Menschheit stammt von 12 Rassen ab. Wir haben heute gehabt, dass laut den Plejaden aus der Henoklinie 3 Rassen zu uns gekommen sind, die schwarz, die rote, die weiße und die braune, also die Inder. Die Inder, die Indianer und die Deutschen, wenn man so will, oder die Europäer. Und dann eben noch die Schwarzen und die Chinesen, das sind 5. Das sind unsere 5 bekannten Rassen. Laut Kerry Cassidy sind es 12. Also da hat man, und Kerry Cassidy ist nicht unterschätzen, die hat Quellen, da muss ich erst noch rankommen, was die alles weiß. Also das heißt, es gibt verschiedene Varianten. Und ich bin noch nicht ganz durch mit einer eigenen Meinung, weil ehrlich gesagt, es scheint so zu sein, dass sich da manche auch ein bisschen Namen machen wollen inzwischen. Das ist die UFO-Disease, nennt man das im Englischen. Da haben sie nichts mehr zum Ragen, da finden sie irgendwas. Und manchmal gibt es auch verbreitete Lügen. Beim Sitchen habe ich schon herausgefunden, dass ihn die Vatikan ein bisschen blockiert hat. Also auch die Rassen scheinen darum zu kämpfen, Beachtung zu finden. Die Niederen wenigstens. Also ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen unschlüssig, welche Variante stimmt. Und dazu kommt das Schwierigste, und vielleicht können wir es damit auflösen. Die Marion möchte was sagen. Ja, ich kann nur sagen, weil du die 5 aufgezählt hast und die 12. Ich habe eine Dame mal am Telefon gehabt und die klang für mich absolut glaubwürdig. Ich hatte mit ihr einige Jahre Kontakt. Angeblich, ich sag mal ihre Worte, sie kommt ursprünglich von Arcturus. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt als Planet. Und die sagte, es gäbe 12 Wurzelrassen. Das fällt mir jetzt nur gerade in diesem Zusammenhang ein. Ich habe es aber nie weiter untersucht. Oh, das klingt sehr interessant, weil sie es eben mit der Cassidy-Variante deckt. Und vor der Kerry Cassidy habe ich einen großen Respekt. Also wenn jemand weiß, was auf dieser Erde zukommt, dann sie weiß, glaube ich, am meisten. Also für mich... Also wenn du da Quelle hättest, die würde mich interessieren. Ja, Ihre Telefonnummer habe ich verraten, die kann ich dir schreiben. Kannst du mal anrufen. Das wäre nett, ja. Weil Arcturus ist nämlich der angeblich, es gibt sogar Leute, die behaupten, Jesus kommt da überall her. Ne? Die Plejaden behaupten, Jesus war von den Plejaden. Ich kenne eine Theologin, die behauptet, Jesus war vom Arcturus. Ich kenne 5 Jesusgräber. Also Jesus kommt ständig irgendwo vor. Es gibt auch die Variante, dass Jesus vom Arcturus kommt. Und eben uns von daher besucht hat. Und das soll auch der höchst entwickelte Planet in unserer Umgebung sein. Ja? Also Umgebung. Man kann ihn am Sternenhimmel sehen, ist ein relativ heller Stern. Und der ist sehr weit entwickelt. Also Arcturus ist eine hochentwickelte Dimension. Angeblich sogar aus einem anderen Universum zu uns gekommen. Warum auch immer. Es gibt ja mehrere Universen, unzählig viele. Also ein paar hundert dürften es schon sein vielleicht. Und Arcturus scheint hier übersiedelt zu sein. Warum auch immer man von einem Universum in ein anderes übersiedelt, aber das geht scheinbar. Mitsamt Planet. Also man kann von einem Universum ins andere übersiedeln.
Planet mitnehmen. Ne? Braucht man halt einen großen LKW dafür. Also Planet hinten aufpacken, bitte. Und mal von einem Universum sind andere übersiedeln. Irgendwie geht es. Mit der Frau würde ich mich gerne unterhalten oder auch gerne ein Video machen oder sie, also wenn du mir da, vielleicht schreibst du mir irgendwas, weil ich weiß nicht, ob man das öffentlich machen kann, vielleicht schreibst du mal E-Mail oder so irgendwas, dann schreibe ich dir und dann kannst du, können wir da hin und her austauschen, das würde mich interessieren. Ich kann dir nur die Telefonnummer geben, ich habe den Kontakt schon etwas länger abgebrochen, weil sie war mir zu kummelig, sie steht irgendwie überhaupt nicht auf Menschen und liebt ihre Fische mehr als Menschen und meint, sie hätte sich, sie wäre hierher geschickt worden, sie wäre eigentlich gar nicht freiwillig hier. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, hätte mir irgendjemand, egal wer, erzählt, dass das ganze Universum belebt ist, hätte ich gesagt, erzählt seiner Großmutter, interessiert mich nicht. Aber mit der hatte ich Stunden, also nach dem ersten Telefonat, das 4 Stunden dauerte, habe ich dann, glaube ich, 3 Monate mit ihr jede Nacht mindestens 6 Stunden gequatscht, geredet. Also und Informationen aufgesogen. Und das war so, weißt du, wie wenn ich dir erzähle, du, morgen macht Kaffee auf und es gibt Erdbeereis, weil der Frühling angefangen hat. Das war so einfach, das war so klar wie Kloßbrühe, was sie mir erzählt. Also so stimmig, ne? Aber mir war es dann irgendwann, ich meine, seit ein paar Monaten oder vielleicht auch einem halben Jahr, haben wir einfach Sendepause, weil ich gesagt habe, ich konzentriere mich jetzt mal wieder auf eins. Und die würde sich bestimmt freuen, mit jemandem wie mit dir in Kontakt zu treten. Ganz ehrlich, ich schicke dir mal die Nummer. Herzlich gern. Und das ist ja auch etwas, was uns aus Antike schon, das kann ich dir Propheten des Alten Testaments verwenden. Auch Billy Meyer selber ist ein bisschen schwieriger Typ, aber auch die Propheten sind schwierig. Ich meine, Jonah hat man, also man hat Propheten aus der Stadt gejagt, vertrieben, die sind meistens sozial sehr schwierig. Also wenn ein Typ auftritt, der behauptet, er hat die Weisheit und er ist der beliebteste von allen, ist das ein schlechtes Zeichen. Ne? Wenn er schwierig ist und soziale Probleme hat, dann ist es eigentlich, was Propheten angeht, ein gutes Zeichen. Mindestens, wenn ich das Alte Testament jetzt, also ich weiß zwar, dass die Bibel viel verfälscht worden ist, aber sie ist schon auch, also es sind schon wertvolle Sachen drin. Und man muss zwischen den Zeilen lesen oft, aber das kann man schon sehen, dass Leute, die mehr wissen, oft in der Gesellschaft genau deswegen nicht ankommen. Also das Zurückziehen ist eigentlich ein gutes Zeichen. Man soll schon so mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, das ist schon sicher gut, aber es ist an sich ein gutes Zeichen, wenn jemand so gesellschaftliche Schwierigkeiten hat. Jetzt abseits, also ich meine jetzt nicht, dass man jetzt Alkoholik oder drogensüchtig ist, sondern eher normal und bei Sinnen, aber halt mit den Menschen schwierig. Ne? Das ist ein Zeichen, wo man mal schauen kann, was kommt denn darüber. Und wenn du sagst, es ist stimmig und es ist so wie das Eis um die Ecken, dann ist das eigentlich dann passt es eigentlich ziemlich gut. Weil wenn jemand was weiß, dann muss er nicht das groß ankündigen mit Trompete und Verfahren und Werbung, sondern dann redet er einfach. Dann ist das relativ normal. Und dann ist das auch ein gutes Zeichen eigentlich. Also das klingt sehr authentisch. Ja, die Nummer habe ich bestell einfach mal einen schönen Gruß von Captain Chaos, dann weiß ich schon Bescheid. Okay, mache ich. Gut. Wir sind ja, glaube ich, immer noch auf Sendung. Ich bin jetzt schon fast so wie im Nachttalk. Ich sollte vielleicht noch ganz kurz, oder machen wir so weiter, es ist auch möglich. Ich bin das noch nicht so gewohnt. Wolltest du lieber so weiter reden? Will noch jemand was sagen? Fragen wir Alexander und den Franz nochmal. Mach du weiter. Oh doch, da kommt der Alexander. Ja, nee, ich wollte nur ganz kurz sagen, da sind einige Dinge eingefallen, auch was Stargate angeht und so weiter. Da gab es auch so, wie heißt das, so Begriffe wie plausible Verneinung und so weiter. Also mir sind einige Dinge aufgefallen, aber das, da kann ich jetzt nichts weiter zu sagen. Da würde ich noch Stunden drüber reden können. Also, aber es ist hammer interessant. Ich höre dir sehr gut, sehr gerne zu. Das freut mich. Dankeschön. Ja, ich mache jetzt noch ein bisschen, dass wir bis vor 11 das noch reinkriegen. Wir können dann im Nachttalk gerne weitermachen. Ich sitze gerne eine Weile mit euch. Was ich noch gern anbringen will, ja, wir haben es eh schon ein bisschen mit Propheten und so gehabt. Das ist immer schwierig. Warum? Also zunächst einmal muss ich vorausschicken, jetzt beim Billy Meyer, ich halte es für echt. Ich glaube, das habe ich eh deutlich gemacht, sonst würde ich es nicht so untersuchen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist der Stellenwert. Welchen Stellenwert haben solche Aussagen von Aliens? Vielleicht können wir das allgemein auch machen. Da kommen Leute von anderen Planeten und erzählen uns irgendwas. Ist das deswegen jetzt mehr wert als unsere Nachrichten?
Naja gut, wenn man von den Systemnachrichten ausgeht, dann schon, die sind sowieso meistens gelogen. Okay, das ja. Aber wenn ich jetzt mal Wahrheit gegen Wahrheit stelle, also sagen wir mal unsere alternativen Nachrichten, eher so diese Szene hier, wo Leute sind, die sich um die Wahrheit bemühen. Ich meine, wir merken doch alle, wir wissen auch nicht alles. Ja, das gilt ja für die auch. Ja? Also was ich ein bisschen anrate, selbst bei den Kontaktberichten zu den Plejaden, mit Skepsis. Ja? Ja, Gott sei Dank sind die eh so deutlich, das mag ich am Meier, der schreibt es klar und so frank hin, du siehst die Schwierigkeiten, das ist fast so wie beim Calvin in der Kirche, ne? So deutlich, da sieht man die Fehler, ja, und die Schwächen. Und auch die Plejader sind nur Menschen. Und ihre Variante, das ist ein sehr schönes Beispiel, wo wir es gehabt haben, ist, sie haben Fußspuren gefunden, 120 Millionen Jahre alt, und ihre Besiedlung fängt aber vor 22 Millionen Jahren an. Was davor war, wissen sie auch nicht. Ja, das heißt, auch wenn wir solche Informationen haben, Billy Meier hat wahrscheinlich die bislang umfangreichste Schriftensammlung geliefert, die es in diesem Gebiet überhaupt gibt. Ich habe noch nie bis jetzt, also wenn das jemand von euch noch toppen kann oder irgendwas weiß darüber, Wilcox schreibt viel, David Icke schreibt viel, viele Leute sind Schriftsteller in dieser Szene, aber das, 20.000 Seiten, wer hat das alles geschrieben in so kurzer Zeit? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das der Meier selber war. Und dann, was ich noch, was ich anders sagen will, ist, diese Plejaden treten als Propheten auf. So wie die Alttestamentler. Und da ist auffällig, dass, da muss ich jetzt noch vorsichtig sein, weil genauere Untersuchungen sind noch, wie gesagt, zeitlich nicht möglich gewesen. Aber was mir aufgefallen ist, neben den Kontaktberichten, die ja Erzählung sind, sind sehr viele Zeitungsartikel drin. Ja? Und das ist etwas, wo ich mich frage, warum verwendet Meier unsere Systemnachrichten als Beleg für die Kontakte der Plejaden? Ich meine, weiß der nichts davon, dass unser Planet hintergangen wird? So blöd kann er jetzt auch nicht sein. Vom Roswell-UFO steht ja was drin, das wissen Sie. Das kann ich euch ansagen. Roswell ist, glaube ich, im vierten Band drinnen. Ne? Das Ganze ist sehr ungeordnet. Man muss sich da, man darf sich da kein systematisches Buch erwarten. Ja? Da geht es einmal um, was weiß ich, Kindestod, dann Bild vom Emanuel, dann Nofretete, dann König Jordanien, dann giftige Gase aus dem Niosee in Afrika und dann Erdöl. Ne? Und das alles auf 30 Seiten. Das war jetzt gerade mal aus dem fünften Band bis jetzt. Ich habe nur so Stichworte geschafft. Das heißt, es ist sehr ungeordnet. Der Meier stellt Fragen und die Antworten halt. Ja? Was das Ganze authentisch macht, was das Ganze schön, also gute Quelle macht. Und ich habe gemerkt, die FIGO-Leute zitieren da auch. Sie haben eine eigene Homepage, die zitieren auch ziemlich gut aus dem Zeugs. Aber abgesehen davon, dass es noch sehr viel Arbeit sein wird, das wirklich in einen Verständnishorizont zu bringen, der dann, den ich dann hier vielleicht mal nochmal, vielleicht mache ich nochmal eine Meier-Sendung, aber das wird eine Weile dauern, sage ich euch, das geht so schnell. Was mich stutzig macht, ist diese Belegschaft. Ja, also es sind auch Prophetien dabei, die nicht eingetreten sind. Sie sagen zum Beispiel, es gibt Unwetter irgendwann einmal und Erdbeben und Temperaturen bis minus 40 Grad. Was aus den Zeitungsartikeln, die sie dann wieder dazu bringen, um das zu belegen, sind die Unwetter zwar belegbar, aber die 40 Grad nicht. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass es irgendwann mal minus 40 Grad gehabt hätte. Vielleicht in Sibirien irgendwo, aber das bezog sich eigentlich auf Europa. Also auch nicht alle Prophetien, die sie haben, gehen in Erfüllung. Obwohl anscheinend sehr viele. Wie gesagt, also dazu muss man jetzt auch davon ausgehen, mir ist auch aufgefallen, dass sie bei Sachen, die schon ein bisschen her sind, extrem genau sind. Und dann bei der Finanzkrise 2008 waren sie sehr ungenau. Zwar stimmt beides, aber in der Vergangenheit ist halt leichter genau schreiben. Wenn wirklich was in der Zukunft liegt, ja, die Finanzkrise war 2008, die Publikation des Buches, die darüber gesprochen hat, war stammt von 2004. Also die Prophetie stimmt, die Finanzkrise ist gekommen. Sie war halt eine sehr ungenaue Angabe. Ne? Während hingegen die Bush-Geschichte, die sie gehabt haben, waren sie genau mit Jahr und Datum, haben sie die gesagt. Entschuldigung. Da zweifle ich halt auch ein bisschen an, wo kommen diese Kontaktberichte her? Da ist ja keiner daneben gesessen und hat protokolliert. Oder haben die das aufgenommen? Das würde mich interessieren. Das sind so Sachen, die ich den Meier gerne mal fragen würde. Also ich will einfach nur sagen, wer sich damit näher auseinandersetzen soll, im deutschsprachigen Raum ist die Meier, das ist fast eine Enzyklopädie. Und das sollte man, glaube ich, wenn man das näher nissen will, auch mal anschauen. Wie gesagt, das ist jetzt in Wien zugänglich. Und es ist sehr zu empfehlen, da wirklich mal reinzuschauen. Das auf jeden Fall. Aber es ist, also ich würde es nicht alles für bare Münze nehmen. Wie gesagt, das sind auch nur Menschen. Die haben halt ein UFO, ne? Aber setz fünf Menschen an einen Tisch. Und Plejaden hin oder her, das ist auch nur eine Meinung. Ja.
Und das ist mir jetzt noch wichtig, ne? Weil ich einfach gemerkt, wenn ich im kurzen Überfliegen beim Scannen schon solche Sachen finde, dann ich bin gespannt, was noch alles kommt. Ja. Aber man muss sagen, also die Ehrlichkeit und die Direktheit, mit der diese Meier-Sachen arbeiten, die gefällt mir. Also der versteckt nichts, der geht da frankfrei raus und er lädt auch ein zur Kritik. Und er lädt auch ein dazu, zu kritisieren und nachzudenken. Das gefällt mir. Also was mir an der Meier-Geschichte gefällt, ist, die haben ein irdisches Niveau. Die wissen um Fehlerhaftigkeiten und die behaupten nicht, irgendwas zu sein. Das ist schön. Ja. Und deswegen kann ich auch dazu raten, das wirklich einmal selber anzuschauen. Uni Wien, das ist jetzt nicht gerade aus der Welt, da könnt ihr mal hinterm Burgtheater ist das Ganze, ne? Wenn ihr auf den Ring in Wien schaut, Burgtheater, hinterm Burgtheater ist der Minoritenplatz, dahinter ist dann die, ich glaube, Leopold-Fiegl-Straße, so kleine Gassen, da ist die Theologische Universität und dort im fünften Stock habt ihr dann, im Sommer übersiedeln die Bücher, vielleicht im Sommer, ab Sommer ist dann leicht, aber dann ist es in der großen Bibliothek, jetzt ist es noch im Institut oben, die sind da ein bisschen heikel, da ein bisschen schwierige Erfahrungen gemacht mit den Leuten da oben, die sind ein bisschen empfindlich mit ihren Heiligkeiten da. Ja, ab Sommer übersiedeln die Bücher in die große Bibliothek, da geht es dann leichter zugänglich und ab da würde ich sagen, kann jeder da locker mal ein paar Stunden sich einsetzen und da vielleicht mal selber lesen. Ich werde das auf jeden Fall machen, vielleicht trifft man sich da mal. Aber eben, das haben wir jetzt auch gehabt mit, wir haben so viel, also es würde mich gerne mal freuen, Einladung auch an die anderen, Sammlung zu machen, wer hat was, wer weiß was anderes noch. Vielleicht schalte ich mir noch öfters mal ein, aber zu dem Thema, weil es ist echt, es ist ja eine Aufgabe, die wir haben, die Geschichte der Menschheit neu zu lernen. Wenn wir auch immer wieder von diesen alternativen Nachrichten, jetzt wieder die positive Seite hören, Aufstieg der Menschheit, das neue Geld und so und das neue politische System, was da alles kommen soll. Eine der Sachen, die uns ja immer wieder gesagt wird, ist die Geschichte der Menschheit neu lernen. Und ich merke wirklich, es gibt nicht das eine Buch, wo du sagen kannst, da steht's drin. Ich habe euch heute gesagt, was ich die letzten Zeit gefunden habe. Ich werde mir die Quellen anschauen, die mir heute gesagt worden sind. Ich habe jetzt wieder was Neues zum Tun. Es hört nicht auf. Und es ist ein Studium. Es ist ein Studium, genau wie jedes andere Studium. Und wir müssen unsere eigene Geschichte neu lernen. Wir müssen neu lernen, wer wir eigentlich sind. Da habe ich euch heute ein Orfeo gebracht. Vielleicht sind wir gefallene Engel, die einst in höheren Dimensionen waren. Dann müssen wir uns eigentlich nur anstrengen, die Liebe zu leben. Wir haben es ja anscheinend alles in uns. Wenn mir vor 10 Jahren einer gesagt hätte, du wirst einmal reden wie der beste Esoteriker, hätte ich ihn ausgelacht. Und inzwischen klinge ich wirklich so. Weil das ist der große Unterschied. Ne? Brauche ich einen Erlöser oder erlöse ich mich selber? Oder brauche ich vielleicht, oder kann ich auch Hilfe annehmen, obwohl ich mich selber erlösen kann? Das finde ich inzwischen die beste Variante. Weil die anderen wollen uns schon helfen. Diese Kontakte finden ja nicht umsonst statt. Die sind uns gegeben, damit wir lernen. Ich glaube, das Ganze ist ja eine Schule. Ich habe auch erzählt heute, die können nicht einfach landen. Es liegt an unserem Bewusstsein. Ja? Ich bin auch manchmal müde und manchmal faul und manchmal mache ich nicht. Und dann denke ich mir doch wieder... Ne? Mikrofon. Ja, Entschuldigung. Ein bisschen was sollte man halt machen, damit... Es ist de facto nicht viel Unterschied, ob ich jetzt Wirtschaft, Theologie oder irgendwas studiere oder eben solche Geschichten. Wenn ich tief genug grab, bin ich wieder bei der Seele. Letztlich geht es darum, wer ist der Mensch? Das ist so mein Lieblingsthema. Was ist unsere Aufgabe? Und ich glaube, unsere Aufgabe, gerade von den Leuten, die hier sind und die ein bisschen mehr wissen schon, den anderen zu helfen, das zu verstehen. Und ich weiß, das ist anstrengend. Ich habe gerade gestern meine alte Freundin da gehabt und gestern hat sie zum ersten Mal, nachdem ich seit Jahren inzwischen drüber rede, habe ich gestern zum ersten Mal nach Jahren die Möglichkeit gehabt, eben in der Vorbereitung auch für heute ein bisschen was von Buck Nelson und vom Orfeo Angelucci gestern Abend zu erzählen. Ne? Die sind eigentlich nicht, sie wollten mich umarmen zur guten Nacht, war ganz nett. Und dann habe ich ihr von Billy Maher von diesen Geschichten erzählt und sie konnte es eh schon nicht mehr hören. Und dann hat sie selber genommen und selber reingeschaut und selber gelesen. Die 12 Gebote, die ich euch heute gesagt habe. Und ich war ganz baff, dass sie das Buch in die Hand nimmt. Ja. Solche Erfahrungen macht man zwischendurch. Und manchmal kommt mir vor, darum geht's. Wir, die wir mehr wissen als die anderen, wir haben diesen Auftrag. Wir haben den Auftrag, bei allen Schwierigkeiten wenigstens dem Nachbarn oder der Freundin ab und zu was davon zu erzählen. Man muss halt, ja, das Bild malen mit Worten. Freut mich, wenn es klappt. Das ist schon hilfreich. Also man muss den anderen es so erzählen, dass er es verstehen kann.
Und ich glaube, dass jeder von uns da seinen eigenen Bereich hat. Die, die besser kochen, werden es mit Rezepten von der Venus besser können als ich, weil ich glaube, nicht mit Rezepten anfangen, schlaft es mir ein. Die, die sich mit Wirtschaft auskennen, werden wahrscheinlich mit dem OFS-System, das ich immer noch nicht verstanden habe, mehr anfangen können. Dieses neue Geldsystem, von dem ich immer nicht weiß, ist auch nur, da gibt es wahrscheinlich mehr, auch mehr Quellen, da weiß ich, ich bin kein Finanzler. Da schnappe ich halt auch so Sachen auf und erzähle es weiter. Jeder muss das nehmen, wo er sich auskennt. Ich kenne mich halt in der Religion aus. Und deswegen bringe ich das auch immer wieder. Ja? Und wir bauen unsere eigenen Puzzle. Ja? Und das, was wir weiter... Das habe ich gelernt. Du kannst das, mit, was du... Entschuldigung. Das, was du vor kurzem gelernt hast, kannst du am besten weitergeben. Das, was schon lange her ist, mir ist jetzt aufgefallen, die Omnek Oleg, die habe ich schon seit Jahren nicht mehr angeschaut. Ja, soll ich wieder mal reinlesen. Habe ich wieder einen Tipp gekriegt. Das, was man kürzlich macht, kann man am leichtesten rausbringen. Ich habe eine Zeit lang DVDs mit mir herumgetragen und Leuten auf der Straße verteilt oder in den Restaurants. Ich sage jetzt nicht, dass ihr rausgehen müsst, DVDs brennen und an Leuten verteilen, aber irgendwas, ja, zum Essen einladen. Man kann Freunde zum Essen einladen und Geschichten erzählen. Ne? Oder Radios, das ist gespeichert, ihr könnt das vorspielen anderen Leuten. Ja, oder so. Oder was auch immer, ganz wurscht, was ihr macht. Oder vielleicht treffen wir uns, ich will wirklich nach Manchester fliegen zu diesem, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, finanziell. Aber am Ball bleiben, dranbleiben. Ich meine, ist ja da, das muss ich euch nicht sagen, dran am Ball. Alle, die hier jetzt immer noch dran sind, sind sehr am Ball. Also gratuliere, da sind wir im selben Boot. Ich habe nur gemerkt, dass das Schöne und das Schwierigste ist immer, ja, wir müssen mehr werden. Nicht immer in der eigenen Suppe kochen, nicht immer mit denselben Leuten reden. Rausgehen. Das ist der schwierige Teil. Und ich glaube, dass aber je mehr Menschen das machen, desto größer wird die Gruppe und desto schneller können wir das erreichen, dass wir irgendwann einmal freie Energie, diesen Replikator von à la Star Trek und von mir aus Antigravitation, wenn es sein soll, auch noch kriegen. Und dann wären wir wieder mal ein Stück weiter. Ja? Also damit wäre ich schon zufrieden. Wenn wir das in 10 Jahren schaffen, wenn wir in 10 Jahren freie Energie, Antigravitation und diesen wie heißt das Ding schon wieder? Energiekopierer, Materiekopierer kriegen. Da wäre ich happy, ne? Aber da müssen wir noch viel drüber reden. Also, dann, genau. Die Antigravitation, so wie ich verstanden habe, hat ja der Dieter Theodor Schall schon gezeigt, wie es geht. Der Dieter ist auch bei dir. Ja, ich habe gesehen, der hat mir geschrieben, dass er bei dir war. Ja, der Dieter ist ein gemeinsamer Freund. Der hat mich ja zu dir gebracht. Hat er jetzt die Antigravitation? Ich kenne die Energiegeschichten von ihm und so. Dass, ja, vielleicht dann machen wir doch mal eine Sendung. Muss ich mal mit Dieter reden. Vielleicht finden wir dann noch einmal ein Ingenieurwerk, die das Ganze dann auch bauen. Ne? Dann lass uns doch ein paar Autos bauen damit. Wenn er das schon hat, ist er schon so weit? Kann man das schon auf Maschinen umlegen? Ich habe selber ein paar Videovorträge von ihm hochgeladen. Das war aber dann etwas, was über einem Ball geschwebt. Das war so Experimentstatus war das. Da hat er so eine Erdkugel mitgebracht gehabt und dann war da oben irgendwas, das da magnetisch drüber geschwebt ist. Das war aber so, das war ganz interessant. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Er ist der Techniker. Ich bin nur da, ich höre da immer nur zu. Ich werde mal mit Dieter reden. Vielleicht bauen wir mal ein UFO. Ne? Das wäre dann schon... Die Mario möchte was sagen. Ja, ich wollte dich noch fragen, Roland, ob du in Bezug auf die Plejaden schon mal von der Barbara Marciniak gehört hast? Ja, natürlich. Die habe ich jetzt extra, man kennt über jeden, ich kenne sie zu wenig, deswegen habe ich nicht viel von ihr, habe ich nichts von ihr gesagt. Es gibt sehr viele Videos von ihr und sie macht seit Jahren diese Kontaktberichte und ich habe öfters mal gehört, wie sie dann einsteigt und diese Geschichten von den Plejaden erzählt. Ich höre auch öfters die Videos, die dann oft übersetzt werden und dann ich habe immer so Botschaften mitgekriegt. Ich finde die sehr gut. Also was ich kenne aber die Barbara jetzt als Person nicht. Ich kann jetzt nicht viel zu ihr sagen. Sie gehört halt zu diesen Botschaften. Ich könnte aber jetzt nicht, ich kann da jetzt keine Qualitätsaussage machen. Ja. Ich höre mir die Botschaften an. Ich finde sie immer auf diesem Kanal Spiritscape heißt der. Der hat viele Plejadenbotschaften. Ich habe meines Wissens sind die von dort. Ich glaube es halt einmal. Was hältst du von ihr? Sag du mal, was du von der Barbara hältst, weil ich finde ihre Botschaften gut, viel mehr kann ich nicht dazu, ich habe jetzt inhaltlich keinen großen Überblick dazu. Was hältst du von ihr? Du, mir ist es, ich habe die ab und zu mal gehört,
Und da, das ist, sind ja quasi so Channelings quasi. Sie ist ja da einfach nur der Kanal. Und ich finde die Botschaften manchmal sehr streng. Also sie sind nicht wirklich erhebend, sie sind klar, sie sind direkt. Die Barbara Marciniak, finde ich, ist sehr lustig, wie sie es rüberbringt oder wie es durch sie vermittelt wird. Nur mal so als Beispiel, wenn es dann um Wi-Fi geht oder Wi-Fi. Wi-Fi, warte mal, dann sagt sie, wie fry, also so, wir grillen unsere Nerven mit diesen ganzen, ne, so. Also das ist, die sind humorig, aber worum es mir eigentlich ging, erstens wusste ich nicht, ob du von ihr gehört hast und zweitens gibt es wohl bei den Plejadiern auch verschiedene Konstellationen, also das ist nicht eine Sorte oder so, sondern da gibt es, glaube ich, ich meine, das sind sieben Sterne, die sieben Schwestern oder was auch immer, und da sind anscheinend, also laut dem, was bei, durch sie durchkommt, sind das auch unterschiedliche Gruppierungen. Also beim Wi-Fi schließe ich mich an. Ich bin selber elektrosensibel und ich habe Kupfer hinter meinem Bett, damit ich vom WLAN von den Nachbarn nichts mitkriege, weil ich sonst nicht schlafen kann. Also ich fühle mich da auch sehr oft gegrillt. Das spüre ich am eigenen Leib. Und was die Sterne angeht, also zum Channeling kann ich was sagen. Da bin ich generell ein bisschen vorsichtig. Vielleicht auch ein Grund, warum ich mit der Barbara nicht so... Ich mag die Botschaft, wirklich. Ich kenne aber die Asche Nadine recht gut. Und die Asche Nadine ist eine in Florida, die hat auch mit so zwölfdimensionalen Wesen zu tun, ziemlich hoch oben, die hat auch ewig alte Geschichten, da gibt es noch Terra, das geht noch vor die Erde zurück, bevor die Erde da war, war Terra da. Die Geschichte hört irgendwie auch erst bei der Gründung des Universums auf und das war auch wahrscheinlich nur ein Zwischenstudium. Und bei der Asche Nadine ist es so, dass sie sagt, sie hat ihre Botschaften nicht gechannelt, sondern eine direkte Datenübertragung. Ist auch eine geistige Übertragung, aber sie sagt, beim Channeln ist es gefährlich. Ihre, weil man nicht weiß, mit wem man zu tun hat. Weil sich da jeder einsteigen kann. Wie man da sicher sein kann, sie arbeitet mit der Merkaba, mit gewissen mehr oder weniger Turnübungen, das schaut ein bisschen aus wie Tai Chi. Kann damit auch verschwinden, sagt sie. Sie kann sich unsichtbar machen. Sie wechselt eigentlich nur die Dimension. Das geht. Dazu darf man aber nicht die jüdische Kabbalah verwenden, weil die schon wieder vergiftet ist, sondern man muss eben die Asher-Nadin-Methode verwenden. Im Prinzip hat es nur, dass sich beide Merkaba-Teile drehen müssen, nicht nur einer. Also bei der klassischen Kabbalah ist das wäre ein eigenes Thema. In der klassischen Merkabala sind es ja nur 10 Sephirot-Bäume, bei der Aschanin sind es 12. Ne? Das fängt schon an bei der alten Atlantik. Und alle unseren alten Weisheiten, selbst die berühmte Lebensblume von Drunwaldo Melchisedek, die sehr gehandhabt wird, der ja auch, der seinerseits Kontakt hatte mit Thoth, ja, einem Überlebenden aus Atlantis, der sich mit Meditation seit 50.000 Jahren am Leben hält und anscheinend in den 90er Jahren dieses Dasein verlassen hat. Von dem hat Drunwaldo Melchisedek seine Lebensblumenbücher, aber die sind jetzt wieder nach Asche Nadin auch vergiftet. Weil schon die Anunnaki, die hatten wir heute schon, in den Atlantis-Zeiten schon aufgetaucht sind und schon das alte, die alte Weisheit, die bei uns dann als Kabbalah bekannt ist, verdreht haben. Ne? Alles, um uns von dieser Energie wegzubringen. Ich habe zwei Sendungen hier gemacht über die Energie. Wenn ich da jetzt einsteige, wird es lang. Chakren, Aura und Äther, die freie Energie, das ist eigentlich das große Thema. Das, was wir Heiligen Geist nennen, kurz gesagt, ist eine physikalisch messbare Energie. Da habe ich viele Quellen dazu. Aber das ist genau das, warum wir unsere Informationen vergiftet sind, wo auch immer. Das ist eben das Schwierige zu unterscheiden, glaube ich dem Menschen oder nicht. Immer wenn es um diese Energie geht, ne? Das ist auch ein Standardbrenner bei mir, das war in der letzten Sendung, war das, habe ich das gesagt, dass es diese Dämonen gibt, die Energie brauchen. Deswegen werden wir in Angst gehalten, weil das ist auch Energie. Ne? Wenn wir lernen, mit der Merkaba zu arbeiten, könnten wir die Dimension verlassen und das soll man auch nicht. Also alles dreht sich darum, dass wir nicht lernen, dass wir das Bewusstsein nicht erweitern. Da sind diese ganzen Vergiftungen drinnen in allen Religionen. Da kann man wieder die ganzen Kulturgeschichten durchgehen. Und das ist unsere Schwierigkeit, unser Hindernis. Und da bin ich weder bei einer Barbara, noch bei einem Billy Meyer, noch sonst irgendwo sicher, ob das alles so echt ist. Ich vertraue da immer meinem Gefühl. Bei Billy hat es mich richtig angezogen. Also da muss sehr viel drin sein. Ich würde es nicht zu 100% unterschreiben. Ich habe Widersprüche gefunden. Aber da ist viel drin. Also mein Sensus, auf dem ich da immer sehr viel vertraue, sagt, das ist eine gute Quelle. Ja?
Gleiches war beim Orfeo. Den habe ich nicht einmal gekannt und der hat geleuchtet. Und wenn ein Buch leuchtet, ist das meistens sehr gut. Ich wäre so ein bisschen auch geführt. Ja? Und das sind gute Quellen. Das spüre ich. Ja? Und so gehe ich davor. Ein bisschen mit der Barbara, ich habe es mal angeschaut, aber es hat nicht gezogen, es zieht nicht. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. Das heißt nur, es ist nicht, wir werden zu dem geführt, was uns vorwärts bringt. Ja, jeder von uns vermutlich kann, wenn ihr dasselbe habt wie ich, dann zieht es wahrscheinlich bei euch woanders als mir. Weil ihr einen anderen Lebenweg habt, eine andere Berufung habt. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, nur weil ich jetzt einen Sensus habe, für was eine gute Quelle ist, dass die anderen Quellen schlecht sind. Es ist eine gute Quelle für mich. Ja, es ist echt. Das ist das Vertragte auch bei dieser Physik. Es ist eine subjektive Physik. Das ist nicht so, weil es bei mir so ist, ist bei dir auch so. Diese Physik ist allgemeingültig, ja, aber subjektiv. Also immer angepasst auf das, was alle Versicherungen immer behaupten. Ne? Unser Paket ist allgemeingültig, aber nur für sie zugeschnitten. Bei der Physik stimmt's. Bei der Versicherung bin ich mir auch nicht immer so sicher. Ne? Aber bei der Physik kann man davon ausgehen, dass wenn du denkst, genau das passiert, was du denkst. Nämlich mit dem Unterbewussten, das wir ja eben nicht so kennen und deswegen auch mit all den Problemen, die an die man meistens nicht denkt, die aber auch da sind. Und das erzeugt dieses Leuchten, das erzeugt dieses Führen, eine Kommunikation mit dem Universum, mit der Quelle. Die können Sie trainieren. Und ich glaube, das ist wichtig. Und wenn jemanden das anspricht, dann soll er dem folgen. Wenn sie nicht anspricht oder wenn es zu viel wird, wenn jemand, ich weiß nicht mehr, wer das jetzt war, die Dame da vorhin hat nicht erzählt, dass er sich ein paar Monate unterhalten hat mit jemandem von Arcturus und dann war es zu viel. Ja, dann lass es. Ne? Wenn es zu viel, dann lass bleiben. Dann ist es auch. Wir werden gezogen. Ich habe gemerkt, das ist wirklich die beste Methode. Da, wo es zieht, da muss ich hingehen. Problem ist, ich habe halt mein Studium einlassen müssen. Ich habe ein paar Freunde verloren und so weiter. Also wenn es zieht, ist es nicht unbedingt immer die Karriere, die da zieht. Und manchmal hören Dinge wieder auf zu ziehen. Ja, dann muss ich es lassen. Aber ich bin sehr von diesen Intuitionen geführt. Und mein soziales Gedächtnis, ja, ist schrecklich. Ich habe sogar den Namen der Dame vergessen. Ich hoffe, ich finde die Quelle dann nachher. Ich will das unbedingt noch anschauen. Aber ich kann mir Menschen kaum merken. Ja? Aber so wir brauchen auch jetzt nicht mehr so viel merken, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Oh, ja, Uhrzeit, oh wei. Okay, ja, ich kann jederzeit Schluss machen, jederzeit auch weitermachen, das ist vollkommen wurscht. Also, wie gesagt, ich empfehle die Quellen, die ich heute gebracht habe, kann ich empfehlen. Ich schreibe es euch jetzt gleich noch auf. Für 100% kann man nichts nehmen. Vielleicht das Letzte zum Billy Meyer, genau der Teil, den ich gebracht habe mit dem Planeten Maldek, der uns die Geschichte vom gefallenen Engel, wo wir eben die gefallenen Engel sind, würde ich mal sagen, das ist der mystische Teil. Billy Meyer sagt nicht explizit, was es ist, aber er sagt, die Mystik lehnt er ab, obwohl auch Felo Angelucci bei ihm auf der Kontaktliste steht, also als positiver, authentischer Kontakt gewertet wird, lehnt Meyer die Mystik, die er bringt, ab. Ja? Das ist aber genau der Punkt, den ich so interessant finde. Ja, weil es ist irgendwie eine andere Theologie dahinter. Und da würde ich mal behaupten, die Plenariden wissen auch nicht alles. Ne? Da bin ich dagegen. Der Punkt ist sicher. Und bei den Sicherheiten bleibe ich gern. Ansonsten würde ich sagen, alles gute Quellen, auch Meyer ist sehr, man muss halt immer vergleichen. Und wenn man mehrere Quellen hat, die das Gleiche erzählen, ist man schon mal auf einem guten Weg, glaube ich. Ist auch keine Garantie. Auch da kann man sich irren, aber es ist mal ein Indiz. Ja, lassen wir es gut sein. Ich höre einfach auf, sonst hört das nämlich nie auf. Alles gut. Lieber Roland, geben wir noch ein paar Abschlussworte, würde ich doch sagen, vom Alexander, vom Franz Reutinger und auch von der Marion. Und dann gehen wir in den Nachttalk. Dann ist die Sendung für heute offiziell dann gleich geschlossen, würde ich sagen. Ich weiß, du kannst so viel weiter erzählen. Dann machen wir noch wieder eine neue Sendung und dann haben wir wieder 3 schöne Stunden Zeit für die nächste Thematik, oder? Okay, von mir aus gern. Im April werde ich aussteigen, weil ich einiges anderes noch zu machen habe. Aber im Mai vielleicht wieder mal, ja. Muss mal machen. So machen wir das. Dann planen wir was für Mai. Und jetzt mal Alexander für ein paar
Worte noch für den heutigen Abend. Ist auch schön, dass du da warst, Alexander, auch Franz Reutinger und Marion und alle, die draußen heute dabei waren. Dankeschön dafür. Ja, ich rufe meinen Alexander und ja, dein Mikrofon. Ja, ich bin heute ziemlich müde, deswegen, ich hätte sonst auch noch eine ganze Menge zu sagen gehabt, aber der Roland ist ja so gut dabei, also richtig klasse. Ich habe dir sehr, sehr gerne zugehört und wenn du wieder eine Sendung machst, dann freue ich mich sehr darauf. Das Thema Außerirdische und woher die Menschheit kommt, das interessiert mich sowieso. Ich habe da auch von Kerstin Simone über Todd in Atlanta und so weiter gelesen und das Kybalion und was weiß ich alle, da gibt's so viel, habe ich auch gelesen und so. Finde ich super klasse. Danke dir, dass du heute die Sendung gemacht hast. Finde ich echt spitzenmäßig. Und ja, ich kann nur Danke sagen und alles Gute weiterhin und bin schon gespannt, was von dir als nächstes kommt. Alles Gute. Ich danke noch euch, das habe ich jetzt noch vergessen. Ich freue mich immer, wenn Leute mitreden, mitmachen. Das macht mir auch Spaß, weil ich dann emotional mehr eingebunden bin. Danke dafür. Immer wieder gern. Und wenn ihr was erwähnt, auch bitte irgendwie Quellen schicken. Das habe ich auch noch nicht so ganz gern. Private Nachrichten gehen hier auch irgendwie. Also vielleicht schickst du mal, was du gelesen hast. Ich schaue mir das, wenn ich wieder mal Zeit habe. In nächster Zeit wird es knapp. Auch gern mal an. Gute Nacht allerseits. Wunderbar. Und ja, dann gehen wir weiter zum Franz Reutinger. Franz? Ja, Roland, gratuliere dir für diese wunderbaren 3 Stunden Geschichte, die du da zusammengetragen hast. Also für mich war in meiner Art und Weise einfach hochinteressant, wie du schilderst aufgrund deiner Quellen und die Zusammenführung. Den Kernsatz, den ich schrittweise verinnerliche. Ich bin ein geistiges Wesen, ich bin Außerirdischer und lebe in einem Astronautenanzug, der angepasst ist auf unsere Erde. Und diese Ausrichtung im geistig-seelischen Richtung Quelle ist auch aus deinem Geschichten und Quellen sehr stark für mich hervorgegangen. Und auch ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast, also wenn du von Geburt auf eine Aufgabe hast, sich Richtung Liebe, Wahrheit, Balance zu orientieren, bekommst du vom Leben im physischen Körper bekommst du die Quittung bis Existenzverlust und Gesundheitsverlust und alles. Und es geht immer um den Blick Richtung Quelle mit allen möglichen Konzepten. Und ja, das sind solche Kernthemen, die du mit deinem großen Wissen hier einfach eigentlich für mich feststellst, dass das der Weg ist. Ich gratuliere dir und danke dir für diese wunderbaren Ausführungen und Geschichten. Gute Nacht. Danke dir, Franz. Roland, deine Blumen. Nur beim Frank bedanken, das waren nette Worte, danke. Ja, super, super. Und Marion? Ja, ich muss sagen, ich bin in Vorfreude gewesen, noch, dass ich heute früher Feierabend hatte, dass ich noch ein bisschen was mitbekomme. War erst ab 9:45 hier, aber ich muss sagen, super spannend und ich freue mich auf die nächste Sendung. Ich finde es klasse, dass jemand sich so viel Mühe macht, da mal wirklich alles zu durchforsten, miteinander zu vergleichen, um da einfach auch mal so ein bisschen Aufklärung zu machen, ja, weil es gibt ja doch immer noch Menschen, die zucken, wenn man das mal aufs Tapet bringt. Die wirklich denken, man redet von, also man hat nicht mehr alle auf dem Christbaum, so ungefähr. Deswegen tut es gut, wenn man einfach so Menschen wie dich auch hier auf OkiTalk trifft. Herzlichen Dank und ja, bis zur nächsten Sendung. Danke, Mario. Jetzt weiß ich wieder, wie du heißt. Ja, es sich an. Bitte? Das habe ich jetzt nicht verstanden, Roland. Schau mal die Quellen sicher an, auf die bin ich gespannt. Das wird mich wieder beschäftigen.
Roland, wo bist du denn in der nächsten Zeit zu treffen? Hast du einen Vortrag oder irgendwas? Nein, es sind andere Dinge. Ich habe noch andere Leute, denen ich helfe, arbeiten zu schreiben auf der Uni. Da bin ich jetzt beschäftigt ein bisschen. Ich will eben nach Manchester tatsächlich fahren, wenn ich es irgendwie schaffe. Ich muss mich auch wieder ein bisschen um Beziehungen kümmern und der April ist jetzt, Vortrag ist erst wieder, ich bin woanders erst wieder beim Dream Spirit halte ich einen Vortrag, aber das ist erst im Juni oder Juli oder was. DreamSpirit.at, da kann man mich mal live treffen, da halte ich ähnlich, das also, weil ich wieder ein bisschen ein Potpourri aus dem, was ich im Radio mache und vielleicht mal über andere Sachen sein. Ja, aber sonst habe ich mal überlegt, noch was mehr zu machen, aber ich glaube, ich kriege gar nicht mehr hin. Früher habe ich eben mehr auf YouTube gemacht, da ich jetzt bei euch da bin. Also wenn jemand YouTube-Videos machen will, kann man das schon zwischendurch wieder mal machen. Aber ich habe, wie gesagt, noch andere Dinge und das geht sich nicht immer so gut aus, weil es ist wirklich viel Arbeit, das stimmt schon. Also ich sitze da einige Stunden, Wochen, also um sowas zu machen. Und deswegen, so viel Zeit habe ich nicht immer. Das ist echt fast das neue Studium geworden eigentlich. Ja. Langfristig planen, nicht immer jede Woche, dort, das geht nicht. Das hat man gehört, dass das viel, viel, viel Arbeit auch Weisheit, Leben, das Kraft, dein Leben auch hier immer wieder zeigt. Und das geht ja nicht von heute auf morgen, dass man so diese Zusammenhänge so versteht und dann auch seine Meinung dazu hat. Dann heißt es ja auch, ich habe das und das so und so verstanden. Und ich finde das wirklich wunderbar. Roland Hofer, wir machen Schluss hier und ganz, ganz, ganz lieben Dankeschön. Ja, winken wir noch mal nach draußen hin. Und auf dem Plattenteller haben wir natürlich auch noch einen Song, möchte aber noch mal ganz kurz auf den morgigen Tag hinzukommen. Im Übrigen am Dienstag ist der Andreas Bob da mit Eva Herrmann, warum sie ausgewandert sind aus Kanada. Sind sie interaktiv im Gespräch für euch da. Und morgen ist Andreas Körber da. Was ist freie Energie? Er hat ein anderes Thema. Er ist so eingesetzt, der Andreas Körber. Ich habe seinen alten Sendetext nochmal genommen und mal schauen. Ich denke mir, er kann da weiter anknüpfen. So, jetzt in dem Sinne sagen wir guten Nächtle, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ihr seid im Archiv und jetzt gibt's nochmal einen Song von, wie heißt sie, Niyaya Miasch, so, eine russische Dame anscheinend. Und wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss, Papa, ciao.